So, Test 1, 2. Discord-Test. Philipp? Philipp? Wir haben Philipp verloren. Hallo? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Sehr gut. So, warte mal. Deine Lautstärke ist auf 100%. Äh, Tanja, sollte Phil irgendwie zu leise sein im Vergleich zu mir, dann sag Bescheid. Dann ziehe ich den noch ein bisschen hoch. Ich habe uns eigentlich ungefähr auf das gleiche Level gepegelt, aber. Mit Discord ist das immer so ein bisschen, so ein bisschen Glücksspiel. Okay, ja, alle da. So. Audio läuft, Dinge und Sachen. Anne ist im Chat, <laughs> während sie Zentrifugen-Dinge tut, äh, habe ich gerade gehört. Ja, sehr schön. Das habe ich gelesen, Tanja. <laughs> geht gleich los. Shots fired, Shots fired. Okay, gut. Das geht ja gleich gut los hier. So, ich hoffe, alles ist technisch fein. Ähm, alles läuft smooth. Ich hoffe, OBS kackt heute nicht wieder rum. Also, sollte ich zwischendurch irgendwie wegbrechen, weil OBS wieder irgendwie Zustände hat, dann einfach kurz warten. Bin ich gleich wieder on. Wie gestern. Das erste Mal in meiner Streaming-Karriere ein, äh, ja, irgendwelche Dinge gehabt. Oh Moment, warum funktionieren die GIFs nicht? Warte. Wait. Ach doch, da kommt es. Okay, mit Delay. Achso, das geht nicht, wenn du mit einem Ad, wenn du ein Ad hast vorher, glaube ich. Ah. I see. Weird. Okay. Ich habe mir jetzt auch so ein paar auf, äh, aufs äh, Stream-Deck gelegt, dass ich hier auch so ein paar Sachen machen kann. So Zack, Bam. per Knopfdruck. Dass ich nicht immer im Chat rumfummeln muss. So, aber nun zu. etwas. Dem Stefan Raab quasi. Ja, quasi. mhm Miep. Ja, <laughs> fast. Ja, genau. <laughs> quasi der <laughs> Stefan Raab von Twitch, yeah. mm -hmm. exactly. Genau. Exactly that. So. Siehst doch schon so aus. Mm -hmm. Genau, genau. <laughs> Muss ich noch so, <laughs> so die Zähne genau. zeigen. Du brauchst noch, so mm -hmm. eine, ich noch so eine Ich brauche noch so Veneers, mit so perfekten Szenen, brauche ich noch, ja. ja. Und ich möchte, dass du das nächste Mal immer so ein äh, Intro hast, wo du irgendwas komisches machst, ein Geländer runter oder sowas. Ach so, ja, ich ja. bin nicht überzeugt, aber gut. Ja. Okay. Wir, wir schauen mal, was wir da <laughs> Wir schauen mal, was wir da so hinkriegen. So, ja. Erste, Moment, ich muss hier mal kurz noch Dinge machen. So. Erste. Ach so, also, interessant, die. die, äh, bevor, bevor du jetzt gleich mit dem Thema einsteigst, noch was ja. ein off-topic. Ähm, wenn du äh, <laughs> über Stream Deck die Sachen triggerst, dann wird im Chat eine Nachricht geschrieben. Ich dachte, er triggert die direkt. Nee, na, es funktioniert ja so, dass die Nachricht ja, okay. im Chat ja. Das Gift triggert. Und ich habe Stream Deck so eingestellt, dass er per Knopfdruck einfach eine spezielle ja, Nachricht nicht, das in den Chat. Deck ist. Naja, man kann das wahrscheinlich auch anders machen, dass er irgendwie ja. dann im Overlay da Dinge macht. Aber das war für mich die einfachst umsetzbare Variante, die auch zuverlässig funktioniert, ohne dass man da tausend Verrenkungen irgendwie machen muss. Von daher habe ich das Weiß einfach sie. so gemacht. Okay, ja, aber dann herzlich willkommen erstmal in die Runde zur ersten Synopsis-Ausgabe in 2023. Heute leider <laughs> ohne Taya, die hat es gesundheitlich irgendwie zerlegt. Ja, aber Phil, wir kriegen das schon hin. Phil hat vorhin schon Bedenken geäußert, dass wir nicht genug Stoff hätten, aber <laughs> wann wäre das jemals ein Problem gewesen? Äh. Schauen wir mal. <laughs> Bitch, please. So. Ne? Bitch, please, exactly. Ähm, äh. Wann wäre das jemals ein Problem gewesen, dass wir nicht genug haben? Also, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sachen auf meiner Liste. Okay, okay. Du also, selbst das. wenn ich das alleine machen würde, würde ich wahrscheinlich <laughs> auf, drei, auf drei Stunden Monolog kommen oder so. Äh. Aber das ist ja nicht, der, nicht die Idee des Konzepts, sondern eigentlich wollen wir ja uns austauschen. Und zwar heute. Apropos zerlegen. Ja, zerlegen. Jetzt kommt die Überleitung. <laughs> ja, apropos zerlegen. Ja, gleich vielleicht. Ähm, ah, okay. Heute ist äh, Recently Watched äh, Thema. Wir hatten also kein spezielles Thema, nichts mit hier die besten sowieso Filme oder irgendwas. Ähm, sondern wir werden uns heute noch mal ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was wir so in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Synopsis und ähm, da sind so einige Sachen aufgelaufen, die man vielleicht irgendwie gesehen hat, beziehungsweise über die wir hier noch nicht gesprochen haben. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Philipp, magst du anfangen oder? Ich, ähm, ich, also, ich kann voll reingehen. Dann geh voll rein. Ähm, genau, Tanja, das ist dein Stichwort. Ähm, <laughs> ja. Ähm, ja, ich habe vorhin nämlich noch einen Film geschaut, den ich auf meine Liste gepackt hatte. Den hatte ich auch mal im Chat erwähnt. Ja, warte mal, Percy schreibt gerade: wart ihr im Kino die letzten Wochen? Ja, wir waren vor, lass mich ja, lügen, ja. zwei Wochen. Genau. Haben wir einen Film gesehen, über den wir nachher auch noch sprechen werden, definitiv? Am selben Tag wie Percy. Am selben Tag wie Percy. I see. Genau. Ach ja, Zwei stimmt, Stunden du hattest früher. erzählt. Nee, stimmt. Eine Stunde früher, glaube ich, sogar Stimmt, noch. Philipp hat er erzählt, dass Percy dann auch im gleichen Kino sogar, ne? Oder? Ja, Ja. genau. Dinge. Genau. Ja, zu besagtem Film Percy kommen wir nachher noch. Ja, <laughs> genau. Ich, ich weiß jetzt nicht, womit Philipp eröffnet. Vielleicht ist es auch ja, der ja. Film. Nee, aber nee, ich, äh, schauen ja, aber ich eröffne <laughs> richtig krass. Nee, ich hatte ja eine, ich hatte mir wieder so ein paar. Filme auf meine Liste gepackt und die abgearbeitet. Ja. Und äh, vorhin habe ich den ähm, aktuellen Caspar Noé-Film gesehen, Vortex. Vortex, wo wo gibt's ja. den? Gibt's den? Ich habe mir den ausgeliehen auf Prime, Prime. für 5 Euro. Ja, ich will ihn nur aufmachen, dass man halt sieht, wo genau. es geht. Genau. Also Amazon zum Beispiel. Ja. Den es noch woanders. Aber Vortex, Caspar Noé. Genau. Also wer die äh, Filme von <laughs> ihm kennt, weiß, dass die meistens ein bisschen Speziell und Derbe sind. Ja. Und ähm, ich muss sagen, der sticht da so ein bisschen hervor, der tanzt so ein bisschen aus der Reihe. In der inwiefern ist er ist nicht, er ist nicht äh, derbe oder? Nee, ist er nicht. Also, diese, ich sag mal, Gewaltszenen und ja. was man da so kennt, das taucht da so gar nicht auf. Der ist ehrlich hm. gesagt ziemlich ruhig. Also ja ja, anders als andere Filme von ihm. Okay. Ähm, ja, es geht, äh, das steht da, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, es geht drum um zwei ähm, ältere Menschen, ein Ehepaar, die, ja, die man so ziemlich cool inszeniert durch einen Splitscreen ähm, mhm, in ihrem Leben begleitet. So, also ich sag mal so, die ja. Ihr, ja. Ihr, ihre, wie nennt man denn das? Ja, die sind halt schon im fortgeschrittenen Alter, also ihr Lebensende könnte man fast sagen begleitet. Ihren Lebensabend so, nennt man das. Ihren Lebensabend, <lacht> <lacht> genau das war das Wort, was ich gesucht habe, danke. Ja. Ich will jetzt hier auch nicht so viel spoilern, falls sich jemand den Film anschauen will. Ich kann den empfehlen für ja. Leute, die halt so, ja, so eine Slice of Life ähm, Geschichten mögen. Und das ist es hier, das ist fast wieder mal ein Kammerspiel, also spielt sich sehr viel in dieser Wohnung der beiden ab. Es gibt auch mm. noch einen Sohn, den mm. Stefan. Der ähm, auch mal einen der Screens belegt. Und ja, es ist ein ziemlich, ähm, wer hätte es gedacht, bedrückender Film. Ja. Also der ja macht halt diese Themen auf ähm, Vergesslichkeit, also äh, Demenz. Mm, mm. Ähm, was man, also ja, Liebe <laughs> bleibt ja auch auf, vor allem yeah. Liebe im Alter, wie die sich definiert. Und mm. das schon, ist schon, schon kein einfacher Film. Aber jetzt auch nicht super krass komplex oder sowas. Also, yeah. den versteht eigentlich schon jeder, würde ich behaupten. Mm -hmm. Und dieser Kniff mit dem Splitscreen ist auch ziemlich cool gemacht. Da gibt es doch so, so ein kleines Gimmick, was yeah. dann im späteren Film kommt. Ich möchte nicht zu so viel verraten, was den Splitscreen nutzt. Aber man kann sich vielleicht schon denken, wofür der genutzt wird. Mm -hmm. ähm, ja, ähm, kann den empfehlen. Also, yeah. ja. Ähm, Percy, gesagt, grade, so viel Percy schreibt gerade bei mir im, im Chat, das hört sich an wie eine Kopie von Michael Hanekes Film Liebe von 2017. Den habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch <laughs> nicht. Aber da ist es wohl auch irgendwie so, ne, dass da ein, ich lese hier gerade mal nach, pensioniertes, gut situiertes Pariser Ehepaar. Mm. und so weiter ja. die Frau hat einen Schlaganfall und so weiter und so fort mm. und das scheint tatsächlich also eine ähnliche Richtung einzuschlagen ja, stimmt, ja. ja. ja es spielt also ja doch das spielt auch in Paris das ist in der, ist mm. in der Nähe von dem und der Hauptdarsteller Bahnhof Stalingrad der hat vorher noch gar... was es gibt in Paris einen Bahnhof der heißt Stalingrad ja, ja genau das dachte ich mir auch ich habe da nämlich gelesen Stalingrad und ich dachte gerade so Hä? Okay. Ist das jetzt irgendeine Anspielung? Sind das jetzt so Zweite Weltkriegs-Flashbacks von dem Mann oder sowas? <laughs> okay. Das war mir ähm, auch nicht klar. Aber ich ich ja. habe gegoogelt, den gibt es wirklich. Der ist. Interessant. Ja, der hieß früher ich anders Der wurde dann 1946 das, ja. oder so umbenannt. Ich gucke gerade mal, ob das irgendwie ein bewusstes Remake ist, aber das steht hier zumindest nicht, dass es das irgendwie ein Remake wäre von dem äh, haneke film Na, Sie hat auch keinen Schlaganfall. Ja, was, was, was ist das denn? Was würdest du denn genretechnisch sagen? Was ist denn das für ein Drama. Genre? Ist es Drama, ja? Oder? Ja, ja, ja. Okay. Das ist es Drama? Also in, in der ja. Anime-Manga-Kategorie gibt es halt dieses Slice of Life. Das, das kenne ja. ich halt von so Filmgeschichten nicht. Ich mhm. hätte halt gesagt, Slice, Slice of Life-Drama ist das. Mhm. Vielleicht auch Tragödie so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, aber in erster Linie Drama. Verstehe. Und der Hauptdarsteller ist tatsächlich der Dario Argento? Ja, ist er. Okay. Habe ich auch, ich habe den auch nicht so auf dem Schirm, aber ja. ich habe auch schon dieselbe Reaktion von anderen Abgefahren. gehört, die verwundert waren. Ja, weil ich. Der ich in so einer mir, Rolle soll sehr ungewöhnlich sein. Mir war gar nicht bewusst, dass er überhaupt äh, Schauspielert, hat. Weil er eigentlich ja Regisseur ist und so viele, so 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 diese hier so Giallo-Filme gemacht hat, so, so slasher horrorartige Sachen. Ich weiß, dass seine. Tochter, Asia Argento, die ist Schauspielerin, aber bei ihm war mir das gar nicht bewusst. Deswegen war ich da gerade etwas überrascht, als hier stand tatsächlich Dario Argento und es scheint auch exakt der zu sein. Also ja, ja. italienischer legendärer Filmemacher. Hier ist er. <laughs> hier, modern. Er spielt im Film auch ein Italiener übrigens. Ja, der ist Italiener. Ja, genau. Das hat der, mich aber ein bisschen verwirrt am Anfang, weil, ähm, also, ja. der, gibt es ja nicht synchronisiert, der läuft also auf Französisch. Mhm und bei deutschen Untertiteln habe ich ihn gesehen und mm, ähm, mm. die sagen halt öfter ciao und das hat mich dann so irritiert, weil ich dachte so, hey, das, ah. das ist doch französisch, was die reden, aber warum sagen die dann ciao? Ist das vielleicht doch italienisch? Also die ersten, <laughs> ja. ersten 10, 15 Minuten habe ich immer so ein bisschen heiß du so drauf geachtet, ah, und dachte ja. ich, nee, Verstehe. das ist französisch, italienisch, mm. also es ist französisch. Aber, Hierzu, hier ja. zu Argento vielleicht nur ganz kurz, vielleicht habt ihr das Remake von Suspiria gesehen, was vor ein paar Jahren gerade rauskam, was ich auch ziemlich gut fand. Ich glaube 2019. Kam das raus mit, wie heißt sie denn hier aus Fifty Shades of Grey in der Hauptrolle? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, aber ziemlich cooler, cool umgesetzter Film und Suspiria-Original von 1977 ist völlig anders vom, vom Stil her, aber das ist halt auch einer der bekannten äh, Filme von Dario Argento. Siehst du, wieder was gelernt, dass der tatsächlich selber auch äh, schauspielerisch tätig ist, war mir bisher nicht, war mir bisher nicht bewusst. Und schauspielerisch ist das. Das, das ist ja auch sein einziger Film. Hat er noch mehr gemacht? Also ja, das, das, das weiß ich. Das, das. Boah. Das weiß ich nicht. Warte, müsste man nachgucken. Warte mal, Tilda Swin, War das Tilda Swin? Ja, doch. Ich, ich könnte es mir vorstellen, dass sie nee, noch Nee, nee, können. ich gehe auf die Frage bei Persefekt. Ich weiß es gerade ja, nicht, ja, das, aber das das da, da nicht. waren so lustige. Ja, ja. Die Besetzung. Mitgemacht. Die Besetzung laut. war interessant, ja. Warte mal, Dario Argento. Müsste man eigentlich über, über IMDb rauskriegen, ne? Ja, ich google das jetzt nicht. Aber vermutlich wird der schon noch in ein, zwei anderen Sachen mal irgendwo aufgetre aufgetreten sein. Das nehme ich an. Bekannt genug ist er ja. Ja, aber wenn du auf Filmografie gehst, kriegst du ja immer nur seine Filme, die er gemacht hat. Warte mal, IMDb. Schauen wir mal. Äh, b -b 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 -b. Bekannt für... Wo kann man denn das hier anklicken, wo er als... Als Schauspieler. Ah, IMDB. Ja, ich mache das jetzt nicht. Das dauert zu lange. <laughs> so. Aber wir gehen davon aus, dass äh, er vielleicht auch den ein oder anderen Film noch als Schauspieler verschönert hat. War denn die schauspielerische Leistung okay, Phil? Oder wie war das? Ja, die war okay. Also, ja. da ist mir jetzt nichts. Also an einigen Stellen fand ich das Wer, von wem waren das? Das war aber nicht von, von Dario Argento. Ähm, das war von diesem. Eine andere Figur meinst Jung, du? Oder also was? Dem Sohn von denen. Ach so. Den ja. fand ich an einigen Stellen ein bisschen. Hm. Ja. Aber ansonsten, also die beiden hm. Ehepaare, die fand ich durchweg sehr glaubwürdig. Hm. Vor allem. Hm. Sie war fand ich sehr gut. Also sie hat ja, yeah. wie gesagt, Demenz. Da, da verrate ich nicht so viel. es kommt relativ schnell raus. Mm. Sie sprechen es nie an. Was auch interessant ist. Sie nennen es nie beim Namen. Ach so, ja. Yeah. Ähm, aber man weiß halt, dass es in die Richtung geht. Mm. Und ähm, ja, da gibt es auch so eine Stelle, wo sie, wo sie sagt, dass ähm, sie eigentlich sterben will, um den anderen beiden das Leid zu ersparen. Und das war yeah. schon. Hat mich schon berührt. Das war schon emotional, wie sie das rübergebracht hat. Ah. Also ganz schlicht, ganz trocken, aber okay. ich habe mir das voll abgekauft. Also war schon gut. Verstehe. Ja, den letzten Film, den ich von ihm mitgekriegt hatte, war Klimax irgendwie. Und der war ja dann nun mal völlig anders. so also, okay, deswegen wundert mich das gerade, dass er ähm, entsprechend hier jetzt mal sowas völlig anderes danach bringt als nächsten, als nächsten Film. Ja, interessant. Spannend. Ja, du würdest den empfehlen oder? Ja, ja wenn man, wie ja. gesagt, so eine. So dramamäßig. Nicht ganz so leichte Geschichte mal schauen will, wenn man gerade ja. so in der Stimmung ist. Ja. ja. Warte mal. Äh, 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 Percy schreibt gerade Dinge. Oh, Tanja, vielen Dank fürs Abo. Percy hat einen Film gesehen, den er vor zwei Tagen im Kino sah, aber er sagt nicht, wie er heißt. Ja, hm. ja, der macht es natürlich wieder spannend. Percy macht es wieder spannend. Schauen wir mal. Na gut. Okay, ja, Gaspar Noé mit seinem neuen Film Vortex und dieser, dieser namensgebende Vortex spielt das ja, irgendwie ist, eine Rolle? Nein. Ja, also ich das ist jetzt Interpretation. Ja. Aber ich glaube, es geht um den um den Verlauf des Lebens beziehungsweise den ah, okay. Lebensabend. Ja. Also weil Vortex ja sowas wie Wirbel oder oder ja so Strudel oder sowas bedeuten kann, vielleicht ist da auch so dieser Strudel gemeint, dass du jetzt das Ende erreichst unten und irgendwie eingesaugt wirst oder dass das alles Chaos genau. ist Ge oder so. Genau, genau. Genau das ah, ist es auch gemeint. Ah, Also es hat schon, es kommt schon vor thematisch mhm. und es wird mhm. sogar, es wird sogar bildlich ähm, benutzt. Ja. Also es gibt, ja. vor allem am Ende des Films siehst du, so eine Kameradrehung, also wie sich das so das Bild auf den Kopf stellt. Ah, vielleicht, okay, vielleicht ja. wird das da nochmal ja, aufgenommen. Hm, das kann sein. Genau. Ja, ja. Aber Verstehen. ja, es ist ein Abwärtsstrudel, auf jeden Fall. Percy oh. schreibt gerade, Banshees of Inisherin hat er gesehen. Der ist wohl auch heißer Oscar-Kandidat. Ne? Ich habe vorhin bei Cinema Strikes Back, glaube ich, gehört, dass die quasi vier Hauptdarsteller in dem Film alle für einen Oscar nominiert sind. <laughs> man auch denkt, Okay. okay, der scheint, der scheint gut <laughs> zu sein. <laughs> mit Colin Farrell und wie heißt der andere? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, ja, cool. Äh, Percy, du kannst auch, wenn du Zeit und Bock hast, gerne mit ins Discord kommen, falls du den Link noch rumliegen hast. Ansonsten kann Phil dir den rüberschieben. Dann darfst du uns hier gerne auch live gleich Dinge erzählen, wenn du Bock hast. Ja, das stimmt, ja. Gut, aber Phil hat als ersten Film hier Vortex angeführt. Und ja, die anderen Filme ja Percy kommt gleich vorbei Phil sonst schau mal ob er den ja, schicke ja, ihm schick vielleicht ihm mal, mal den Link noch mal oder so genau Aber eigentlich und ich soll das haben ja also ich habe ihn zumindest nicht rausgeworfen insofern <laughs> sollte er den den Chatroom noch haben dann können wir nämlich auch bei Banshees of Initial da bin ich auch so ein bisschen unschlüssig, der wird so hoch gelobt, aber es ist halt ein Genre, wo ich immer eher sagen würde: oh, ob ich <laughs> ja, da jetzt Deins, ins ne? Kino gehe, so, so ein Drama über eine zerbrochene Freundschaft oder so, aber wenn der jetzt wirklich einfach unfassbar großartig ist, dann würde ich mir den vielleicht Ach, auch anschauen. War, war das auch der Film mit hier mit äh, Aus Brücke sehen und sterben auch? Genau, dem, genau. Auch mit den beiden äh, Hauptdarstellern, mit Colin Farrell und dem anderen, den der deren Namen der ich nicht kenne, genau. Ja, der und, rothaarige. Ja, ja, genau. Und, ähm, genau, der. Ah, ja, darüber habe ich auch schon gehört. Ja, Von, war das auch Cinema Streaks Back? Kino Plus oder so? Oh Gott, das weiß auch schon ich mal, nicht. Also so also, Percy's Rechner ist gar nicht an. Verrückt. <laughs> Brandon, Brandon Gleason ist der andere. Ja, genau. genau hat Percy gerade genau, geschrieben. Genau. Ja, 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 mir. Ich hatte den Namen gerade nicht parat. Und die haben wohl auch in Brügge sehen und Sterben ja schon als gespannter gespielt. Genau, und genau, ist genau. ja auch vom gleichen Regisseur wie Brügge sehen und Sterben. Und soll wohl. Heißer Oscar-Favorit sein, schauen wir mal. Oder ist auch nominiert, ne? Für bester Film oder ja. sowas, glaube ich. Ja, ich, hatte ja da, ich hatte da halt auch geteilte Meinung gehört. Also das, also die schauspielerische Leistung ist ja das eine, ne? Ja. Aber das halt, ähm, das so ein bisschen komisch sein soll. Die, die so das da inszenieren, diese, diese Freundschaft, die da ja. zu Brüche geht und äh, der Grund dafür und so weiter. Ja. Also, das soll wohl, ja, da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran, habe ich gehört. Mhm. Aber ja, ich werde mir den wahrscheinlich auch noch mal anschauen und mir ein eigenes Bild machen. Boah, aber laut dem, was ich hier gerade ergoogelt habe, ist der wohl für diverse Oscars für ja. eins, zwei, drei, vier, für neun Oscars nominiert. Also so krass, dass kann das kann jetzt also Neues nicht so, so schlecht sein, sagen wir ja, so. Denke, denke ich auch nicht, nee. <laughs> so in die Richtung. Ja, ich habe hier gerade die Liste: Hauptdarsteller, bester Hauptdarsteller und dann drei beste Nebendarsteller. Also die im Prinzip die vier Hauptfiguren sind alle nominiert. Bester Film, beste Filmmusik, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester Schnitt. So, ja, ist auf gleicher Höhe wie im Westen nichts Neues, genau. Ich habe heute gerade bei Cinema Strikes Back das Video gesehen, wo sie die Sachen verglichen haben. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob der dann irgendwie einschlägt. Wir werden sehen. So, ja, sobald, sobald äh, Percy im Discord ist, können wir den nachher noch mit einklinken. Ansonsten. Bist du jetzt dran? Bin ich jetzt dran? Und ja, äh, Phil, weißt du, hat Percy Megan gesehen? Ähm, er hat ihn meines Wissens nach nicht gesehen. Das, nicht gesehen, denn, das ist auch klar. nicht so ein Film, den... Ach so, ja. Das ist nicht so ja, sein Genre eigentlich. Ja, <laughs> verstehe. Na, dann würde ich den, den, den androiden Elefanten im Raum äh, ja, gleich ansprechen wollen. Und zwar Megan, den wir ja in voller Dreier Crew gesehen haben. Im Kino. Wo ist das? Gibt es da ein Poster? Warte. Den stream ich zu Hause, schreibt Percy. Ja, ist im Grunde auch vollkommen in Ordnung. Es war jetzt auch äh, kein Film, wo man jetzt sagt: Oh, den musst du jetzt unbedingt im, äh, im Kino gesehen haben. Und ähm, ja, wir haben uns ja auch dann im Nachgang auf dem Nachhauselaufweg äh, auch noch so ein bisschen ausgetauscht und ja, also mich hat der Film so ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen. Auf der einen Seite, ich hatte Spaß. Ich fand den tatsächlich, insgesamt fand ich den gut und unterhaltsam. Das ist aber so ein Film, der ist für mich so prädestiniert für so die, die Guilty Pleasure-Liste. Der ist eigentlich nicht äh, in irgendeiner Hinsicht besonders gut. Ich fand ihn aber ganz charmant gemacht. Und vor allem. Ähm, was ich so ein bisschen schwierig fand, war die Vermarktung. Dass man den so als, als Horrorfilm vermarktet hat. Psychological er, Horror. Ja, aber was er, was er eigentlich nicht ist. Das ist kein Horrorfilm. Es gibt im Grunde keine Suspense-Szenen. Das ist auch ein sehr blutarmer Film, muss man dafür sagen. Das Poster hier suggeriert ja, dass da irgendwie Blut fließt. Großartig. Aber es ist nicht der Fall. Der ist halt sehr zahm für einen Horrorfilm. Und ich hätte es eher als so ein bisschen so Sci-Fi-Satire eingeordnet, weil der Film sich ja an vielen Stellen offensichtlich, das hatten wir ja auch schon besprochen, äh, also so in unserer Dreierrunde, sich ja offensichtlich auch nicht ganz ernst nimmt. So, ne, der zitiert dann an vielen Stellen so auch so andere Filme und irgendwelche Sachen und wo man halt merkt, der ist marketingmäßig, glaube ich, auch so ein bisschen falsch eingeordnet worden. Und äh, deswegen wäre ein Horrorfilm erwartet wird wahrscheinlich nicht zufrieden sein. Wer aber eher so ein bisschen selbstironisches ja Sci-Fi Drama Dings äh, erwartet, wird da mehr von haben, glaube ich, von dem Film. So, das war so meine ja Grund also das was ich dann so irgendwie mitgenommen hatte, so als, als erstes. Philipp, wie wie geht's dir jetzt mit ein bisschen Abstand zu zum Kino? Ähm, ja, hat sich eigentlich nicht verändert. Also... Ja, beschreib meine, beschreib doch, so doch bitte mal für die Zuhörer. Genau. <lacht> 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 hat sich nicht verändert. Hm. Hat sich nicht verändert. Ja, ja. ja, ja ich dachte, du wolltest <laughs> gerade einfach nur... Ja, ey, ich, ich mach ja noch weiter. Ich wollte dich nur... Ja. Wir mhm. waren ja eigentlich so einer Meinung, was den angeht. Ich glaube, wir haben sogar dieselbe Wertung gegeben. Wir haben beide ähm, uns abgesprochen und hätten dem beide eine 6,5 gegeben genau. auf IMDb. So, genau. Pi mal Daumen. Der hat, glaube ich, auch eine ja. 6,7 auf IMDb, ne? Ich glaube, der ist auch tatsächlich sehr nah dran an dem, was wir äh, ihm, also als ich geguckt habe unmittelbar danach, ja. hatte er eine. Nee, ich habe noch nicht nachgeschaut. Hatte er eine 6,7? Ja, also mal gucken, was ähm, er jetzt hat. Ja, 6,5. Guck hier, hier ja, krass, exakt, sehen, wie exakt die Wertung, die <laughs> wir, sehen, wir nach dem Kinogang vergeben hatten und es ist ein bisschen gesunken. Er hatte anfangs eine 6,7. Ja. So. Aber ich glaube, also was das, das hängt tatsächlich viel mit der Erwartungshaltung zusammen. Ja. Wenn du, ja. da der ja von James One ist, wenn du jetzt sowas wie Conjuring. Moment, falsches. Äh, ich bin falsch. Hier. Weil der ja von James One ist, mhm. hätte man jetzt gedacht, oh, das wird jetzt was ganz Spookiges, so Conjuring meets Chucky die Mörderpuppe, so ungefähr. Aber das ist es halt nicht. Ne? Sondern es ist eigentlich eher. Mich hat es stellenweise so ein bisschen an AI erinnert von Spielberg weil wir ja da auch diese Geschichte mit dem mit dem Androiden Jungen und mit diesem Bären hatten und so ne und hier hat das Ganze natürlich noch so einen kleinen Skynet Twist sozusagen ne dass man halt mitbekommt dass die Puppe dann irgendwann auch eigene Entscheidungen trifft und dann ne, Oder Dinge Ex -Machina macht Machina, ja ich. so ein bisschen ne wir hatten ja schon gesagt das ist hier so das Prequel zu Ex Machina ne und im, im Nachfolger ist dann Alicia Vikander die die ausgewachsene Version ähm, so ungefähr. Und zweiter Teil wurde bereits angekündigt und der soll, habe ich heute auch bei Cinema Strikes Back gehört, glaube ich, 2025 wohl erst kommen oder so. Also, da lässt man sich offensichtlich Zeit. Weiß ich nicht, warum. Aber, ja. Ja, also mich hat es oh. ja sowieso überrascht, dass, dass es den zweiten Teil geben soll. Hieß es nicht auch einen dritten Teil? Das, nee, das, davon habe ich noch nichts gehört. Okay, nee, der aber ist, das aber, ist, wohl, halt Teil, der ist, ist aber wohl ja in den USA tatsächlich sehr gut eingeschlagen und hat da auch so einen gewissen Hype ausgelöst irgendwie und äh, scheint ganz gut funktioniert zu haben. Beats, Beats Box Office Expe Expectations lese ich hier gerade bei der Variety. Jetzt ist die Frage, was die Expectations waren. Ja, das weiß man natürlich nicht, aber ich habe neulich gerade bei Drew Barrymore auf dem Instagram-Account gesehen, dass sie sich da verkleidet What? hatte und diesen diesen Tanz nachgemacht hat und auch in ihrer Talkshow sich da oh. irgendwie als Megan und so. Also, das, hoffe, das scheint schon das scheint ist. schon einen ganz schönen einen ganz schönen Hype ausgelöst zu haben, so das Ding. Und ja, gut, es es ist halt auch der quasi erste Film dieser Art des Jahres, ne, muss man auch immer sagen. Dass das natürlich sich jetzt auf lange Sicht dann wieder relativieren wird, klar, ne? Ja. So. Also ich, äh, mhm. ja, ich, ich überlege gerade, was meine Kritikpunkte an dem Film waren. Also er hat ja, er hat ja unterhalten. <laughs> genau, er war jetzt also, nicht irgendwie langweilig oder genau, so. Genau, da waren wir uns, glaube ich, auch alle einig. Wir hatten alle Spaß mit dem Film. Es gab einige Szenen, Doch, die, waren, die waren echt geil gemacht, die obwohl cool gemacht, die ja. over the top waren, ne, wo sie ihn im ja. Wald da so aufsteht wie der Terminator so. Oder hier diese Szene, ne, wo sie ihn dann mit diesem Papiercutter da zerlegt und sowas. Aber insgesamt leider fand ich gerade das letzte Drittel sehr, sehr, sehr schwach. Das Ende war so ziemlich das generischste, was man sich vorstellen kann. Ja. Megan wird dann Totally Evil Terminator und muss dann irgendwie getötet werden, so ungefähr. Das passte überhaupt nicht zum Rest des Films. Das passte auch überhaupt nicht zu der Prämisse. Und wir hatten uns ja an vielen Stellen darüber äh, ausgetauscht, dass wir Schwierigkeiten damit hatten, dass der Film sich nicht an seine eigene Logik hält. Ja. Ne, du hattest ja angesprochen, dass man der Puppe, die wirklich super geil umgesetzt, das muss ich sagen, ich fand die Animationen von Megan und die Bewegungen, das fand ich echt richtig gut gemacht, aber dass man der Puppe nicht abkauft, dass sie so stark sein kann, zum Beispiel, wie sie in manchen Sequenzen ist. Ne, weil sie kann im Grunde genau. irgendwie Kraft und aufwenden. Der an der einen Stelle hebt sie so einen Mann mit Leichtigkeit, zieht sein genau. Seil hoch und an anderer Stelle wird genau. sie. Genau, es gibt eine Sequenz, da hat irgendein Typ ein Seil um Bunker den Hals und. und sie zieht mit einer Hand so dieses Seil hoch und zieht den da an so einer Seilwinde hoch. Also mit einer Hand. Das, ich schaffe das nicht, sagen es wir mal so. Das ist einfach physikalisch. So und, und das, das andere einfach. Ding ist, und dann gibt es eine Szene, wo ein Junge, der so alt ist wie Katie, also hier die weibliche äh, Hauptfigur, wo ein Junge Megan einfach hochhebt, sich unter den Arm klemmt und sie mitnimmt. Und das waren so Punkte, wo ich dachte: Alter, äh, die müsste doch eine gewisse Masse, eine gewisse Schwere ja. haben, um diese physische Kraft aufwenden zu können. Und genau. da merkte man, da hat der Film an vielen Stellen einfach sich keine Gedanken gemacht über den Die steht aus Titan, ne? Naja, also Titan Beispiel, ja, leicht, Titan stimmt ist relativ schon. leicht. Also Titan ist relativ leicht, aber. Es ist leichter als Stahl, ich aber meine es bloß, ist halt nicht super leicht. Dann ne? könnte sie aber nicht so stark sein, weil dann würde sie ja, ja sofort, eben. wenn du mit einem Stein auf die wirfst, würde die umfallen, so wie ja, sie genau. dargestellt wurde. Und das ist halt nicht der Punkt. Sie ist ja physisch, sie steht ja fest und so, ne? Und da merkte man halt, das war nicht gut durchdacht und das hätte man auch durch kleine Änderungen am Drehbuch. Ich meine, wie geil wäre denn die Szene gewesen, wenn der Typ versucht, sie mitzunehmen und feststellt, dass er das nicht schafft. Ja, das und war, das dann irgendwie sie bleibt. tritt oder sowas oder keine ja. Ahnung was. Das wäre viel geiler gewesen an der Stelle, aber dadurch hat man halt so ein bisschen buchstäblich die Schwere. Rausgenommen. so, ne? Und es gab viele solche Sequenzen, dass sie dann plötzlich alle möglichen Sachen kann, dass sie dann aus der Ferne Autos hacken kann, aus. Ja, dass sie einfach Gründen. mit allem vernetzt ist, einfach ja, so dass man in der Firma. Überall. Als, ob, als ob man sowas bauen würde, weißt du, so ein Prototypen ja. von so einer Puppe und du gibst der, wie auch immer das überhaupt technisch gehen soll, universal Zugriff auf alles. So, da macht der Film es sich tatsächlich sehr, sehr, sehr leicht und das ergibt halt. Das ergibt halt leider wenig Sinn. Also Gehirn also, ausschalten. Also und, ja, ja, wirklich Gehirn genießen. ausschalten. Die, die, die wirklich creepy inszenierte Puppe. Und ich fand diese Beziehung zwischen dem Mädchen, also Katie, die am Anfang des Films ihre Eltern verliert. Ähm, wer oh. randaliert denn da im Hintergrund? Ja, was ist bei dir mal. los? kinder ja, ja. oder was? Ja. Ist Percy eigentlich mittlerweile im Discord angekommen? Ich sehe ihn noch nicht. Wir haben Percy verloren. Ja, weiß ich nicht. Aber jedenfalls nochmal kurz zu Megan, ne? Anfangs verliert Katie, also das Mädchen, verliert ihre Eltern in einem Verkehrsunfall, der, muss man ehrlicherweise sagen, durch die Dummheit der Eltern ausgelöst wurde, aber egal. Jedenfalls sterben die Eltern da und Megan zieht dann zu ihrer Tante was, glaube ich, ne? Und ähm, die Tante, ja, genau. das ist die Frau, die man hier öfter mal. Nee, jetzt gerade nicht, weil gerade Werbung läuft. Äh, das, die Tante, das ist die, die ist quasi die Entwicklerin von Megan sozusagen. Die Tante lebt nur für ihren Job, ist irgendwie KI-Programmiererin, bla blub. Und eigentlich arbeitet die für eine Spielzeugfirma. Und Megan ist so ist ihr, ihr Pet-Project, was eigentlich so das, da, da kommen sie gerade, ne? Megan kommt da rein und dahinter ist die Tante zu sehen. Und Megan ist sozusagen ihr Prototyp, den der Chef ihr aber nicht erlaubt zu entwickeln sozusagen und dann, naja, wie das immer so ist, dann nimmt sie die mit nach Hause, gibt die Katie sozusagen und testet das ganze Ding und dann sind auch alle ganz begeistert und wollen Megan dann sozusagen als neue Puppengeneration verkaufen und so weiter. Das ist so ein bisschen der, <laughs> da ist immer noch Action bei dir, Philipp. <laughs> Sehr ja, gut. ja, das ja, es hört ist, aber gleich ist, auf. Ist nicht, ist nicht schlimm. Nee, aber wie gesagt, ne, das ist so ein bisschen die, die Prämisse. Und Megan, ähm, das wird, das ist auch so ein Ding, was ich nicht, was unlogisch ist. Also, äh, uns wird erklärt, anfangs, warte mal, ich habe das Discord gerade plingen gehört. Percy naja, ist. Ja, Percy schreibt, dass er da ist. Achso, ja, ja. Na, da muss man nur noch in den, in den Voice-Chat kommen. Dann. Genau. Dann haben wir es, glaube ich. Ihn reinziehen oder sowas? Äh, kann ich das? Warte, nee, ich glaube nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ihn jetzt in den Voice-Channel befördern kann. Warte Tanja, mal. Tanja hat es erkannt. <laughs> Meine Methoden. Das hört gleich auf. Knebelt die Kinder hm. äh, Vielleicht, Philipp, du bist wahrscheinlich in Discord fitter als ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich Percy hier reinziehen kann. Also ich kann ihn kann. anrufen, aber hier rein in den Chat weiß ich auch nicht, wie das gehen sollte. Warte mal, Leute einladen, das ist was anderes, ne? Hm. Warte mal, einladen Warte mal. ist was anderes. Einladung erstellen. Ich gucke mal gerade. Ja, du kannst, kannst du ihm den Link sonst. Aber im Chatroom ist er ja. Also er muss, muss ja, dann auch er den Chat. auf den Channel sehen. klicken. Eigentlich schon, vielleicht ist er noch nicht so weit. Vielleicht Kabel. Ja, macht noch, er gleich. Macht er noch Mikrodinge, man weiß es nicht. So, aber ähm, eine Sache, die der Film uns gleich zu Anfang erklärt: Die Puppe, Megan, wird auf welcher technischen Basis auch immer sozusagen verbunden mit ihrem Host, also mit ihrer. Also ein bisschen so wie Prägung bei einem Tierkind. Ne, du schaltest die Puppe an und dann so mehr oder minder die erste Figur, mit der sie dann interagiert. Da musst du dann irgendwie, wie war das? Zwei Finger auf ihre Hand drücken und dann sagst du deinen Namen und dann ist die sozusagen an dich gebunden. So in dem, in dem ähm, ja irgendwie so. Und dann gibt's eine Stelle, wo der Film diese Logik Bricht, weil es eine Stelle gibt, wo die Entwicklerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, also die, die, die Tante, irgendwie mit Megan interagiert, einfach irgendwas sagt und dann sagt Megan, ja, du bist jetzt meine zweite zugelassene Bezugsperson oder so. Wo man dann denkt, hä, wir haben doch gelernt, dass das Binden über eine bestimmte physische Funktion an Megan funktioniert und nicht, weil jemand jetzt sagt, so, ich möchte jetzt Dinge machen. Das, das, da fing das schon so an, dass der Film halt sich leider nicht, erstens nicht an seine eigene Logik hält und zweitens. ja Obwohl ich das noch okay finde, muss ich sagen. Ja, aber das ist mir total aufgefallen. Das ist mir total als aufgefallen. Als das, ja. ja, aber, aber das, das klang so, dass sie das ja nicht, sie hat das ja nicht mit einem Entwickler-Override-Code gemacht, sondern die haben sich unterhalten. Ja, aber genau so habe ich mir das halt vorgestellt, weil die hat ja nebenbei an der Konsole, glaube ich, getippt. Ja, aber das kam eben nicht Oder? rüber, dass, dass sie da irgendwas äh, programmiert hat. Das kam nicht rüber. Das war ein Gespräch. Jedenfalls war für mich dann schon so ein bisschen, ah, da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, kohärent zu bleiben, damit das nicht. Ah, Percy ist im Discord. Wir hören ihn zwar noch nicht, weil er wahrscheinlich nichts sagt, aber er ist zumindest im Sprachchat. Er will dich nicht unterbrechen. Ach so, alles klar dann machen wir gleich äh, Voice Test. So, aber jedenfalls, ich bin wie gesagt so ein bisschen zwiegespalten, ne? habe ich auch gleich nach dem Kino gesagt, ich mag den Film. Ich finde den tatsächlich nicht doof oder so. Ich würde den auch noch mal gucken. Aber das ist wirklich so ein Film, wo du das brauchst, was immer so gemeinhin als Suspension of Disbelief bezeichnet wird. Du musst tatsächlich während du den Film guckst, dein Gehirn ausschalten. Du darfst nicht zu sehr über die technischen Implikationen und über die Sachen, die da gemacht werden, nachdenken. Das, das funktioniert dann nicht. Ne? Und ähm, wenn, wenn man das hinkriegt, dann kann man sich auf den Film, glaube ich, gut einlassen und kann auch eine Menge Spaß haben. Aber wie gesagt, es ist kein Horrorfilm. Ja, also das ist es einfach nicht. Und da fand ich das Marketing, das Marketing fand ich schwierig. Wir haben ja mehr gelacht als alles ja, andere. Eben, weil eben. Da halt echt witzige Szenen. Dabei weil ein paar waren. witzige Szenen dabei waren, ein paar auch eher so unfreiwillig komische Szenen, weil ja. viele der Figuren Cringe. halt auch, da viele der Figuren waren halt auch so die super Abziehbilder, so ne, ihr Chef und auch sie selbst als Figur hier die Tante, die wir gerade sehen. Ja, ja, ähm, die super, die wir war ja auch den so. Die im Vergleich zu Jurassic World die Tante da. Ja genau, ne, da hat man auch gemerkt, ja, da wird halt mit so Abziehbildcharakteren äh, gearbeitet. Und dass sie dann auch so eine in, im Marketing auch so G äh, Fake Interaktionen auf Social Media hatten, wo dann Megan und Chucky sich irgendwie betteln oder so, ne? Wobei ja der ganze Plot bei Chucky. Chucky, die Mörderpuppe, ist ja ein ganz anderer. Da hast du ja so eine übernatürliche Komponente, dass da der Geist eines Serienkillers in diese Puppe fährt und Dinge macht. Und das hast du ja hier exakt genau nicht. Also Megan ist ja nicht dämonisch besessen. Megan ist ein hochentwickelter Sie ist ein Ant Dämon. Sie ist ein Dämon. Nee, aber Megan ist im Prinzip eine, eine Maschine. Ne? So, der Terminator in klein, gewissermaßen so. Und das, was ich dem Film am meisten vorwerfe, mal abgesehen von den unlogischen Sachen, ist, der traut sich einfach gar nichts. Der ist viel zu zahm. Der macht weder irgendwelche super abgefahrenen Stunts mit irgendwie Body Horror oder irgendwas, noch bringt er auch nur eine einzige neue Idee rein. Alles, was man hier sieht, hast du im Prinzip schon mal irgendwo gesehen. Terminator 2. Maschine soll den beschützen und tut Dinge. Das ist im Grunde sehr ähnlich, weil Megan natürlich irgendwann anfängt, dann den Typen, der Katie auf irgendeinem Ausflug so bulliert, äh, den killt sie dann mehr oder minder. Ne? Der wird dann von einem Auto überfahren und äh, ne? wir kriegen natürlich mit, dass Megan das war, in einer ziemlich cool gemachten Sequenz im Wald, wo sie ihn da jagt, so nach dem Motto, aber. Du siehst halt nichts, ne? Kein Blut, kein Irgendwas. Also der, der Horroraspekt kommt sehr, 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 sehr kurz in dem Film. Das ist ein bisschen, naja, so. terminator chan ja, ungefähr so in die Richtung. Weißt du noch, wofür das Akronym stand? Ich weiß es nicht. Welches? Mehr. Moment, Sekunde. Ich muss hier mal kurz den Chat auf. Welches Akronym meinst du? Der Megan, das war ja. Ach so, Model 3, Generic Android Dings oder sowas. Warte mal. Äh, ja. Irgendwie sowas. Das war ja ein, das war ein Akronym, ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Warte mal. Das erklären sie ja zu Anfang, ne? Wo sie diese Puppe da zusammenbauen. Model 3, Generative Android, heißt ah, ja. die Übersetzung. Okay. Ja, also deswegen, deswegen wird er eben auch mit M3 geschrieben, ne? Weil Model 3 Generative Android. Das ist sozusagen die Idee. Und Megan und Katie, die äh, 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 connecten dann auch, also literally, ne, äh, auch ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich fand diese Beziehung zwischen Katie und Megan, das fand ich echt gut umgesetzt. Und auch nachvollziehbar, dass Katie, die irgendwie so allein in der Welt ist und mit sich selber nicht klarkommt, mit ihrer super emotional distanzierten Tante auch nicht klarkommt, dass die dann in Megan eine Freundin findet, die wirklich immer für sie da ist, die sie nie irgendwie kritisiert die sich immer für sie einsetzt. Und das sind so die geilsten Stellen im Film, wo man dann merkt, dass Megan langsam eine eigene Einstellung und Meinung entwickelt und sowas. Dass sie also nicht nur eine Puppe ist, sondern wirklich dann auch widerspricht, wenn man irgendwas sagt, was ihr nicht passt oder so. Das fand ich echt gut umgesetzt. So, diese Geschichten. Aber dann, am Ende, hat man gemerkt, sind ihnen leider völlig die Ideen ausgegangen. Also, abgesehen davon, dass der Film ansonsten nichts Neues bringt und sich auch keine irgendwie blutigen abgefahrenen Sachen traut, das Ende ist wirklich super lahm. Also wirklich, wirklich super lahm. Da darf man also wirklich nicht mit der Erwartung rangehen, dass das irgendwie ein Mega-Twist-Ending wird oder so, nee. Das ist, ich hab, als wir im Kino saßen, ne, und zum Ende, wir, wir spoilern ja hier böse, ne, zum Ende ist das wirklich so diese Terminator-Geschichte. Megan dreht irgendwie durch und will jetzt die, die Tante töten und wird dann irgendwie so mehr oder minder in zwei Teile gehackt und kriegt dann da so halb wie der nur der Torso des Terminator in Terminator 1 durch die Gegend und ihr Gesicht ist komplett aufgerissen und das ist alles so eine Mischung aus Terminator und Chucky zum Ende hin das passte gar nicht das war ein super dummes Ende also ich weiß ich nicht aber gut konnte man mit leben man darf halt wie gesagt nicht mit der Erwartung rangehen hier irgendwie einen super originellen Film zu sehen so reicht vielleicht an der Stelle Percy, bist du da? Test 1, 2. Jetzt wäre der Moment, sich zu entmuten. Jetzt wäre der Moment, aber sich zu entmuten. Vielleicht hat er sich auch gerade gemutet, ja. weil gerade Dinge Wer passieren. Weiß, Real vielleicht, Life -Dinge. vielleicht ist er auch gerade nicht am Platz, das mag alles sein. So, ja, gut. Aber Phil, hast du noch irgendwas nachzutragen ähm, zu Megan? Megan hätte ich jetzt nichts nachzutragen weiter. Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was sie da draus machen, denn am Ende, wir spoilern ja hier, ist es natürlich so, Megan wird zwar zerstört, also der Android wird zerstört, aber du siehst dann, dass am Ende sie in irgendein Haushaltsgerät, was war das, irgendeine Lampe oder so. So ein ne? Alexa-Ding. So Alexa es war das, nicht Alexa, aber es war wie Alexa. Es hieß irgendwie anders, aber dass man dann ja, am ja. Ende sieht, sie ist halt, hat es irgendwie geschafft, sich da zu transferieren und... Ihr Bewusstsein sozusagen ist halt doch nicht tot. Und das ist natürlich auch wieder der generischste Horrorfilm-Trope ever. Ne, so, also nicht mal da hat man sich irgendwas Geiles einfallen lassen, sondern wirklich absoluten Standard inszeniert. Und ja, sehr schade. Also der Film hätte durchaus Potenzial gehabt mal was ganz anderes zu sein und zu machen, aber man hat sich offenbar nicht getraut. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich musste man das Ganze ja auch auf ein PG-13 runterkatten. Du durftest also keine expliziten Gewaltszenen sehen und ja, weiß ich nicht. Also verschwendetes Potenzial, muss man sagen. Der hätte deutlich besser sein können mit der Prämisse. Aber trotzdem kein. Schlechter Film, finde ich. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Okay, ja, Megan. Haben wir. Genau. So. Percy, ja, wenn Percy, Percy ist irgendwie nicht da, nicht. keine Ahnung. Er könnte jetzt gleich rein Ah, jetzt, jetzt. Er. Ah, da ja, ist er. Ja, ich muss hier ja, hi, 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 erstmal. Hi. Ich muss hier erstmal suchen. Äh, mein Sohn hat hier die, hier die, die Maus. Die Maus hat erstmal ähm, versteckt, die das Ah, okay, dein, <laughs> Au dein Audio ist ein bisschen. Ja, du, du leckst. Das okay. Internet. Sitzt du am Platz oder läufst du mit bluetooth headset rum? Nee, nee, ich. Nee, nee, ich sitze jetzt am Platz. Okay. Na, vielleicht drängt sich das jetzt ein. Ja, aber es hatten wir beim letzten ja. Mal ja auch. Naja, so ein bisschen, bisschen robotized. Gehen. Genau. Da streamt M wahrscheinlich jemand im Hintergrund diverse Serien oder so. Man weiß nee, es Nee, gar nicht, nicht. aber hör mal, vielleicht liegt es. Also jetzt ist okay, ich, jetzt so ich, ist okay, nee, wenn es so gar bleibt. Gar wenn es so bleibt wie jetzt, ist fein. Jetzt ist es okay. Jetzt ist es okay. Vielleicht lag es auch gerade an dem, an dem Baby vor uns. Kann auch sein. dass du eine Störung bei hat oder so. Man weiß es ich nicht. Weiß. Schauen wir mal. Äh, es lag genau daneben. Alles klar. Ja, nee, ich habe äh, Benji's auf Initialen. hätte ich ja gesehen. Warte, oder, genau, warte, 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 das machen wir gleich auf. Banshees äh, auf. Ja. Megan hattest du nicht gesehen, ne? Nee, den hatte ich nicht gesehen. Aber äh, äh, Phil hat ja da ein bisschen geredet, dass ich das nicht gucke. Eigentlich, ich gucke mir schon so an. Also nur im Kino. Im Kino ja. nicht immer. Ja. Also ich ja. glaube, letztes Jahr hatte ich zum Beispiel auch äh, The Maliff, nee, nicht The Maliff, The Malignant? Malignant, ja. Malignant. Mal ja. Malignant. Den hat den hatte ich zum Beispiel gesehen. Ja, auch äh, James Wan. Habt, habt ihr den gesehen? Ich habe den, hab den gesehen, aber erst im Streaming später, ja. Ja. Äh, der ist war du auch. ins Kino gegangen? Ich bin ins Kino gegangen, ja. Ah, Fast okay. Ganz alleine mit dem Kumpel, ja. Das überrascht äh. mich. Naja, der lebt aber natürlich. Ich sagen, wir, der waren sehr wir waren sehr unterhalten. Absolut, ja, absolut. Also, also. Aber das ist auch wieder die Frage: ja. mag man diesen Twist, den der Film dann zieht, ne? oder sagt mhm. man, boah, das ist ja vollkommen absurd oder das ist ja vollkommen bekloppt? Also, so die beiden Meinungen gibt es, glaube ich, irgendwie dazu. Ich fand den auch super unterhaltsam, zumal der wenigstens, was den Gewaltgrad angeht, ordentlich abliefert und das macht ja. Megan leider gar nicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Zumal und mal ja, der, da kommt nichts. Äh, nee, nicht nee, wirklich. Es ist alles passiert. Also ich kann mich jetzt Passiert größtenteils halt an, an ihr. Also an ihr hast du den meisten genau. Schaden. Sie wird dann zerlegt, aber sie blutet nicht. Sie oh. ist eine Maschine. Ne? Also da passiert nichts. Genau. Aber der ist sehr blutig. Doch, sie ölt. Ist sie ölt Öl sie nicht? Na, irgendwie verliert sie irgendeine Flüssigkeit. Ne? Ja. Ach so, das war doch auch noch eine unlogische Sache, über die wir uns aufgeregt hatten. An einer Stelle haut die Entwicklerin Megan ein Glas Wasser über den Kopf. Ach, und ja, Megan ja, hat ja. sofort danach <laughs> einen Kurzschluss, wo man denkt: Wer baut denn bitte ein Kinderspielzeug, was beim kleinsten Kontakt mit Wasser sofort in Flammen aufgeht? Das ist doch total absurd. Also, ah, da waren Moment, so dass das in Flammen aufgeht. Also, die Aktion an sich finde ich ja ziemlich lustig, weil das ja. vielleicht auch. So ein, so ein häuslicher Gedanke ist, den man dann hätte in dem Moment. Ne? Naja, es macht halt nur keinen Sinn. Aber es, ja, aber es macht halt keinen Sinn mit es der ergab Reaktion halt, darauf. Es gab halt keinen also, Sinn. Hochentwickelter Super äh, Android unzerstörbar gewissermaßen. Äh. Aber wenn du Wasser auskippst, dann stirbt er sofort. No, ja. meine, my, my, only weakness. my only weakness, Water. Mhm. Wo war das in welchem Film? Bei den, äh. bei den, bei, bei, äh ja, Emma war das nicht War nicht Wasser die Schwäche von den ach, Aliens bei, in Science bei, oder so? Achso, bei, bei ach, ja. ja, 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 richtig, bei Science Stimmt. Zeichen, ja, 2001, ja. Genau. Ja, genau. Da lag ja überall Wasser rum, weil die Tochter ähm, ja. gespielt von, ah, wie heißt sie nochmal? Dakota Fanning? Ich komm, ich komm, war das Dakota nee, Fanning? Äh, nee. War das bei Science? Warte. Das ist die, die auch bei, ich glaube, das ist nämlich dieselbe Darstellerin, die dann auch bei Old, den ganz, ganz schlechten Film, der letztes ja. vorletztes Jahr, auch die etwas Ältere spielt. Glaube Warte. ich, ich glaube, das war dieselbe. Das Mädel, die dann aber älter ist. Auf Abigail jeden Fall, Breastlin. genau, die hat die, die Abigail Breslin, genau, ah, die ja, Schwester ja, von der ja, ja, anderen ja. Breslin-Schauspielerin. Mm, 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 genau. Und die hat die Wasserdinger rumgestellt, genau, und dann am Ende war es ja schicksalhafte Führung, oh, das Wasser ja. steht nicht umsonst da. Die Aliens sind angreifbar durch das Wasser, genau. Da kamen die zu Schaden, Brandwunden, etc. Da merkst du merkst, wie intelligent die Aliens sind, einen Planeten anzugreifen, der ja, zu 90% ja, aus Wasser genau. besteht. Wow. Ja, ja, eine genau, genau. Idee. Ja ja gut okay jetzt ja, nee. aber zu was völlig anderem äh, Branches of Run. beschreib doch mal vielleicht kurz genau. worum geht's was ist das für ein Genre was kann man da erwarten also ich sag mal so ich würde es als Martin McDonough Genre bezeichnen <laughs> ich, bin, ich bin ja wie ich auch letztes Mal schon gesagt ich bin ja nicht so der Genre Freund weil ja. ich schon wirklich oftmals auch in vielen bin mittlerweile viel vermischt mm. ähm, also, dass du nicht mehr wirklich sagen kannst, es ist jetzt ein Drama, es ist Thriller, es ist Action und das mhm. sind ja halt so, ne, diese Grundgenre. Äh, von daher würde ich, also wenn man es in ein Genre packen würde, würde ich mhm. schon wahrscheinlich eher Drama sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und hat halt, ja, es ist, es ist schon eher Drama. Ähm, mhm. Und worum geht's? Es geht halt um zwei Freunde, oder ich, ich sag's mal anders, verm vermutliche, vermutliche Freunde. Mhm. Äh, der eine ist ein bisschen älter. Und genau, und der kündigt ihm halt die Freundschaft. Also gespielt von Bernd Gleason, der ja. Hintere, kündigt äh, die ganz Freundschaft. Ne? Genau, ganz plötzlich an ähm, Colin Farrell, großartig gespielt, von allen Schauspielern mal an dem, mm. am, äh, am Rande schon mal so gesagt, wirklich mm. beste Rolle mm. von Colin Farrell, die ich glaube, jemals von ihm gesehen habe. Muss ich echt sagen, so schauspielerisch auch. Mm. Ähm, und jedenfalls kündigt er ihm die Freundschaft und er fragt sich halt. Aber es kommt auch nicht so ganz so plötzlich. Also man sieht schon so die körperliche ähm, Abwehrhaltung von ihm, obwohl er auf ihn zugeht. Ey, komm, komm. So heißt ja der, 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 die Figur von Brandon Gleason. Ey, komm, kam, Lass mal wieder im Pub gehen. M ihr müsst euch vorstellen, Initialman ist halt eine fiktive äh, Insel oder Küstenregion in Öland. Die gibt es halt nicht wirklich. ne? Mm, mm. Und ähm, da gibt es nichts anderes außer Pampa, Wege, Kühe, Ziegen und mm. äh, ein Pub. So. Also ein Dorf quasi. Genau, spielt ja. so in hm. den 20er Jahren, 1920 rum. Hm. Und im Hintergrund tut äh, sich ja dann auch noch der Bürgerkrieg ab äh, auf dem anderen, äh, auf dem gegenüberliegenden Fest. Ja, ja. Und. Und äh, ja, und da würde ich wahrscheinlich auch nur in den Pub gehen, ja, wenn ich da nichts anderes hätte, <laughs> würde ich mir dann auch jeden Tag die Kante geben. Ja, wahrscheinlich. Und, ähm, genau, und Colin Farrell lebt mit seiner Schwester in einem Haus und hat halt nur wie eine kleine Farm mit einem Esel, der ihn halt auch mal begleitet. Das ist halt so wie, wie ein Hund, bloß als Esel, kann man ja. so schon definieren. Mhm. Ähm, genau, und genau, Ben Gleason kündigt ihm die Freundschaft. Er will es nicht verstehen und es, ich muss sagen, wirklich. Also, Philipp hat ja schon vorhin so erwähnt, dass da auch einige Kritiken gab. Ja, dass es schwierig ist mit dem Film. Aber ich finde, wenn du halt die Filme von Martin McDonough kennst, es ist eindeutig ein Martin McDonough-Film. Ja, die Dialoge, das Drehbuch ist halt so geschrieben, wie es auch bei Sieben geschrieben war oder bei Billboards Outside Ebbing suey Ja. Es ist wirklich ein typischer Martin McDonough-Film, der finde ich. Aber mit den Filmen und dem Drehbuch und den Dialogen noch mehr zum Teil zu einem Art Quentin Tarantino-Film wird. Allein was so mm. was so Dialoge angeht, was dahinter steckt, wie dummlich die manchmal sind und um Begriffserklärungen <laughs> genauer zu definieren, weißt du, so diese ganzen Sachen, die man aus Quentin Tarantino-Filmen vor allen Dingen kennt, so mm, mm. und dann auch mit so einem Einwerfer noch drin und mit so mit so einem Spielereien von Kamera und sonst was. Mm. Äh, das ist dann schon ein bisschen was anderes wieder. Aber ich muss sagen, also diese diese, diese Dynamik zwischen den Figuren finde ich großartig. Finde ich mhm. wirklich großartig. Das habe ich lange nicht mehr so geil gesehen wie in dem Film. Also, das äh, war wirklich outstanding. Also, ja. also, klar, die Handlung ist wirklich schlicht. Es geht halt nur darum, wie äh, Colin Farrell versucht, halt zu verstehen, warum. Die Freundschaft gekündigt wurde. Das wird auch relativ schnell eine halbe Stunde äh, wert für den für dich als Zuschauer. Wird das Moment Percy? Ähm, wird das? Wird ja. das gibt es denn da auch einen tatsächlichen Grund oder ist es einfach so, ja man hat sich Es gibt einen tatsächlichen Grund, ah, ja, okay. der sehr eigentlich banal, aber auch sehr realistisch ist. Ah, okay. Also jeder jeder Mensch kann sich. Also ich hatte das Gefühl als ja. Zuschauer. Äh, wir haben jetzt zu dritt geguckt mhm. und ich glaube, ich war der Begeisterte von den von allen dreien. <laughs> ähm, ja weil die anderen ja, schon eher was anderes auch, auch erwartet hatten. Ja, ne? ja. Schon eher, ähm, ja, da geht es auch noch mal ein bisschen in die harmonische Richtung, aber es ist schon doch recht düster an, angesiedelt, muss man sagen. Mhm. Äh, so von, von wie der Film halt einfach fortschreitet und auch wie die Atmosphäre ist und auch düster immer mehr wird. Aber ich war schon echt angetan vom Film. Mhm. muss aber auch sagen, okay, im Kino... Also für den Mainstream-Kinogänger ist das auf keinen Fall was. Ja, also auf ja. keinen Fall. Den kannst du dir dann zu Hause geben, streamen, was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich gucke mir sowas auch gerne mal einfach im Kino an, weil das ist halt auch mal was anderes, abseits von dem ganzen Kram, mhm. den man immer so sieht. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist wirklich, also ich fand es, wie sich das dann, dann auch zuspitzt und allein diese Dynamik zwischen den Figuren, auch die Schwester von ihm, großartige Schauspieler. Ich verstehe das, warum die alle nominiert sind, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich verstehe das. Und Barry Keegan, oder wie der ausgesprochen wird, Barry Kogan, ja. den kennt man aus Dunkirk zum Beispiel schon. Da hat er einer von diesen Jungen gespielt, die da so mit im Fokus waren, mit Harry Styles und sonst dem mm, anderen noch. Mm. Und den kennt man auch aus... Aus äh, Killing of the Sacred Deer kennt man den, ne? Killing of the Sacred Deer. Genau. Auch großartig. Das wird ein richtig, richtig großer Typ werden. Das hier ist Barry Der hat schon Kogan. echt... Mm, mm. Der wird, der wird noch richtig gute Rollen haben, definitiv. Ich finde den immer super und, spooky als Person. Ja. Der, ist, der spielt auch häufig eben, also in Killing of the Deer spielt er auch so eine ja. super darke Psycho-Rolle, dass man den immer gar nicht einschätzen Toll, kann, ja. wie der so drauf ist. So. Ja. Total, genau. Ähm. Und auch, und im nächsten Batman werden wir den ja auch mehr im Fokus ah, sehen. Ich werde jetzt spoilern, mm, mm. wer den halt noch nicht so wirklich kennt, ne? Ja. Aber wir wissen ja, welche Rolle er da spielt. Mm. Ähm. Und da bin ich auch mal sehr interessant, äh, sehr ist zu sehen, was da, was da, was er da macht mit der Rolle. Ja, hoffe ich auch, da, dass ob da ein ob bisschen der mehr nochmal an ein anderer Input. Also der Typ, der hat mir mm, echt gefallen. Der ist mm, später so Dorftrottel mm. und ein sympathischer Dorftrottel finde ich irgendwie. <laughs> weil, Also nicht um zu viel zu verraten, aber ja. er ist halt schon. Er will halt so eine Freundschaft anbündeln mit Colin. Ja. Und ihm wurde ja die Freundschaft gekündigt mit Karm, ne? Also mhm. mit Brent Gleason. Und das ist halt auch wieder super interessant zu sehen, weil er, ihm wird die Freundschaft gekündigt von Colin Farrell. Er will dann natürlich dann in diese Lücke reinschlagen und ja. dann mit ihm befreundet sein. Und das ja. ist einfach super reflektorisch äh, umgesetzt von den Figuren, wie sie, wo sie stehen, wo sie am Ende stehen, ja. wo sie vielleicht vorher standen. Da steht auch viel im Raum, wo man dann als Zuschauer rüber spricht. Kann, sind die überhaupt Freunde gewesen? Was war das für eine Art Freundschaft? Das wird halt nie ganz klar aufgeschlüsselt. Ah, okay, verstehe. Aber das macht halt, das macht halt den Reiz total aus, finde ich. Mm. Und dadurch finde ich es, ist es halt wie im wahren Leben, weißt du, wenn du halt dich in der Bar triffst oder sonst wo und ja. dann neue Leute kennenlernst ja. und die reden da über gewisse Sachen von früher, die du gar nicht kennst, weil du gar mm. nicht damit verbunden mm. warst. Und so ist es halt auch in diesem Film, du als Zuschauer bist wie einer in dieser Bar und hörst halt diesen Leuten zu. So, das Das klingt tatsächlich spannend, wenn es so, wie du beschreibst, ne, so mit so vielen Dialogen und viel geschliffenen Sachen ist. Definitiv. Drehbuch ist erste Sahne, wirklich. Allererste Sahne. Also, wenn im Drehbuch die Dialoge schon sitzen, hat das für mich schon viel richtig gemacht. Absolut, ja. Und manche Leute, die legen aber nicht viel Wert darauf. Das habe ich bei meinen zwei Kumpels noch erlebt. Ja. Die waren dann halt eher so, ja, <laughs> die haben dann eher wirklich Story bedacht, geguckt, da passiert ja nicht viel, ne da geht es ja wirklich um die Freundschaft. Ne? Ja. Und äh, man sieht ja auch schon im Trailer, dass halt äh, Kam ja dann auch sagt: ähm, Hey, äh, wenn du jetzt nicht aufhörst, mich weiter zu nerven, dann werde ich mir den Finger abschneiden. Mhm. so Und ob das passiert oder nicht, ist ja jetzt mal eingestellt, aber <laughs> es, komm, es wird, wird zugespitzter alles, und ne mhm. wie man sich halt so ein Drama und so vorstellt. Mhm. Und man kann sich auch, wenn man im Kino sitzt und weiß, dass er einfach Theaterregisseur ist, Martin McDonough. Ja. Erkt man das zu so jeder einzelnen Szene einfach. Hm, hab ich denkt auch sich, gehört, ja. Genau. Mhm. das kann eins eins jetzt hier genommen. So ich links hier im Bild reingehen, rechts rausgehen und so. Genau. Ah, okay. Ja, auch also das auch das die Inszenierung. Auch Achso, oh, okay. Also ja, wie alles. so eine Theaterbühne ja. auch so vom, vom Set und so. Also naja, also nicht wie eine Theaterbühne, aber du kannst halt dieses Haus. Was? Ja. Schon es ist wahrscheinlich viel mehr als die Hälfte des Anteils hat. Ja. Genau, also diese häuslichen, Gegebenheiten, Bar oder Haus von von Farrell oder Haus von kam das sind nur die, das sind die einzelnen, das sind wirklich nur drei Orte. Ja. Ah, Und dann okay. hast du ein bisschen draußen die Wege, wo die langlaufen. Mm. Und kurz am Wasser, aber das ist nicht viel. Und das kannst du dir so eins zu eins wirklich vorstellen, Theater. Ja. Ja, Verstehe. Ja? Und äh, das ist äh, super gemacht irgendwie. Ich fand auch ja. einige Kameraeinstellungen, die sind zwar sehr simpel gemacht, aber machen ja, einfach total nützlich. Ja, mhm. es, es passt einfach rein, auch die Musik und äh, es steckt halt wirklich viel Input auch, auch mit dem, also mit, mit, mit dem Krieg, der halt im Hintergrund stattfindet, der, ähm, der von dem, der Bürgerkrieg, der hat naja. natürlich halt auch eine symbolische und metaphorische Bewandtnis zu dem ganzen Inhalt und. Wird wie der behandelt eigentlich? Inhalt? Nee, gar nee, gar nicht. Äh, und das merkst du halt auch. Also manche stören sich vielleicht, ja, da wird so ein Krieg erwähnt, warum? Ja, dann musste ich aber auch hinterfragen, ja, okay, warum mhm. stellt der Regisseur das denn auch als, als, mhm. als Nebenschauplatz noch da? Weil das halt für was anderes spricht. Ich will jetzt nichts verraten, ne? Nee, aber nee. er spricht jetzt nicht dafür, dass, dass der Krieg was mit den Figuren in dem Sinne zu tun hat direkt, sondern er indirekterweise, vielleicht kann ich so sagen. Ja, ja. Ja. Es ich steht da schon ein bisschen gespoilert. Ne? <laughs> mm. ja, von mir es... jetzt? Nee. Nee, nee, so, nicht von, von dir. Von, von, ja. Ähm. Ja. Aber ich, ich muss schon sagen, also ich kann es verstehen, wer Leute da auch gelangweilt sind, mm. weil es ist halt einfach, wenn du es so sagen willst, es ist Genre-Kino irgendwo, ja, mm. Mm. und auch sehr ähm, auf einer idyllischen Art und mit sehr einfachen Mitteln, mm. aber trotzdem dafür gut umgesetzt, ja, definitiv. Mm. Aber neun, Ost, also die vier Oscar-Nominierungen für die Darsteller, alle mal zurecht. Alle wirklich großartig. <laughs> ja. Wirklich. Woll grad, wollte gerade fragen, was sagst äh, du, was der abräumt? Ja. Ich glaube definitiv, also schwer, also Elvis El 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 auf keinen Fall, ich hoffe es nicht, Austin Butler, ich hoffe es yeah, nicht. Yeah. Äh, ich hoffe eher, dass Colin Farrell, wenn dann wird. Ähm, Schauen wir mal. Ben Gleason, glaube ich auch eher nicht, ich glaube, da wird's äh, der, der von äh, äh, time Every... Everywhere, all also, at once. Wer part. ist denn da? Ist das genau. der Jackie Chan nachfolger ja, da? Ja, der, der bei Indiana Jones 2. schwarz ja. Habt ihr eine Buchsrede gehört von den Golden Globes von ihm? Nee, nee. nee habe ich Hammer, nicht. Hammer, mega emotional. Der hat sich bedankt bei Steven Spielberg. Er hat 30 Jahre keinen Fuß mehr in die Schauspielerei fassen können. Er wollte, äh, er ja. hat ja diese große Rolle im zweiten Teil gehabt, als kleiner Junge, ne? mhm. als Sidekick <laughs> von Indy. Mhm. Und dann also. hat er diese Dankesrede und dankt denen nochmal und äh, hat einen Golden Globe gewonnen. Das ist der Hammer. Ja. Jetzt ist sie zurück, bin gespannt, was aus ihm wird. Aber ja, und die ich Frau kann auch, auch gewinnen. Ja. Ja, ja. Ich glaube es auch eher nicht. Aber ja. ich würde es ihnen gönnen. Also wirklich, alle super. Auch Bernden gleason als Nebendarsteller auch. Mhm. Ja, auch super eigentlich. War schon. Ja, ich bin also, auch gespannt. Also, wie gesagt, gegen bin auch gespannt. Ja. Ähm, ich werde mir den wahrscheinlich aber erst, wenn er im Streaming ist, irgendwann mal geben, also ins Kino. Ja. Ich weiß ich nicht, ob sich das für mich jetzt also, lohnt, aber. Ja, ich, 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 ich würde auch für dich sagen, gucken die im Stream. Ja, das wahrscheinlich. Das reicht allemal, ja. Wenn man jetzt nicht so ein Genre-besessener äh, Drama-Fan ist, dann ja, ja. lohnt sich das zu Hause im Kino äh, als im Kino. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt unterm Strich als Fazit sagen, würde ich schon sagen, dass mir das wie Billboards mehr gefallen hat, weil ich diese... Ja, ich, ich sag mal so, die, die Thematik finde ich in dem auch spannend bei Banshees, weil... Ja. Weil es wirklich um was Simples geht, was uns alle eigentlich betrifft, so Freundschaften, die sich verändern und so. Ne? Mm -hmm. ähm, und bei, bei Sweet Billboards ist es ja schon eher was Spezielleres mit einer äh, Frau, die ihre Tochter auf krasse mm. Weise verliert und so weiter. Ja. Aber ich muss sagen, diese Dynamiken und wie, 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 wie die Charakter, Charaktere da geschrieben <laughs> sind und auch eine Entwicklung ja. durchmachen, ob das zum Beispiel äh, Sam Rockwell ist, der zu Recht den Oscar da gewonnen hat. Ey, das ist ja, das fand ich ja mm, irre in dem Film. Also das, das, ey, so ist halt, das, ähm, das hast du genau. in so einer Entwicklungsdichte nicht bei Banshees. Aber da merkst du halt, ne? Das du brauchst eigentlich im Grunde nur eine eine Grundidee, die irgendwie stabil ist, genau. und dann kannst du über genau. Dialoge, über gutes Skript und eine gute Inszenierung eigentlich auch aus einer super simplen Grundidee irgendwas Shit, machen, ja. was die Leute echt umhaut. Da muss also nicht hier großartiges Effektgewitter sein, sondern du kannst ein Kammerspiel Marvin, inszenieren. Ne? Ja. ja, ich meine, also, also ja. du kannst ein Kammerspiel ja. inszenieren, was die Leute halt Exakt genauso ja, emotional mitreißt, wenn man sich natürlich darauf einlassen kann, klar. Ne? Das ist ja, das aber so ist ja immer das das die Ding. Hauptfrage, genau. genau. Ähm, hast du den in N im Original gesehen oder in Deutsch? Oh, du auf Original kannst du den, glaube ich, nicht ganz Ja, geben. das wäre wär wär nämlich genau, das wär genau meine Frage gewesen. Ich halte mich ja für jemanden, ich, ja. ich verstehe ja auch so Schottisch und Irisch, aber wenn die da in, Echt, was oh, weiß Respekt, ich, also bisschen, ich bisschen, so ein bisschen, wenn die da aber in so ja, genau. super Slang sprechen, dann verstehst du wahrscheinlich wirklich ja. nichts. So, das, ne? das ist ja, ja wie im amerikanischen Film, wenn du da äh, so einen hochtexanischen äh, ja, 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 äh, Sprechchor an Schauspielern hast, ja, da bist du. Süd, so Südstaaten, legen, ja. das ist mir, meint ihr jetzt das oder das? Ne? Das ist mir in The Peripheral ja. so aufgefallen, wo hier äh, Chloe Grace ja. Moretz in so einem Ultra-Südstaaten-Slang die ganze Zeit redet, irgendwie. Ne? So ganz <laughs> breites Englisch so. Oh. Nee, aber deswegen wäre die Frage, ja, weil eigentlich würde ich, de ich würd den. Naja, gut, wenn der im Streaming ist, wird er eh wahrscheinlich in beiden Versionen ja sein. Ich würde den schon gerne im Original gucken, aber mhm. wahrscheinlich dann doch mit Untertiteln. Also weil irisch teilweise, weil die ja nicht nur nicht nur Dialekt sprechen, sondern da sind ja auch die Wörter dann teilweise ne? im Dialekt ich andere sicher. Begriffe ja, so drin, ja. die du einfach ich das nicht auch, kennst, Ich stelle mir so. das auch mega spannend vor, was da auch für ein Unterschied ist. Eigentlich müsste man den jetzt mal gucken. Allein, Wegen weil, der Synchro. Ja. Was, macht denn, was macht denn die Synchronisation mhm. aus diesem Wortwitz, aus diesem Dialogwitz, der da manchmal entsteht, ja? in ja. der Bar, wo einzelne Szenen waren, wo... Wo, wo wirklich so Situationskomik dann teilweise entsteht. Also wie, wie ist das im irischen Also in der irischen ja, Originalsprache ja, ja. aufgebaut? Das ist genau so der Humor oder ist es ein anderer Humor? Ne, das ist ja mit Humor dann immer echt schwierig, muss ich sagen. Mhm. Also im Originalton wie dann in der Synchro. Das ist tatsächlich echt immer die oh. Frage, ne, ob man, ob die das äh, äh, eins zu eins übersetzen oder ob das irgendwie umgebogen werden muss, damit es im Deutschen ja, funktioniert, richtig. so mit dem Humor, ne? gerade wenn das so, so Insider Slang-Sachen sind, die kannst du ja teilweise gar nicht irgendwie übersetzen in dem Sinne, da musst du dir was anderes für ausdenken, ja. Ja. Ja, ja cool. also auf jeden Fall, guckt euch die mal irgendwann mal an, wenn er, wenn er mal ja, Zeit ja. Hat. Ja. Meine eine Ach, andere Frage an euch, weil ich euch letztes Mal gefragt habe: Habt ihr einfach äh, endlich mal den, den, den to, uh, Beyond the Two in, uh, Infinite Minutes? Äh, immer Minutes? noch nicht? Ich hatte letztens überlegt, ob ja, ich mir den anschaue. Ich habe ich ihn, hab ihn immer noch immer auf noch der Liste. Gesehen. Ich habe ihn noch nicht ja, geguckt. Mache mach ich aber noch. <laughs> können, wir, können wir gerne ja, können okay. wir gern demnächst nochmal ja. gern gern noch aufgreifen? Wir könnten uns ja, ja ja auch... Ich bin ein Kumpel da auch. Den ja. geguckt. Er hat den jetzt auch endlich geguckt. Denkt, äh, ja, Mann, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch schon irgendwie. Ich habe ihn noch auf der Liste, aber ich habe dann immer so. Also, mir geht es dann mal Meistens so, wenn ich dann Zeit habe, einen Film zu gucken, dann muss ich mir immer ja. einen Film vornehmen, auf den ich mich gerade einlassen kann. Und ich will dann einen Film, der komplex erzählt ist, nicht gucken, wenn ich irgendwie müde mhm. oder gestresst bin oder so. Da brauche ich dann so ein bisschen mhm. Popcorn-Kino. Übrigens Und dann, äh, ist, äh, bei, ja. bei, bei Vortex, schaut euch den nicht an, wenn ihr müde seid. Wahrscheinlich. Hatte ich schon mal lieber so ja, 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 Liebe, ja. Ja. Aber das meine das ich. Ne? Ich, muss, ich muss dann in einer gewissen Stimmung sein, um mich auf ja. so einen Film einlassen zu können. Und das ist so ein klassischer Film. Ich muss mal Taya anhauen, ob wir uns den dann anschauen hier Benches of Inisherin, ob man wenn man den zusammen guckt so im Heimkino, dann hast du natürlich noch mal einen anderen, ne, andere Motivation auch weiter zu gucken oder sowas, aber ich mache mir ich, ja. also ich glaube schon, dass ich den auch gut finden werde, weil ich mag ja auch so diese so gut geschriebene Dialoge und so kauzige Charaktere und irgendwie sowas, da, damit kriegst du mich ja schon so, ne? Also ja, den packe, dann, mal, packe dich, den, den, den packe ich mal auf die Liste. Dann ist der Film schon mal was für dich, allein wegen den Charakter. Den packe ich mal auf die Liste. Ja, ich mag Colin Farrell auch allem, grundsätzlich gern. Ja, ich muss sagen, der hat so High, Highs und Flops und ne, also ich, ja, ich ja. sag nur der, der will. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Ich, 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 hab habe letztes das, Film auch von ihm gesehen. Obwohl ich geil, glaub, der war ähm, der Beste. Ja. Da, da hatte ich auch einen Film gesehen, wie hieß denn der? Der wurde letztes Jahr auf dem äh, Fantasy Filmfest, glaube ich, vorgestellt. Wie hieß der noch gleich? Warte. Ich Boah, keine schon, Ahnung. Nach. Ich habe jetzt Colin Farrells Karriere Mit nicht... Mit Colin Farrell? Äh, ja. Der spielt ja die Hauptrolle. Ein super weirder Film, muss ich warte echt sagen. Warte mal, Colin Farrell. Boah. Was sagt Wikipedia? Warte, warte, ich gucke mal 13 Leben Letterboxd. ist hier nur drin. Britisches nee, nee. Filmdrama. Voyage. Nee. Ach, Voyagers, der war so schlecht, glaube ich, ne? Denn dieser ja, der Film, Amazon-Film, ja. Nee. Den meine ich nicht. Nee, warte, warte, warte. Der heißt. Der heißt. Äh, mit Eng, ja, ja. Hier, After Yang, genau. After Yang. Den habe ich, ich letztes gesehen. Klingt ganz interessant, wenn man sich das mal so durchliest. Ja. Boah. Äh, also. Nee, also. <laughs> ah. 96, 96, Minuten, 96 Minuten geht er. Und nach einer halben Stunde, ah. dreiviertel Stunde dachte ich so: Okay, was passiert jetzt noch? Ah, <laughs> für einen Film, der nur 90 Minuten knapp geht, ist das ah. schon ein Zeichen. Und dann geht schon, er weiter und ja, es, ich, also ich, es geht halt wirklich eher darum, dass hm. Science-Fiction-Film, er hm. hat eine Frau ähm, und die beiden haben halt zwei Roboterkinder sozusagen ähm, oder Androide halt äh, ja. aufgenommen und das ist halt wie eine Familie. So. Und ja. Der eine hat dann hm. schon ein paar Macken, der Yang, so heißt der, deswegen heißt es After Yang und der, der hat schon ein paar Macken in seiner Hardware oder was auch immer. Mm, und mm. Äh, dann wird überlegt, wird er ausgetauscht, wird er äh, geupdatet, was wird da gemacht, weil es ja auch eine Investition ist und ja. so. Ne? Es, es klingt irgendwo ganz interessant, weil es so eine Art gesellschaftliches Leben mit dem Umgang von KI in einem eigenen Familieneigentum irgendwo ja. thematisiert wird. Aber es ist nichts Neues irgendwie gefühlt und es wird halt auch so langsam erzählt, 90 Minuten, dass man mm -hmm. sich einfach nur vorstellt, ey, was, also, das ist mir einfach. Ich, mm -hmm. ich, du hast das Gefühl, guckst drei Stunden. Also, Verstehe. Das hat mich leider nicht so abgeholt. After Yang. Und ja. After Yang, ja. Und es ist auch teilweise, ja, ich glaube, die bierste, bierste Anfangsszene gehabt, die ich seit langem gesehen habe. Ich will nicht <laughs> das haben, ist wieder das, interessant. Also, wenn, wenn, du Inhalt, <laughs> wenn du den Inhalt des Films liest ja. und dann diesen, diese Anfangsszene siehst, denkst du dir erst so, das, der Inhalt ist doch, ist doch ironisch gemeint, irgendwie. Ah, okay. Das sehr strange, wirklich. Na, ich äh, bin mal gespannt. Das wäre, so ein, das wäre so ein klassischer: Ich muss jetzt mein Gehirn nicht überbeanspruchen und will jetzt mal einen Film sehen. Film ja, so für richtig, später irgendwann mal. Richtig, ja. da, da, wirklich, äh, da kannst du einfach da vor, vor die Hündel lassen. Die Thematik kennt man ja. schon aus anderen diversen Filmen. Wir ja. sind zusammengemixt von allem etwas, was man aus Zeitverfilmen kennt. Ein Robot oder was auch immer. Mm. Äh, und. Ja, aber es ist nichts Besonderes. Also auf keinen ja. Fall. So, dat, die Bilder sind vielleicht manchmal gar noch ganz schön äh, inszeniert, aber mhm. ich weiß nicht. Im, Im Kern so, das ganze zusammen hat mir jetzt nicht so gefallen. Dat, ja, verstehe. Nee. Apropos ja. drei Stunden. Ich hab, äh, ja, das ja. immer. Apropos Avatar. drei Stunden. Aber 2. <laughs> ja, ja, genau. Ja, klar, Na, bietet ja. sich ja an. Wir haben den ja jetzt alle kürzlich gesehen. Nee, ich, ich, hab, ihn noch, noch ich hab den zweiten ja. noch nicht gesehen. Ach, du hast den noch nicht gesehen. Und Taya ah. hat den zweiten auch richtig. noch nicht okay, gesehen. Äh, darf ich jetzt über den ja, reden oder soll ich über nicht reden? Na, Obwohl also ich glaube, groß Spoiler ja, kann man gut, da gut, eh nicht. Ja, sehen, weil also, wie gesagt, da ja, ja, gibt's, ja ja, gibt's, ja gibt's ja keine Story. Ja, ja eben. <laughs> das ist wie der erste. Spoiler ist eigentlich. schwierig bei sowas. Wenn es keine Story also, gibt, kannst du nicht spoilern. Also, darf spoilern. ich drüber reden, ja? Ja, warte mal, ist der jetzt, der schon bei Disney Plus? Ich dachte, du wolltest den mit Taya mal gucken. Nee, ich habe, ich habe mit Taya den ersten Avatar geguckt, weil ich den immer auch noch nicht kannte. Ach, ihr habt den ersten ich hab echt? geguckt? Ach, Ach so? Ich habe doch nee, 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 zu Hause im, im Streaming, im Streaming. Ja, ich habe damals schade, Avatar. Nicht in 3D. Schade, ich habe damals, schade. ja, technisch, also ich muss sagen, technisch war der auch so beeindruckend, also von den Animationen her und mm. sowas. Aber ja, 3D hatte immer hätte, noch, immer noch, immer ne, noch auf jeden Fall. Ne, Jahr, ne. dafür, dass der irgendwie jetzt schon von 2009 ist, 14, der erste Teil, 15, ja, ja. ist äh, das also. Und ich habe ja so ein Auge für so Animationssachen, ne? wenn man sich mit sowas beschäftigt, irgendwie, wie ist das gemacht und Kamerafahrten und so. Und da ist schon beeindruckend nach wie vor. Also auch, dass sie das Uncanny Valley sehr gesch geschickt umschiffen und auch die Figuren alle sehr organisch wirken. Schon beeindruckend, ja. Ich habe den damals einfach nicht wirklich geguckt, weil diese, diese Pocahontas, Cowboy-Indiana-Story, das hat mich mhm. einfach hat nicht abgeholt. Nicht abgeholt. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand den ersten jetzt tatsächlich besser als ich erwartet hätte. Sogar eine Ecke besser. Ich fand den auf der emotionalen Ebene ganz gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass das so ein relativ sinnfreies Actiongewitter ist. Aber ich fand <laughs> den mhm. tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Aber wär, ich glaube, das, also, das war sehr dann ausgewogen. So Bitte was? Das war sehr ausgewogen. Das ja, war ja schon ja. sehr, dass du Actiongewitter hattest, plus ja. ruhige Szenen, plus genau. Figuren. Ich fand vor allem die die ruhigen, die ruhigen Szenen fand ja. ich gut. Das hat mich überrascht. Ja, hätte genau. ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das dass das, das. ist super ja. wichtig. Ich hätte ja. gedacht, ja. dass das alles so untergeordnet wird, diesem, diesem polished Look. Ah, okay. Aber nee, ist Apropos ruhige ja. Szenen. Die ja. Auch der zweite Teil. Mhm. Und, ähm, ich fange mal an. Also, ja, mach mal. Ich fand den Film gut. Ich würde aber sagen, ich fand den ersten besser. Mhm. Der, ja, jetzt was noch dazukommt, das ist jetzt bei Avatar natürlich eine Frage, wie hat man den gesehen? Ja. Ähm, ich habe den zweiten leider nicht in diesem HiFi 240 Hertz Modus gesehen, sondern auf ah. XXL Leinwand, also hier die über die Kanten gehen. Ich weiß nicht, wie das heißt. X-Frame ist das, glaube ich. Mm -hmm. ähm, aber in 3D logischerweise X-Screen meinst du? Ja, genau, X-Screen war das. Wo, wo, wo gibt es das? Furchtbare wo kann man das? Technik? Ja, furchtbar. Na, hier Im Luxus. Auch im Luxus. Ähm, also, Ach, im gibt es das Das war Fall. Kino 4, glaube ich. Da und was haben heißt den, das mit? Es geht über, die, es geht über die Renn. die Ja, wie muss da, ich mir wo das, die das vorstellen. Die sind an der Seite, da ist so eine Plane ja. rüber gespannt. Da ist halt auch genau. an, an, an ich sag mal, 50 Prozent ja. des Films wird dann so an den Seiten gescreent. Das was? meistens, ja, ja, das ja. ist total. Also so, so Ultra-Wide-Format ultra wide oder was ist das dann? Ja, ja, genau. Es soll das Bild weit größer wirken lassen, aber es. Das ist da, da kann man da rein, kann sich eh nicht still. darauf konzentrieren. Ja. Das ist so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen wie diese MP technologie von Fernsehen ah, aufgefasst. Okay. Dass genau. du halt einfach genau. so eine Wahrnehmung an der Seite hast, die das ein bisschen, die so, dich so immer rein. ja Und ich saß halt, ich saß leider auch nicht in der Mitte, wir saßen ganz außen. Das waren jetzt nicht die ja. geilsten Plätze. Ja. Von daher war jetzt mein, mein, mein Kinoerlebnis, jetzt, keine, jetzt fühlt sich Anne gleich wieder <lacht> <lacht> gedisst. <weil lacht> Sie war der in HFR bei euch? Nee, habe ich ja gerade gesagt. Keine Ahnung. Ich wollte ja. den ja in HFR gucken, oh, aber feier. Anna hatte halt die Tickets für diesen X-Screen code oh, wobei, ich ich wobei ich aber ja, dazu, ja. dazu, dazu Komm auch. Komm, morgen gehört. mal mit. Die gucken morgen nee. noch mal. Super Aber Moment, äh, Percy. Percy der ganz, ja. aber es ist doch, also Moment, vielleicht habe ich da auch was ja. falsch verstanden, aber ich habe es ja. so verstanden in den Besprechungen zum Film, dass nicht alle Szenen in HFR ja, sind, richtig. sondern beispielsweise richtig. die Unterwasserszenen in irgendwie deutlich mehr Frames als die an Land-Szenen genau. sind. Sind zufällig dieselben Szenen, Hast die auch, auf diesen X-Screen haben? Weil das fand nee, ich nee, auch nee. nicht überall. Ich kann ja mal das also also ja also weiß ich da nicht, aber ich ja warte Percy ganz kurz, also nur noch, nur noch ja, eine okay. Sache, ich habe gehört, dass das gerade von vielen Leuten kritisiert wurde, weil der Film dadurch, dass du Szenen hast, die halt in normaler Framerate sind und welche Boah, in so sein, ja. ultra weich Murder Framerate, dass das vielen wohl negativ aufgestoßen ist, dass das irgendwie merkwürdig wirkte. Also, ich habe ja. mir das komplette Filmerlebnis <laughs> reingezogen im IMAX, genau ja. in der Mitte. Ja. Ähm, so wie es sein sollte. In 3D, genau. Mhm. Mit einem großen Bild und kein Fake-großen Bild wie X-Screen. Mhm. Weil da sind die IMAX-Kameras gemacht. Ja. Und ähm, ich habe auch genau dieses Problem gehabt. Habe dann auch ah, ja. mit meinen äh, Mitbesuchern im Kino auch darüber gesprochen. Und mhm. die haben es nicht empfunden. Die haben den Unterschied zwischen HFR und Nicht-HFR-Aktivierung noch nicht mal erkannt. Ich habe gesagt, ja. wie bitte? Also ich habe das immer gesehen. Und das siehst du auch, weil... Ja. Du siehst halt einfach, dass es muss halt gestochen scharf sein in der Bewegung. Ja, es ja. ist in der Bewegung einfach Auflösung in auch relativ irgendwo Standbildern, wenn sie dann da waren in den HFR. Das wird ja natürlich meistens in beweglichen Bildern eher eingesetzt. Mm, mm. War dann auch viel schärfer und nicht so noch ein bisschen gekörnt wie, im, wie dieser Kinolook halt einfach immer noch da ist auch in dem digitalen mm. Zeitalter, in dem wir heute sind. Das siehst du. Was ich auch dann als genau denselben wie den äh, Punkt, äh, als Kritikpunkt angesehen habe, wie du mm. gerade angesprochen hast, mm. wo ich mich äh, gefragt habe, warum machen sie diese Szene jetzt in HFR und die nicht? Das habe ja. ich mich dann echt immer wieder gefragt, weil da gab es manchmal auch Action-Szenen, die waren dann nicht in HFR. Oder also, ja. ich sag mal, bewegliche Szenen. Sagen wir es mal so vielleicht. Ist das besser. Also nochmal ganz kurz da als Begriffserklärung: ne? HFR, ja. higher Frame Rate. High Frame genau, Rate, also. 80. Doppelt so 60. viele. Ich glaube 60. Ne, ach, also hier steht 48. Hier steht 48. Ja, oder? Genau. Es gibt ja auch Kinos, die haben 120. Ja, ja, es, die, gibt, ne? es gibt verschiedene Varianten davon. Zum Beispiel davon. Drei, Stück, drei Kinos gibt die können das äh, liefern weltweit. Ja. Das soll auch Wahnsinn sein. Äh, auf jeden Fall hatten wir jetzt dann irgendwie knapp 50 oder sowas, genau. Mhm. Man kennt es ja auch von The Hobbit schon, da hattest du 30 genau. schon gehabt oder irgendwie sowas. Ähm, und es ist aber besser als bei The Hobbit. Also man merkt, dass es besser ist, es ist angenehmer für die Augen. Und vor ja. allen Dingen in den Szenen, wo dann wirklich viel passiert, diese, ich sag mal, Wasserszenen, wo auch Action ist und mm, mm. Du, also ich habe immer ein Problem damit gehabt, wenn du sowas siehst im Normalen, im 2D oder 3D, mm. dann kommst du da nicht immer ganz mit. Durch das HFR habe ich das Gefühl gehabt, ich kann es viel klarer und besser miterkennen, wie die Zähne mm. von dem einen Fisch da und da reinrammen. Ja, also naja, er gibt ja, gibt ja Sinn. Du hast mehr Teil, ja, genau. Teilbilder pro Sekunde, genau. die Details und vor genau. allem auch Bewegungen abbilden können. Ne? Das, genau, macht ja. in der Logik erstmal Sinn und wenn du es siehst, ja. macht es auch Sinn. Aber ich verstehe den Sinn dann auch nicht ganz, warum sie dann ja. einige Szenen nicht in die HFR reinbringen. Und dann denkst du dir immer wieder, okay, ich habe ganz krass diesen Unterschied wahrgenommen. Du hast jetzt HFR, mhm. du hast hier nicht HFR. Ja. Und ich glaube, ich glaube, man würde das. So bisschen ja. ja. Aber ich glaube, ich kann auch die andere Seite verstehen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, der ganze Film ist in HFR in 193 Minuten hätte ich darauf auch keinen Bock, bin ich ganz ehrlich. <laughs> ist, das, ist das zu, äh, zu anstrengend? Oder, oder ja, wie? ich glaube schon, weil ich fand, weil, weil du bist es ja mit dem Auge so gar nicht gewohnt, dieses Seherlebnis auch. Ja. ja und äh, das hat auch hier unser Halbbruder Basti in Kanada, der auch, auch damit so zu tun hat, mit der ganzen Thematik, hat das auch gesagt, als er den Film gesagt, äh, gesehen hatte und. Äh, Sag ich mal, für Leidens erklärt hat, er meint auch, unser Auge ist es ja gar nicht so gewohnt. Unser mm, Gehirn kann es mm. gar nicht so verarbeiten. Und wenn du, stell dir vor, den ganzen Film in dieser, in dieser Länge dann guckst in ja, HFR, ja. Oh, also, ne? ja, ja, der Hobbit hatte das ja damals auch nicht gehabt. Der hätte ja viel weniger Szenen in HFR gehabt. Ne? Und <laughs> ist schon anstrengend. Also über 193 Minuten finde ich das, glaube ich, schon kannst du dir dann auch eine VR-Brille wahrscheinlich aufsetzen, was dann mm, mm. vielleicht auch anstrengend sein könnte. Ja, wobei und, man weißt, sagen muss, das ist ja, das sind ja gelernte ja. Sehgewohnheiten. Ne? Wenn du dir anguckst, äh, wenn du auf dem PC oder auf einer Konsole spielst, wir als Leute, die das machen und kennen, wir sehen sofort den Unterschied zwischen 30 und 60 ja. FPS und ne, merken ja. halt, dass wir 60 FPS angenehmer finden, weil wir das so kennen und so. Vielleicht, wenn jetzt mehr Produktionen in HFR kommen, würde man sich wahrscheinlich irgendwann da auch dran gewöhnen aber wir sind halt aber die klassischen Grüße, 24 weißt du, ja wir sind halt die Größe und so ja, und das, das ist halt das echt spannend. die Frage, ob man das dann wirklich ob das angenehm ist oder ob das einfach too much ist ja. irgendwie so von den ja dass ich hab das ich hatte das Problem anfangs als so die ersten Smart TVs auf den Markt kamen, die dann so hm. Bildverbesserungsalgorithmen äh, haben, hm. wo du dann auch gemerkt hast, dass die ja so Zwischenframes berechnen teilweise, um DVDs oder sowas smoother werden ja, zu lassen. Und das fühlte, sich immer, das fühlte sich immer irgendwie falsch an, wenn du dann so eine DVD mhm. geguckt hast und der Fernseher greift da rein und macht das alles weicher von den Bewegungen her, als man es gewöhnt war. Ja, da habe ich eine ganze Weile gebraucht und ich habe das auch abgeschaltet, wenn möglich, eine ganze Weile gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass auf einem regulären Fernseher die DVD anders aussieht als auf einem Smart TV, weil der Fernseher selber da noch dran rumfummelt. Ja, und wahrscheinlich ist es mit, mit HFR so ähnlich. ne? Das widerspricht dem Gelernten, was man so kennt irgendwie. Und da muss man dann wahrscheinlich eine ja. Weile... Hm. Und ich, ich weiß auch nicht, ob das technische Gründe hatte, warum die das jetzt nicht durchgezogen haben. Oder ob das mit den Animationen zu tun hatte, die sie da Ja, das, Wie gesagt, das, das hat mich ja bei diesem X-Screen auch verwirrt. Also ich war, als ich das hm. ganz am Anfang gesehen habe, ähm, habe ich mich gefragt, wie haben die denn das gemacht? Also, das ist, ja, das ist ja so ein ganz weirdes Panorama-Format. dieses äh, X-Screen. Ich hatte nämlich, aber, äh, ich hatte achso. zuerst gedacht, die haben dieses, also dass es halt äh, links und rechts weitergeht, dass es den ganzen Raum mhm. einnimmt, quasi. Ich hatte zuerst gedacht, mhm. die haben einfach nur dieses Bild hochskaliert, quasi. Nee, nee. So das dass man in der Mitte. Nicht, haben sie nicht. Und das hat mich halt ja, überrascht. Nee. Die müssen das irgendwie nachträglich angefügt haben. Ja, äh, du hast. Oder auch spezielle Kameras benutzt. Also, dieses X-Screen gibt es ja, glaube ich, erzielt Leute. Deutschland, sag ich mal, ist ja auch erst seit halt so, wann, wann kam Bad Boys 3 und so raus? Äh, 2019, das war vor Corona. So ging 2018, 19 rum. Hast du das ungefähr hier? Ich habe damals Bad Boys ja. 3 nämlich gesehen, das war so mit einer der ersten, glaube ich, da, der X-Screen gezeigt hatte. Und das fand ich wirklich nervig. Du hast links und rechts in der Autoverfolgungsjagd irgendwelche Tau gehabt, die sich gedreht haben. Ja. ja. Ich habe hier, so hab hier mal so ein Dings, 270-Grad-Kilo ja, steht hier, damit man sich Aber das mal vorstellen an, kann. Aber hier steht ScreenX. Ah Screen nee, nee das, das ist es. Das ist halt nur ja. hoch idealisiert. Ne? Ja. Weil du das siehst ist halt... Besser. Aber das ist auch besser intensiv gemacht, weil da geht es ja wirklich um so eine naturalistische Aufnahme. Das ja. kann ich mir auch noch vorstellen, als wenn du eine Outverfolgungsjagd hast, wo du schon eh so fokussiert zieht auf die Mitte, bist halt so ja. Aber, U aber Moment, für mich noch mal zum Verständnis. Ja. Der, der Mittelbereich ist dann sozusagen die reguläre ja. Leinwand genau. und ja. links und rechts überlappt. Das als, als ist hätte man, so Shishi-Extra. Also ja. Das hat man immer so nur so in Szenen ja. gezeigt, wo jetzt also so Unterwasserszenen im, im Wald, wo die umhergelaufen ja. Ach sind. Ach so. Ja. Und, und wenn du halt am Rand sitzt, ist das total für den Arsch. Ja. Also ich, Konnte halt nur noch auf die rechte Wand eher gucken. Ja, gut, auf okay, die, rechte wenn und die mittlere Wand. Ja. Und da passiert halt auch nicht so viel. Also, du siehst dann halt mal wie zum Beispiel einen Reifen, der halt aus der Mitte von einem Auto abspringt, der fliegt dann halt in die Seite rein oder so. Ah, okay. Oder ja, da schwimmt dann halt eine Schildkröte da lang. Darauf also ja. fokussierst du dich halt auch gar nicht. Genau, das ist so egal. Du guckst ne? in die Mitte. Ja, 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 ja verstehe. Das sollte so ist, okay. keinen Sinn. Es ist wie ein Curved ah, fernseher Dass okay. das Bild ein bisschen größer und die Immersion mehr geben Ja. Bloß bei einem Curve-Fernseher hast halt noch nicht diese. Das darf man nicht vergessen. Diese Lautsprecher, die ragen ja aus ja, der Wand äh, raus. So und die sind ja nicht unsichtbar. Das fand ich so ja. geil, als ich dieses und so das sieht dumm. man ja auch bei dem bei dem Video, was du gerade hast. Wenn man so diese Photoshop ähm, ja. Bilder siehst, das ist ja, halt ja. super idealisiert. Das ist nicht das realistisch. Das wird nicht so perfekt ja. plan sein hier an der Seite, ne? Die, genau, die Projektionsflächen. ja Auch die, kan äh, die diese Ab also dieser na, dieser Riss, sind nicht mal, wie jetzt, wenn yeah. du mehrere Monitore nebeneinander stellst, zwischen der Seitenwand yeah. und dem Hauptdings, der ist auch yeah. größer, also den sieht man. Yeah. Ist jetzt ich nicht sagen so schlimm, In der Wasserszene Wasser könnte ich mir das dann aber wieder gut ja. vorstellen, weil da denkst du, oh, da ist ja das eine genau. Koralle. Also der, der, die Box, ne? die Soundbox. Ja, na, es, würde da, <laughs> es, es würde da Sinn machen, aber es, es kam bei mir, dieser Effekt kam bei mir überhaupt nicht rüber. Yeah. Also, yeah. ja. Ja, ist halt die Frage, ne, ja. ob sich sowas durchsetzen wird. Und das ist, ich das ist, nicht, das ist, das ist wie bei 3D für Heimfernseher. Ja. Das war nach Avatar der Mega-Hype. Und dann hat man mhm. irgendwann festgestellt, Voll. es gibt Voll. quasi kein Material und ein schlechter Film wird nicht besser, weil er in 3D ist. Und seitdem mhm. kauft kein Mensch oder gibt es auch gar keine Fernseher mit 3D-Funktionen mehr, weil man gemerkt hat. Ja, aber Kino mhm. kommt trotzdem noch mit 3D. Ja, ja, raus. Kino schon, aber ich meinte jetzt auf dieses, auf dieses <laughs> Screen X, meinte ja. ich jetzt bezogen. Ob sich ja. das jetzt langfristig etablieren wird, schauen ja, wir keine mal. Ah, ich, ja, weil das genau. ja wieder voraussetzt. Das, das 3D im Kino, das gibt es ja halt auch zum Grunde für die Kinos auch irgendwo, damit man natürlich noch mehr einnimmt irgendwo. Genau. Ja, und ein Film jetzt wie Avatar, der jetzt hm. so über zwei Milliarden hat und äh, jetzt auf Titanic zurennt, ja. oder sagen wir es mal, geht, rennen tut er nicht mehr. <laughs> ähm, da ja, da, da ist, es schon, ist es schon ein Unterschied, wenn du den in 3D jetzt hast und, und Überlänge zum Schlag und. Ja ja, ja ja, wo du 33 Euro für eine Karte bezahlst, es hm. ist das ein Unterschied als 13 Euro oder so für die Karte zahlst, ne? Das ist der ja, das stimmt schon, ne? Aber wie gesagt, das, das ist auch so, ja, ist, ist aus, ja, ja, aber dieses Erlebnis ist ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Kinos, ne? Also wenn du definitiv, zu Hause einen gescheiten definitiv. Fernseher und eine fette Soundanlage hast, hast du auch ein tolles Erlebnis mit Film und Kino muss dann halt versuchen da halt noch einen draufzulegen, genau. sozusagen, die, ja. die Kirsche draufzusetzen. Genau, ja. genau. Und, äh, ich würde immer wieder sagen, ich, ich weiß schon, Penny mal, IMAX. Und ich würde es immer wieder ver Warte mal, dein, das, dein, das Audio, schon, ja, dein Audio ist gerade wieder ein bisschen krasselig. Oh, warte. Wenn du da drin sitzt und diesen IMAX-Einspieler hast mit 1, 2, 3, 4 IMAX, das ist ja. IMAX, bla bla bla, finde ich <laughs> das so lustig, weil. Das wirkt dann auf einmal so klein vor dir, als ob du eine VR-Brille aufhast. <laughs> aber wenn du dann in diesem Saal sitzt und das Licht noch an ist und die Leinwand vielleicht noch dunkel ist und mm. es Werbung in zwei Tagen runter, er wirkt das riesig. Aber wenn du dann den Film siehst, ja. wirkt es, als ob du eine Brille aufhast. So, also ja. als ob du wirklich so eine VR-Brille aufhast. Das finde ich immer total interessant, mm. wie das dann doch so klein, aber so nah an dich herankommt. Mm. So, ne? diese, diese Verhältnismäßigkeit. So, jetzt haben wir sehr viel über Technik geredet und wenig über einen Film, aber ja. das ist vielleicht auch äh, <laughs> aussagekräftig. Kurz, eine eine, eine Techniksache wollte ich euch noch mal sagen, ja. weil ja. ihr gerade das äh, gegoogelt habt mit ScreenX. Googelt doch einfach mal IMAX Dome. Ja, das weiß ich, das sind, ist diese oder? Kugel, wo das projiziert ja, wird. Ja, genau. Das ist die coole Wenn Variante davon. In, sowas. Wenn ja, ja, ja. In, sowas. in Speyer ist das. Ja, genau. ja wie gesagt, war, war eigentlich Technikmuseum also Speyer. Ja, ja. ja ich sehe schon. Ja ja Na, da hätte also, ich auch da und das am besten mhm. noch mit 3D, das wäre noch richtig fett. Ich glaube, es gibt irgendwo eins auch auf der Welt, das ist ein doppeltes IMAX, das geht da ja gefühlt, es ist Wahnsinn, das ist doppelt so groß wie <laughs> ein IMAX-Leinwand. Ja. ja, ich ähm, bin mal gespannt, wohin da sich das entwickeln wird in den kommenden Jahren, ob ja. da immer war mal größer zum und besser. Film, beziehungs ja. Film, beziehungsweise, ja, warte, ein, ein, eine Anekdote habe ich auch noch, ich habe das erste Mal in dem Film äh, dieses Red Play gemacht, <laughs> ich habe gewonnen. Echt? Ach, dieses dieses ja, Rennen ja. dazu anfangen genau, auf dem ah. Smartphone also da gab es noch einen Witzspieler und ja ich habe so das Witz und das, ich muss sagen das war cool weil das Kino hat uns äh, jeweils immer angefeuert also da gab es Leute die gesagt ja. haben hier Phil kick ihn weg und so ah, <laughs> das see. war schon witzig ähm, nee ja ich bin jetzt irgendwie in so einem Gewinnspiel für für kostenlose Kinotickets ich glaube zwei ah. Stück oder so ja, okay. Also nochmal aber gucken halt, in, in HVR. Ja, ja, nee, nee. Hat halt, war halt witzig, hat Spaß gemacht. Mach ich normal auf jeden Fall. I see. Ja. Philipp, unser alter Achievement-Jäger. Jetzt immer, ja, genau. am, immer am Start im Kino. Aber, aber jetzt mal jetzt zu dem Film. Also, wie ja. gesagt, storymäßig ist da jetzt. Ich habe ja schon im Chat geschrieben, ähm. Du wirst die Augen rollen, wenn offenbart wird, wer der du, ich, Antagonist ich, des Films ich, ich, ist. Weil ich als das ja. kam, dachte ich so: Oh, nee, jetzt. Ich oder? gehe in den Film auf keinster Weise mit story ja, ja, Also, ja, ja, ne? ich sag nur, also ja, keine Sorge. Das ist, <laughs> ja, es ist Plot Convenience, aber so. Ja, von. natürlich. Ja, ja. Und, aber das wusste man auch schon vorher. Ja, also. ey, ja, ach, also. nee, ey, kommt, es war so lame. Egal, das wusste man. Ja, hm. also wie gesagt, Film an sich. War unterhaltsam und mm. die Zeit vergeht auch relativ schnell, muss ich sagen. Also, der ist ja echt lang, ne? Drei, über drei Stunden. Aber ja. da passiert so viel mm. und mm. auch in einem guten Pacing, ja. dass man ja. da jetzt nicht irgendwie sitzt und denkt, ja, der könnte ja. jetzt mal langsam vorbei sein. Da also, muss klar, man, ja, ja. gegen Ende zieht sich das so ein bisschen vielleicht, aber mm. das passt. Muss ich auch sagen. Die drei ja. Stunden gingen so schnell rum, ne? Also, du hast das Gefühl, ich das war eher zwei Stunden Film. Ich merke das eher am Hintern, der dann wund ist. Ja, aber nicht so, dass du halt wirklich langweilig da weil es passiert immer was. Ich hast immer Eindrücke. Und wie Etienne auch bei Kino Plus da sagt, es ist so schön. Es ist alles so schön. so schön. Ja, die Unterwasserszenen sind halt jetzt, oder diese ganze wasser thematik das war das, was halt im ersten der Dschungel war bei Nacht. Das schon. Ja. Schon echt cool. Da gibt es auch Dschungel, der ist auch wieder schön. Mhm. Aber ja, aber nur kurz, ist halt... ne? genau, nur kurz. Aber war es aber für dich so, wie ich das im Vorfeld schon vielleicht äh, gesagt habe, so von meiner Beschreibung, weil ich hatte Avatar noch mal im Oktober geguckt in 3D. Mhm. Ähm, mit aufpolierten 3D, da sah der noch mal ein bisschen fresher aus, als ich ihn damals noch in Erinnerung hatte. Auch ähm, also komplett, auch das Color Grading hatten sie also komplett überarbeitet, was viel besser dann nochmal war. Ah, okay. Ja, das war mhm. so ne? Im Ersten. Das haben die einfach ein bisschen. Ja, jetzt haben sie ein bisschen abgedunkelter, würde ich sagen, gemacht. In jeglichen Farbkombinationen. Und ja, und diesen Blaustich haben sie einen Tick rausgenommen, genau. Mm, mm. Ja, und was, was, worauf wolltest du hinaus? Was, was wolltest du ich sagen? wollte hinaus auf, auf diese fünf Minuten, die ich danach dann gesehen habe, von Avatar 2 in 3D in HFR. Ja. Haben sie fünf Minuten gezeigt. Und die wirken für mich so, als ob man in ein Aquarium reingucken würde ohne Glas. Was man sich ja nicht vorstellen ja, kann. Ja, ja, ja. Äh, ja. Aber so wirkte das für mich. Ja, ja, doch, ja. Du hast ja nicht in der ja, HFR. Ja. Schade, dass du mich in HFR gesehen hast. Ja, ich, ich hätte ihn gerne in, in gesehen, in aber der Effekt war schon da, fand ich. Ja. Ähm. Also es, so habe ich ihn versucht, immer zu beschreiben, um dieses HFR irgendwie, ja, ja. irgendwie ein, für diesen Film deutlich zu machen, was ist das. Ja. ja, ja. Wie so ein ja. Aquarium irgendwie. Ähm, hier bei äh, Matt Ellis, darauf möchte ich auch nochmal Bezug nehmen, Matt Ellis hat ja diesen Sketch da verlinkt von, Saturday hat Live. der Nightlife. Wegen Papyrus <laughs> und den kennen wir beide. ja beide, äh, Percy kennt ich, glaube ich auch, ne? Kennst du den? Ne, den Papyrus, ne? Ja, ja schaut mal, das ist, ist sehr witzig und äh, als ich im Film, da gab es auch an irgendeiner Stelle, gab es diesen Text und ich musste sofort an diesen ja. Sketch denken, weil ich dachte, <laughs> das ist Papyrus, <laughs> dieser Designer, der sich das ausgesucht hat, ja egal. Äh, ja. Ach, die Schriftart ähm, meint ihr oder was? Was? Ja, ja, genau die den, Schriftart. Den Font. So, ja, ja, Das ja, ja, ist ja. ja der Sketch, die ja, mit. Ja. Ja, Ach, das die ist doch die aus Ryan das ist doch die du, aus ja, das ist doch die, die Frau, oder? Das Ist die eine Schauspielerin aus dem? Ja, ist kein be anziehen. Genau, du erkennst es jetzt sofort. Ja, ja, Scheiße, das ja, ist ein ja. Okay, Okay. Ähm, ja, ich glaube zu dem Film kann man sonst nicht viel sagen. Also ja, action scenes sind cool. Die Musik ist auch wieder äh, schön passend, mm -hmm. ist äh, auch angelehnt am ersten Teil. Jo. Ja. War jetzt nichts. Ähm, aber bei ja, der ja. Musik, ähm, fandest du, die war vielleicht nervig? Nee, fand ich nicht. Nee? nee. Weil ich muss sagen, es war mir zu sehr angelehnt an den ersten. Ja, den ja, es war zu sehr angelehnt, aber ich fand die das ja gut. Es war mir am ersten, jetzt das war ja, wobei, nichts Individuelles irgendwie. Ne? Wobei man da sagen muss, wenn du den gerade noch unmittelbar vorher noch mal gesehen hast, wirkt es natürlich noch anders. Eigentlich sind ja irgendwie 14 Jahre zwischen mhm. den Filmen, ne? Also. Ja, Klar. richtig, ja. Ja, das ist immer so ein ich bisschen... Fand die, Und da muss ich sagen, in den 14 Jahren hätte man noch mal ein eigenes Theme oder irgendwas Neues mal reinbetten können. Mhm. Haben sie mhm. ja Alle Aber ja, vielleicht ein bisschen Song. zu wenig. Ja, ja, das ja. war schon wieder. Ich habe mir, ja. hab mir den Soundtrack einzeln nochmal angehört. Puh, ist der lang, sag ich dir. Puh, der geht über zwei Stunden, glaube ich, oder so. <laughs> was? Äh, der, ich glaube, ach nee, das war mal das war every every time all at once, der ging über zwei Stunden. Ah, okay. Drei Stunden, glaube ich, sogar. Ey, es ist Wahnsinn, der geht ja länger als der Film selber gefühlt. <laughs> ja. aber, aber der bei Avatar ging auch sehr lange und da war nicht ein Stück dabei, was nee. sich nie anhört wie aus dem ersten. Das ja, ja, sehr, ja, das, das mm. stimmt. Ja, also, ja sehr das ich. war echt schade. Ja, die hätten bei, ja. den, bei diesen Fisch, äh, Fischvölkern, wollte ich jetzt schon sagen. Bei den Wasservölkern <laughs> ja, genau. Ja, genau, genau, hätten genau. sie natürlich ein bisschen Ganz mehr, zumal die ja schon, und darauf ja. wollte ich auch gerade hinaus, die haben ja schon so eine. Äh, Real-Life-Inspiration genommen. Also die haben so Maori-Charakter, äh. da machen sie diesen, genau. machen Hacker, haben da diesen Move mit der, mit der Zunge und so. Also das? das war, war witzig Hast du, die, alle, hast hast du Kate Winslet Träger. erkannt? Nee, das habe ich. Ich habe nee. zuerst äh, ich auch nicht. Anna, Anna hat mir das erzählt hier mit Kate Winslet und ich so was? Wo war denn da Kate ja? Wer hat denn Kate Winslet? Gesehen? <laughs> Na, hier, du die, weißt, wer die Die war, ne? Oberfrau, ja ja, genau. Ja genau, genau, da, die genau Heilerin. Genau. Ich habe die überhaupt genau. nicht erkannt. Ich ja Aber wenn du das Making Off siehst dann erkennst du die, weil ja, die, ja, haben halt dann, wirklich, ja, die haben halt wirklich so diese Hauptgesichtszüge genommen. Und wenn du dann diese, diese wasser maori avatar frau nimmst, diese Häuptlingsdame, dann siehst du, dass da halt um das Gesicht, was die äh, von Kate Winslet genommen haben, noch mehr eingefügt haben. Und dadurch retuschiert es total heftig, mhm. dass du denkst: Okay, das kann doch nicht Kate Winslet sein. Ja, eben. Ne? Durch diese Außenumrandung nochmal so, ey. Ja. Total anders einfach. Ja. Wahrscheinlich hätte man es im Original der Stimme erkannt. Aber ja. Wahrscheinlich. Ich ja auf Deutsch ja. gesehen. Ja. Jo. Ja, mehr habe ich Aber freust oh, du dich auf den dritten, vierten, fünften, fünften Teil? Ja, ja, das hat mich ja so ein bisschen... Ich, ich wusste das bis dato nicht. Ich habe das dann nachher ja erst erfahren, dass da wirklich noch so viele Echt? Teile rauskommen ja, sollen. Ja. Ja. Ja, ja, da sollen... Ja. Je nachdem so fünf. Fünf. Äh, ja. Genau. Also mhm. nach dem Film war es klar, weil äh, da ist jetzt nicht zu viel verraten. Der, der endet so ein bisschen... Ich habe den Vergleich gebracht zu Herr der Ringe 1. Also es ist so ein bisschen der Auftakt. Ähm, man merkt es und der, das Ende Echt, ist ja? auch so ein bisschen offen. Ja. Also Ich hatte, ich hatte ja vor, die Dune... Geht direkt. Ja, oder Dune. Hatte, ja, Dune äh, ist vielleicht besser. Ja, ja da aber Dune gut, also besser. er endet so, ich dass man weiß, Klugscheiß, da kommt noch was. Ich muss meinen Klugscheißer ja. raushängen lassen. Du meinst hm? Dune. Dune. Ja, äh, Dune. Dune. Ich sag trotzdem Dune. So. Äh, ähm, ne, weil bei, interessanterweise hat James Horner äh, ein Interview mit der Nivinev geführt und die Nivinev hat auch den Sauna interviewt. Und äh, das habe ich mir im Vorfeld noch angehört und dachte mir so, mhm. interessant, weil mhm. ich hatte total dieses Doom-Feeling gehabt. Also ja, nicht, ja. Nee, nee, pass auf, nee, ich hatte nicht das Doom-Feeling gehabt, aber ich hatte sehr viele Parallelen zu Doom gesehen. Mhm. Wegen diesen ganzen Messias-Kram, der dahinter steckt, wegen ja dem wegen, ganzen, mhm. wegen dem naturalistischen, mhm. ne, ja, und ja. wegen der ganzen gesellschaftlichen Debatte, der ökonomischen mhm. Debatte so die da angeschlagen wird und die halt nee, aber komm das war im ersten auch das war jetzt nichts ja 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 so. aber ich rede jetzt auch nicht nur ausständig vom zweiten sondern auch vom ersten achso und da muss ich schon sagen wer, wer du auch kennt also ich habe die ersten drei Bücher gelesen mhm. äh, ich dachte, das äh, so hör, die, die Hörspiele habe ich ja gehört dazu genau die ersten drei und die äh, die es gibt ja sechs also das ist ja Wahnsinn und da also die Thematik da drin kann ich mir gut vorstellen dass es auch in die Richtung geht bei, bei mhm. Wäre ja. sehr gut, auch wenn es irgendwie vielleicht passend zu wäre, weil es würde zum Avatar-Universum echt passen, irgendwie. Mhm. Okay. Ja, nee. Also, ähm, ja, ja cool aber ja, du sagst, Dune, Dune ja. ist vielleicht der passender, also man merkt halt, das ist halt direkt am Ende so eine Aufbruchstimmung. So, jetzt geht's los. Jetzt, ja, ja. Genau, äh, genau. Jetzt kann der eigentlich genau. Film losgehen. Alles Aufbau, alles Aufbau. Genau. Ja. Mhm. Also ich bin gespannt auf den zweiten, aber äh, dritten, meine mhm. ich. Meinst nicht. auf den aber, dritten? Genau. Ja. Danach, ja. keine Ahnung, was, wie es ja, da weitergeht. Da, um da geht es ja um Feueravatare. Ja, ach, ja, Wir gehen jetzt alle Elemente durch, genau. Ja, alle Elemente mhm. kommen jetzt durch, genau. Und dann überkommt ja, ja der, Andorra, der Elemente. ist ja nur der Mond, ne? Da <laughs> gibt es ja noch andere Monde und der ja, ist ja. Planeten. Ach, ach ja. ja, ja. Oh, du hättest, du hättest in HFR die Weltraumszene sehen müssen. Fand ich die großartig. Fand ich das geil. Was war denn mal? Was, kam, was, was war denn im Weltraum? Da war nicht viel, aber da das hast war. auch du gesehen, wie hat... die Schiffe da losgeflogen sind, oder? Ja, aber das, das waren nur drei Minuten. Aber das ist in HFR. Echt, zu lange? Alter Schwede, ich will einen HFR-Film im Weltraum sehen. Also wirklich im Weltraum. <laughs> ja, nicht einen Science-Fiction-Film in irgendeiner Basis, sondern im Weltraum. <lacht> das <lacht> sieht wirklich geil aus. Jetzt Meine ist die Frage, Herren. Dune in HFR? Ich... Würde das passen? Auch. Oh. Naja, ich glaube, das. Weil da ist ja nicht. mit dem Sand und so, dieses Körnige ja. und diese dicke Luft, diese warme Luft. Wäre auch ich geil. Wäre so auch geil, weil, mhm. also, entweder, ich weiß ja nicht, was Cameron plant mit Avatar, vielleicht. Geht ja auch in diese Wüstenrichtung, deswegen reicht Er <laughs> <Ja>, wird ausgetrocknet. <laughs> ja. Naja, du, jetzt A haben sie Wasser, dann kommt vielleicht Wüste, Feuer und was auch immer. Mm. Ähm, und kann ja schon sein, aber wenn das nicht in diese Richtung geht, dann würde ich mich schon freuen, wenn wir Nerf Jetzt will ich nicht ein Part 2, der dieses Jahr noch erscheint. Gott, wie ich mich freue auf diesen Film. Sondern mm. im zweiten oder dritten Teil von Dune, das vielleicht wagt. Ja, mm. weil. Naja, schauen wir mal. Äh, äh, schauen könnte wir mal. schon wirklich geil sein. Ja. Ja, jetzt haben wir Aber auch eine Frechheit, Oscars. Oscars, da muss ich kurz sagen, Oscars Avatar. Ja, ja. Eine große Frechheit, dass der nicht für beste Kamera nominiert ist. Ja, die kommt ja, man denn ja. auf so eine Scheiße. Nee, also jetzt mal wirklich, nee. Der hat, der haben die, hat Sony fünf, sechs Jahre eine neue Kamera dafür entwickelt. Ja, genau, die haben echt extra eine Kamera dafür entwickelt. Also, tut also, mir also, leid, aber das ist einfach <laughs> oberpeinlich. Es sagt eigentlich alles. Die haben eine, IMAX, eine mm. imax kamera dafür entwickelt und dass du keine Bläschen mehr wirklich siehst und alles sowas. Mhm. Das ist wie Top Gun. Top Gun Maverick. Die haben diese IMAX-Kameras so klein, klein gemacht. Ja. Auf die Kampfjets vorne gepackt. Ähm. Ey, da ist ein richtig riesen Stuff dahinter gewesen. Nur allein für diese Technik. Ja, aber du siehst das. das ich habe mir das nicht making oft dazu angeguckt. Ja. Du denkst so, alter Schwede, da wurde echt was aufgebaut dafür. Ja, ja. Aber, aber das scheint das nicht mal das scheint nee. nicht das Kriterium zu sein, wonach nee. die Academy nee. das bewertet. Das ja? muss also, auch sein. So. Also nicht nur, die Qualität ist auch entscheidend. Ja, und die war auch großartig. Also ja. Sorry, ich äh. weiß es auch nicht. Ich kann die Entscheidung manchmal auch nicht wirklich nachvollziehen mit den Nominierungen. Und das dann ist, so ein äh. Film wie Elvis, der ist für die beste Kamera nominiert. Ja, ja, ja. Ey, nee. Schauen wir mal. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, äh, ja. Ja, ich glaube, das reicht zu Avatar. Sascha, hast du ja. noch Ich was? denke, ich habe natürlich noch was. Ich äh, ich mache es schon mal auf und dann muss ich aber noch mal ganz kurz für kleine Filmkritiker. Ich würde nämlich gerne noch was zu The Menu sagen. Den ah, ist wow. okay, jetzt auch ja, ja im Kino gesehen. Genau, ihr, dürft den dürft den gerne, ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich gehe ganz kurz aufs Klo. Ihr dürft gerne Nein. schon ein Intro machen. Ich äh, stoße okay. dann wieder mit dazu. Bis gleich. Also, ich habe den Film äh, vor zwei Tagen, glaube ich, gesehen. Bei ähm, Disney jetzt, ne? Was genau, bei los? Disney haben wir uns den angeschaut. Mit Anne zusammen. Und ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen unterwältigt. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Echt? Ähm, ja. Ich fand den Aber nicht meinst sogar, du jetzt von einer. Also ich muss sagen beim ersten äh, Screening, ich habe noch nicht zweites Mal gesehen, aber ich habe mal auf mich wirken lassen nochmal. Beim ersten Mal fand ich ihn auch okay, ja. Aber beim zweiten Mal, also äh, beim zweiten drüber nachdenken und wirken lassen, fand ich den umso besser muss ich sagen. Ja. Vielleicht hm. also, danach fand ich ihn nicht so gut, wie auch zum Beispiel Wolfgang Schmidt ihn sehr sehr gelobt hat, ähm, wegen dem Figur schon alleine so weiß ich nicht, da hat mir fand ich manchmal ein bisschen zu überspitzt und zu künstlich dargestellt, es wirkt wie ein Theaterstück, was ich ja. auch wiederum gut Das fand ich auch irgendwie wieder geil, diese Küche über wie, wie ein Theater und das Publikum waren die sitzenden, so wie wir als Zuschauer, ja, die sitzenden sowas, waren. Ja, das fand ich irgendwie interessant, aber auch irgendwo ein bisschen von der schauspielerischen Leistung dann wieder ein bisschen irgend von denen, die da eingeladen wurden, ein bisschen drüber irgendwie. Weiß ja. ich nicht. Ah. Ja. Back. Vor allem der, dieser ja. Schauspielertyp, der da auch war. Der war so ein bisschen komisch. Also Schauspielertyp. Ja, na, dieser Italiener oder was? Na, dieser. Ach ja, dieser... ja, du meinst äh, den, den mexikanischen, ähm, der ja, auch ja, da ja. irgendwie aus so ein. So. So, ja, der, ja, der so einen Schauspieler gewiebt hat. Den ja, hab ich ein bisschen. Ja, ja ach, ich komme nicht auf seinen Namen gerade. Fuck, wie heißt der nochmal? Ja, ich weiß, wie nur echt. ich komme auch nicht drauf. Er hat auch so bei einigen. Ja. oder auch mexikanischen Film auch mitgemacht. So. Ich ja. muss auch sagen selbst, ich mag ja, ich Traffic mag, ja hat ich, ich mag ja, ja. Ja eigentlich, ich mag ja eigentlich Anya Taylor Joy, aber irgendwie echt bei dem Film, der, Film. Ich, ich muss da, ja also ich mir muss, ist ja nicht so ganz rübergesprungen. Also ich muss Film. sagen, ich fand, ich fand äh, Ralph Fiennes und Anya Taylor Joy waren für mich die beiden besten ja, Sachen Ralf an Fiennes dem Film. Mich auch, mich besonders, auch, ja Besonders besonders zum Ende hin dieses, sie hat verstanden warum er eigentlich Koch geworden ist, Ding. Ja, was, das war Tanja was, was fand ich eigentlich so? Ja. Cool. Naja, Tanja, nicht Taja. Siehst du, jetzt äh, bist du. Jetzt bist ja, du. Tanja. Hast du nicht Taja gesagt? Ich habe Taja gehört. Nee, ich habe Tanja gesagt. Tanja Ach so? Ich habe auch Taja verstanden. Naja, das werden wir uns in der Aufzeichnung nochmal ja, anschauen. <laughs> Gut. Oder aber nee, was, ich, was ich sagen wollte, Tanja, diese, diese, diese Chemie zwischen den beiden, ne? so nach dem Motto, er mhm. ist. Also, wir spoilern ja hier, ne? Naja. Ralph finds. Hat ja da einen Plot und der Plan ist, dass am Ende alle sterben. So und genau. sie findet aber sozusagen den einzigen Way Out. Und den findet sie nicht, weil sie sich durchkämpft, sondern weil sie versteht, worum es ihm geht. Und das fand ich richtig, richtig großartig. Und ähm, ja, allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, inwiefern ihr schon jetzt über den groben Plot oder was gesprochen habt. Nee, noch, ähm, noch nicht. Ich muss zugeben, ich, ich mag ja Plot. Bei Filmen. Ich mag ja, wenn Handlung passiert. Was? Und da muss ich sagen, fand ich The Menu ja. nicht besonders doll, weil eigentlich Aber passiert. Was meinst du damit? Ich muss ja, ja, ich gucken, meine mit, äh, ich meine mit, noch mal... Na, dass wirklich äh, Charaktere handeln, bewegen sich von A nach B, irgendwas passiert, ja. es steht was auf dem Spiel, so ungefähr. Und ich muss sagen, ja. hier bei dem Film, ich bin ja ohne, äh, ohne Kenntnis reingegangen. Ich, ich wusste mhm. überhaupt nicht, worum es geht. Ich hatte den Trailer gesehen und der war so ein bisschen spooky. Ne, wo man gedacht hat, hm. ah, was wird denn das? Aber, Und, aber passend als Trailer auch irgendwie. Na ja, ja, klar. Und ähm, ja. nur, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Ding, ich dachte, ich dachte immer so, da, da, da kommt jetzt noch eine Ebene mehr, da ah, kommt verstehe. jetzt noch ja, irgendwas. Ja. Und das hat mich so ein bisschen, also das schmälert jetzt die, die, die Qualität des Films nicht wirklich, aber da merkte man wieder, meine Erwartungshaltung war eine andere. Ne, weil das wird so ein bisschen mysteriös aufgemacht, alles so ein bisschen sektenmäßig und dann haben die da irgendwelche lustigen Illustrationen an den Wänden und das eine Haus darf man nicht betreten, so ungefähr. Und ich dachte, da ist jetzt hm. noch so eine, so eine Ebene dahinter, so ne Zeit lang dachte ich. Ein bisschen Horrorelemente, Ja. Genau. Eine Zeit lang ja, die dachte, ich, dachte ich. Ja, ich auch gedacht. Ich dachte ne, auch so ja, ein bisschen an Mitzober. Ich dachte, ja, aber, genau, damit spielt, das aber damit spielt ja der Film. Aber damit genau. Ja der Film bewusst genau. Der sich. Film spielt damit ja. und das das ist ja auch ja. das, was ich am Ende dann auch verstanden habe. Der Film führt dich auf so gewisse genau. Fährten und ist aber eigentlich ist der Film eher eine Art Statement so, ne? das ist kein Film der dir eine lange ausführliche Geschichte erzählt ja. und auch keine wirkliche Backstory braucht sondern es geht in dem Film um eine Sache sozusagen und aber die weiß, wird was du hast, auch das inszeniert daran ist, ja das halt diese äh, also was du halt gerade genau auf jeden Fall, ähm, diese, diese Andeutung von ja. verschiedenen Genres, vor allem auch im Horrorgenre, wenn mm. nur angedeutet und das war's ja. ne? Mm. Und damit mm. spielt der Regisseur, der Film mit uns und unseren Erwartungen und unserer äh, Sehweise und unserer Atmosphäre und was, ja. wir, also was wir da wahrnehmen. Und das Interessante ist ja, dass der Koch eigentlich fast dasselbe genau so mit seinem Publikum da macht. Ja, ja. Er spielt ja, ja auch ja. damit, ich, ich lade euch ein, ihr kriegt das beste Essen, was ihr kriegt, aber. Er spielt ja damit auch, also, mm. okay, wir können ja spoilern. Äh, wir wissen ja, dass er das ja eigentlich nur macht, um, seine, um, um seiner Kunst eine Offenbarung zu leisten, mm. sozusagen. Was auch immer, auch wenn man jetzt, das ist ja ein schreibbares Thema, ist auch ein Grund, ja, nein. Ja. Ja. Schwierig zu betrachten, aber wahrscheinlich ist es schon Kunst, wenn man bedenkt, dass er. Also, was ich hätte jetzt so platter formuliert, er will Rache nehmen, aber ja. Ja, aber ich glaube, es geht eher so in diese Richtung. Was es geht auch um dieses Kunstding. Ja, also äh, das hörst du ja. auch, wenn du ganz viele äh, Reviews und Kritiken dazu siehst und das ist eigentlich schon so ein Hauptmerkmal. Auch von ihm sagt er ja auch öfters. Ne? Ja, auch aber dieser ja, Racheaspekt, Rache Rache sich an all denen quasi zu rächen, die ihn nicht ernst nehmen, die das nicht verstehen, die nicht erkennen, genau. was er da tut und wie und er sich eher, aufopfert halt und stellvertretend genau seine die, ganze Crew aber wofür macht er es? er macht für die Kunst deswegen nimmt er Rache, ja aber er, du merkst ja Moment der der Kund da würde ich da würde so. ich gerne noch mal da würde ich gern noch mal einhaken weil ich habe ja. das Ende zumindest da habe ich ein bisschen anders verstanden ja für ihn ist das Berufung ob es Kunst ist keine Ahnung aber es ist für ihn Berufung aber man merkt ja am Ende wo Anja Taylor Joy Spoilers ja, zu ihm nach dem Motto sagt, ja. ne, nee, dieses, dieses hochgestochene äh, Etepetete-Menü, das ist gar nicht meins. Ich möchte, dass sie mir einen hm. Cheeseburger ah, ja, mit Pommes zubereiten. Genau. Und sie, hat ja, sie hat ja in seinem, in in seinem Haus gesehen, dass das ein Bild genau. war, wo er da bei so einem genau. Burgerbrater arbeitet, wo er glücklich genau. war. Und da hat man verstanden, ich glaube, Percy, es geht ihm ja. wirklich darum, sich selbst und andere irgendwie glücklich zu machen mit dem, was ja. er tut, was immer elaborierter, immer abgefahrener wird. Aber eigentlich wäre er glücklich, wenn er Leuten einfach den geilsten Burger machen kann und von denen das Feedback bekommt, dass das super ist. Ich glaube, das war für mich, weißt du, das, das war für mich so dieses Ding. Deswegen lässt er sie ja am Ende ja. gehen, weil ja, so sie ihm. Noch, sie, ja. hat also ihm noch einmal, ist, sie hat ihm noch einmal der, einen Moment des Film Glücks verschafft. Ja. Ja, also so. genau, das ist ja die Sicht von ihm. Ja. Ähm, aber der Film an sich oder der Regisseur, was er damit aussah, oder was er in den Raum wirft als Thematik, ist ja auch, ist Kochen eine Kunst. Und äh, wenn ja? sie eine Kunst ist, mm, mm. Äh, wie weit natürlich darf Kunst immer gehen, ist ja immer die Frage. Oder halt mm, auch, äh, mm. äh, wann beginnt die Kunst? Da? Ja, auch ja, beim Kochen auch das? Hm. und das sind auch so Fragen immer, die da eingeworfen werden, die ja auch immer im Film thematisiert werden, wie mit dem Burger am Ende. Hm. Oh, ich will jetzt nur einen lepprigen Burger und wer auch schon so diverse Kochshows oder auch hier auf Netflix Dokus gesehen hat, hm. da gibt es ja Sterneköche, die immer wieder sagen, die, weiß ich nicht, Hochglanzessen ja. zubereiten, aber dann sagen, wisst ihr was, wenn ich an, an meine die leckerste Pizza-Erfahrung zurückdenke, muss sich immer an meine Kinder zurückdenken, die Billo-Pizza vom Corle-Pizza, sag ich jetzt mal, ja, beispielsweise. Ja. Und so ist es ja hier ähnlich, ne? Ja, ja, ich will ja, ja. den Cheeseburger haben, so wie in meiner Straße, hier in dem und dem Burger da. Mm, so. mm, das Einfachste ja. kann gut gemacht sein, mm. was wir auch schon vorhin bei Banshees of Initial hatten. Ratatouille ähm, das grüßen. <lacht> <lacht> ja, oder Ratatouille mit dem Ratatouille, das ist genau super Beispiel. Ja, ja, Perfektes Beispiel eigentlich. Das ist ja genau dasselbe. Ja. Aber ja, klar, die Rache steht da auch im Fokus, definitiv. Ja. ja, das ist halt so das, das meine ich mit das meine ich mit der Film ist eigentlich ein Statement, ne? So also ja, ja, ja. es ist eigentlich unreal, na, es ist eigentlich unrealistisch, dass alle Leute in seinem Staff da der Meinung sind, ja, wir müssen jetzt auch alle sterben und so, ne? Also, das ist schon konstruiert, aber eben weil es ja. im Prinzip eine böse Satire ist. So das ganze ja, Ding. Dann, ne? Deswegen dann funktioniert das, auch. genau. Ja. Und ich brauchte, wie Weil gesagt, im Film eine wäre, Weile. Wenn das dann wäre ja. es schwieriger. Ich brauchte eine Weile, um das so zu verstehen, wie der Film, was der Film sein will. Ne? Das, Weil ich, verste, das verstehe ich auch voll, ja. 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 Und wie gesagt, ich finde ihn gut. Es ist aber jetzt, da mir halt, wie gesagt, Handlung immer wichtig ist, auch kein Film, der mir jetzt von der Story her wahnsinnig lange im Gedächtnis bleibt, sondern im Gedächtnis bleibt mir eigentlich nur Ralph Fiennes als 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 ja fast schon wahnhaft begeisterter Koch sozusagen und Anya taylor Joy Der wahnhafte begeisterte war eigentlich Nikolas Hut oder wie er ausgesprochen Ja, ja, oder? ja, ja, ihr, ihr, ja, der, ja. Der, der hat mich ja so ein bisschen der sich da engagiert hat, ja, ja, mich auch, äh, mich auch. Äh, na, ah, anfangs, ja. fand ich die anfangs fand ich die Figur noch ganz spannend, ja, weil er einfach ja, ja, als, als so totaler, total begeisterter Kochgeek rüberkommt. Aber dann merkte man halt, dass das alles nur Fassade ist. Und mhm. ja, das fand ich ein bisschen schade dann, so die, die Charakter. Charakterisierung, die man nee, ihm dann verpasst hat. Das fand ich irgendwie cool, dass sie ihn da so mit Bullshit absolviert haben. Also ja, aber das meine ich. Das, das, das ist das, warum ich meine, das ist halt eine bitterböse Satire. Weil ja. dieser, dieser Charakter, den Nicolas Holt spielt, ist ja eine das Repräsentation ist keine realistische Figur. Der ist schon mit Absicht überspitzt. Ja, ne? Und das ist eine, ja total. Ja. Total überzeichnete Figur. Ey. Aber ja. es funktioniert in dem Kontext halt, ne? weil Anja Taylor-Joy so ziemlich ah. die einzig normale Figur ist da. Alle ja, anderen ja. sind ja irgendwelche hochdekorierten Stars oder die eine ist K K Restaurantkritikerin oder sowas, ne? Die, ja, an sich, äh, an sich, und so diese, weiter. diese Freundin von dem italienischen Schauspieler, da dachte ich zuerst, die würde. Achso, ja, die, die war auch noch auch relativ noch normal. Mehr ne? reisen, aber ja. die ist ja anscheinend auch. Ja, ja. Kommst so zumindest aus, Raul, aus reichem Elternhaus? Deswegen, ja. ja. Nee, also wie gesagt, ähm, durchaus guckenswert, ja, aber geht nicht mit der. Geht nicht mit der Erwartung ran, dass da jetzt irgendwie eine großartig zweite Ebene aufgemacht wird oder so. Ne? Eine Zeit lang ja. habe ich ja gedacht, diese Geschichte, wo er den einen Typen da im Meer versenken lässt, dass das irgendwie so eine Andeutung ah, ist, stimmt, mit ja. das Ganze wird jetzt hier irgendein Opferritual und ich hatte schon mit Cthulhu gerechnet. Weißt du, so, so ungefähr. <laughs> ähm, <laughs> naja, weil die ganze Symbolik irgendwo auf einer Insel, irgendwas Ritualisiertes, ja, ja, mit Sommer, ne, wo solche. so ja so Ja, mit dieser das Sekte hat schon so mit Vibe gehabt, ja. Und, aber da hat der Film einen halt recht raffiniert auf falsche Fährten geführt ne? und man versteht ja, dann eigentlich zum Ende sagen. erst, worum, es, worum ja. es geht. Also, wie gesagt, allein von der schauspielerischen Leistung her, wirklich. Sehr sehenswert, finde ich. Wenn man jetzt mit Ralph Fiennes und Anya Taylor Joy nichts anfangen kann, gut, dann wird man da sicherlich keinen Spaß haben. Aber fand ich beide sehr gut. Ja, das Ende, wie Tanja schon schrieb, ja, ich hätte mir da auch was anderes gewünscht, aber es passt zum Film. Also insofern, es ist konsequent, sagen wir mal so. Und ja. ich möchte mich jetzt, also ich habe jetzt ein paar Reviews gesehen zu The Menu, wo es dann hieß, der radikalste Film des Jahres, wo ich dann, würde, <laughs> wo ich dann sagen würde, naja, nee, soweit würde ich nee. jetzt nicht gehen, weil. Also ich. Gut, die Leute sterben alle am Ende, bis auf Anya Taylor-Joy. Aber dass das jetzt sonderlich radikal ist, naja, ich definiere es irgendwie anders. Aber es ist schon ein besonderer Film. Also, das muss man schon sagen, ja. Die, Aber ähm, also das, was du sagtest, das war witzigerweise fast das Gleiche, was ich im Wortlaut zu Anne gesagt habe nach dem Film. Das, dann, ähm, den fand ich jetzt nicht super schlecht oder so, aber ja. es ist kein Film, der mir in Erinnerung bleiben wird. Den werde ich in ein paar Monaten ver fast vergessen so haben. Ja. Also ey, mir bleibt da wirklich immer noch in Erinnerung. Echt, ich ja? ihn ja. im November gesehen. ihn ja. gleich als er rauskam, eigentlich gesehen gehabt. Ja. Und äh, okay, mir blieb auch eine Erinnerung, weil ich noch im Streit war. Hattest du Glass Onion gesehen? Ja, <laughs> <laughs> äh, Glass Onion ja, hat habe ich nachher noch auf hm. der Liste übrigens. Ich hatte so, so es parallel gesehen, aber. Entdeckt, aber mhm. Ja, ist was anderes, aber. Den habe ich auf der Liste. Ich kann also den, ja, ja du, ich, von dem gereicher Typ, Onion, Insel, macht er sein Ding. Ich habe Glass Onion schneller vergessen, glaube ich, als im Menü. Ja, ja. Ich, also, <laughs> ich hätte Glass Training Onion als nächsten Film auf meiner Liste. Wir können da gerne Ach nachher so. noch eine Runde ranten. Ja. Ähm, ja. ja, The Menu. Also, wie gesagt, wenn man weiß, worauf man sich ungefähr einlässt, und hier ist es mit Schwarze Komödie. Ja, relativ ja, gut trifft. beschrieben. Relativ gut beschrieben. Schwarze Komödie mit einem bösen Ende, gewissermaßen. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Ne, das so zu, zu framen. Und man muss den Film halt als wirklich Satire verstehen, glaube ich. Man darf halt wieder nicht mit zu viel Logik und zu viel über den Plot nachdenken rangehen, weil sonst wird man die ganze Zeit irgendwie Fragen stellen. Moment, warum spielt denn da sein ganzes Team mit? Und da entscheidet sich jetzt keiner um. Und ne, so ungefähr aber wenn man das hinkriegt, dann durchaus ein empfehlenswerter Film. Ja, The Menu. Dann ist äh, Phil wieder am ja, wäre dran, oder? Moment, ich, ich oder Percy? War Percy nicht da? Hast du Percy die war Outfit nach gesehen? Ja. Die Outfits. Die Outfits, okay, Outfit, ja. Habe ich den Trailer letztes Jahr auch gesehen. Ich, ja, ich, glaub, ich weiß, Strange, glaub, kam ich der Trailer weiß nur aus, grob, worum es geht. Äh, und ja. der kann dann im Kino, glaube ich, im Sommer. So, mhm. Juni, Juli rum, glaube ich, mich jetzt richtig erinnere. Jetzt gibt es einen bei Sky und den fand ich na ja, normal. Also, ich habe mir Letterbox glaube ich mit drei von fünf Sternen. bewertet ja, ja, ne? hier, äh, Sorry, Deutsch und äh, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Mit, ähm, sag schon, Oscar-Gewinner. Ich komme auf keine Namen äh, mhm. mit dem nebendarsteller oscar gewinner von äh, Bitch of Spice. Wie wie heißt er? Mark Rylands ist hier mit bei Johnny Flynn. Mark Rylance, genau. Mark rylance. Ja. spielt es auch gut, muss ich sagen. Es ja. geht ja halt darum, dass er ein Schneider ist. Und schöne Eröffnungsszene, muss ich auch sagen. Lässt sich super äh, in den Film so reinziehen, weil mhm. du siehst erstmal, wie er schneidet und wie er äh, Stoffe zurechtschneidet. Also dieses ganze Vorgehen ne, vom Schneidern äh, wird dir so aufgezeigt, bildlich, in den, ich würde mal sagen, 30er Jahren. 50er, 20er, ja. 56 soll, ja, also hier steht 56. Also. Mhm. Okay, oder so. Mhm. Und äh, wie er dann halt da alles, äh, ja, zurecht macht und dann seine Kunden reinkommen und die dann ausmisst und so. Und das ist mhm. super gemacht. Super Introduction. Äh, und dann, ja, äh, halt, ist er halt natürlich so eine Art, wie soll man sagen, Briefkasten für Mafiosis, die. Ähm, ah. Schmiergeld. Ach, das war Zimmer, oder? oder bei dem? Ja, genau. Ah, also, ich, ich hab den Trailer genau. gesehen. Ich erinnere nämlich gerade. Genau, auf. und mhm. ähm, das ist irgendwie, es ist ein totales Kammerspiel, weil ja. es halt die ganze Zeit nur dort spielt. Äh, ich überlege gerade, du siehst wirklich keine einzelne Szene, die mal aus, äh, rausgeht aus der Schneiderei. Ah, okay. Die Schneiderei heißt ein halt Outfit. Und, okay. ähm, ja, und er hat halt eine Assistentin und, äh, mhm. Versteht sich auch gut mit ihr und er wirkt halt wie so eine Art Vatersatz für sie. Mhm. Und ohne halt auch, dass ihm viel, viel über sein Leben so verraten wird direkt, aber eher mehr indirekt, was er auch mal für ein Leben hatte mit einer Tochter und was dann auch immer passiert ist, mhm. ähm, siehst du halt, wie diese Figuren so zueinander stehen. Und dann passiert halt ein Zwischenfall, dass halt genau. Ähm, ja, zwei Mafiosis reinkommen und da einen Plan haben und eine hm. äh, Spitze ausfindig machen müssen von der anderen Familie. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die andere Gangsterfamilie ja. ist. Ich sage jetzt mal Corleone. Ja. <laughs> die Sopranos. Äh, und dann mhm. passiert halt natürlich mhm. dieses eine Ereignis, was ich jetzt natürlich nicht verraten kann, ja, ja. Äh, darf oder kann wegen Spoilergründen, was halt diesen ganzen Film mitbestimmt. Mhm, ja, wo er dann halt natürlich mit mehr drin ist, als er eigentlich wollte, nur mit seiner Schneiderei. Ja. Und es hat einen schönen, schönen Twist, sogar mehrere kleine Twists mhm. und einen etwas größeren, würde ich sagen, der wirklich erst gegen Ende auftaucht. Mhm. Von diesen, was geht der, 100, 100, 110 Minuten? Ich weiß nicht mehr. 1 Stunde 45 ähm, steht hier. Aber ich muss sagen, wer mhm. so schon kennt, der wird da auch natürlich. Also, es ist schwierig, heute noch mit Twists zu arbeiten für dich, um mhm. das nicht zu erkennen irgendwie. Mhm. Und auch vor allem, wenn du so auf das Schauspiel achtest von Mark Wylands, der das auch trotzdem aber großartig macht, ja. erkennst du, schon, dass da andere Ebenen noch dahinter sind, so mm. ja. Und das zum Beispiel bei ihm oder auch bei anderen Figuren. So. Verstehe. Und äh, das ein... hat mich dann so ein bisschen, ja. nicht ganz abgeholt, warum ich dann auch am Ende dann nur drei von fünf Sternen gegeben habe, weil. Ah. Ja, Ist das ja, denn? Auch so ein bisschen. Ja. ja. Ist das denn ein Gangsterfilm oder? Fand ich auch, es ja. Es ist es ist ein Gangsterfilm, wenn man ja. ihn wieder in ein Genre packen würde, aber es ist auch wieder natürlich ein Drama. Gangsterfilm ist auch eigentlich immer ein Drama, hm. ähm, aber es ist, es ist wirklich sehr low Gangsterfilm. Hm. Also wenn du jetzt hm. äh, wirklich mit Scorsese-Filmen wie Goodfellas oder was auch immer Casino, was wirklich so ein ja, ja. finde ich so ein Paradebeispiel an Gangsterfilm ist, oder du kannst ja noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Hm. Ähm, es ist eher nicht so angesiedelt. Es ist wirklich schon mehr, mehr so lau, ja. Also. Es ja. ist wirklich eher so als Nebengeschichte, so die, dieses Gangster-Lifestyle und hm. was macht es einem aus und mit seiner Umgebung. Das spielt dadurch, dass es spielt, ist, das ist halt, geht es ja nie davon hinaus, weißt du, um dieses, also du hörst ja auch immer, was draußen passiert, aber du siehst es nicht. Hm. Du nimmst es auch gar nicht wahr, wirklich. Weil im Fokus wirklich so die Handlung eher steht und die Figuren. Und gar nicht so dieses. Subkulturelle ja, ja. oder dieses generelle Kulturelle drumherum. Hm. Ja, das ist. Verstehe. Das ist dann halt eher. Und ich muss halt sagen, man kann ihn auf jeden Fall mal gucken. Hm. Ähm, aber. Es ist jetzt kein, ist kein irgendwie Bahnbrechender oder der jetzt irgendwas nee. völlig neu macht. Oder nee. Also im Kino Weise. hätte ich mir den auf, auf keinen Fall auch angeguckt. Deswegen hat er mich, glaube ich, auch damals abgeschreckt. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so: ja, ja, ganz okay, aber ich glaube im Kino wäre ich. Bei Trailer, Trailerfit, ich verrät schon so, dass es halt so gutes Mittelmaß ist. Mm. Ja. Alles klar. Ja. Die Outfit. Drei von fünf Sternen von Percy. Genau, na klar, wenn man diese Art jo. Film mag und vor allem auch die Epoche, in der das spielt, ne, das ist für mich auch immer so ein Ding, so ja, ne? Klar. Wenn ich halt mitkriege, Film spielt irgendwie Anfang 20. Jahrhundert, dann bin ich meistens immer schon so ein bisschen kritisch, weil es ist nicht unbedingt so die Epoche. Die ich so ne, toll finde. Und da muss es schon irgendwie von der Story Echt? her irgendwas, ja, ich, ich mag so, also in Anführungsstrichen historische Sachen, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Also wenn der Film gut ist, stört mich das natürlich nicht. Aber die Sachen, die ich normalerweise cool finde in Filmen, die gibt es dann da eventuell nicht. Wenn du halt so auf Sci-Fi-Tech-Sachen also ja. stehst, da hast ja, du halt genau. nichts, ne? So ungefähr. Und hier jetzt in den 50ern in Chicago irgendwie. Na klar, wenn das ja, jetzt, Chicago war das. Ja, also steht hier zumindest bei, bei Amazon. Das ist ähm, ja typische gangster stadt eben damals. So dieses gewesen, typische halt Gangster-Ding, ja. ne, wo ein paar Jahrzehnte vorher irgendwie Al Capone und so weiter da genau, am Start genau. waren und sowas. Ja, aber wie gesagt, so drei von, ja, was hat der auf einem Warte mal. Ich glaube auch so, so in dem Schnitt sechs noch, war sechs, oder so, glaube ich, oder so ja, was? warte mal. Auch so sehr durchschnittlich irgendwie. Ja. Warte, was hat er? 7,1 immerhin. Oder sowas, ja. ja. Ja, man könnte ihn auch jetzt dreieinhalb geben, ist klar, ja. irgendwie. Aber Mike Rylance macht es auf jeden Fall super, der passt ja gut rein in die Rolle. Ja, na ja. der das Ist ja letztlich auch ich glaub immer glaub Geschmackssache. Der, ich glaube, der, glaub der ein oder andere, der kann sich auch von dem Twist mit lassen und mm. sich da überraschen lassen vor allem. Mm. Aber als viele Filmguckende wie wir zum Beispiel oder auch andere, das erkennst du relativ früh und dann denkst ja. du okay, warum den Twist? Dann erzähl doch die Geschichte <laughs> lieber, ja. lieber noch einen Ticken anders, dass du halt sagst so, ey, okay, wir stützen uns noch mehr auf die Figuren oder ja. weiten den Plot so aus, dass es halt doch auch raus aus dieser Handlung des Kammerspiels geht. Mhm. Mhm. Ja, aber naja, die Outfit. Die Outfit von Percy. Dann ist Phil am Start. Ja. Glaube ähm, ich. ich hätte, ich würde jetzt mal einen Film, den hätte ich ja gerne besprochen, wenn Taya da wäre, weil sie da anscheinend eine ganz andere Meinung hat als ich. <laughs> wir können, kannst du die noch Aber aufheben? Jetzt, nee, ach, das machen wir jetzt. Kann ja dann im. Äh, im ach, du meinst Moment Bell, oder, so. oder? Geht's um genau, Bell? Bell? Ja, warte. habe ich noch nicht. Ja. Wo, wo gibt's denn den? Kürzlich Ist der noch gesehen? Ich, ich habe ihn hier auf Amazon nur, da ist er aber nur zum Kaufen. Gibt es den irgendwo gerade im Stream so für. Nö, ben wir Netflix haben uns den irgendwie. geliehen. Also. Ja. Glaube ich zumindest. Kann sein, dass er irgendwo war, ich bin mir gerade nicht sicher. Mm. habe ich viel geliehen in letzter Zeit. Ähm, genau, also Bell, das, ich würde jetzt mal sagen, ist also ist von den äh, Summer Wars Machern, soweit ich weiß. Und man hat da auch so gewisse, also jeder, der Summer Wars gesehen hat. Oh, Summer Wars war großartig. Der wird da Parallelen erkennen zu hm. ähm, großartiger Sammer was ja und der ist aber macht geht in eine andere Richtung und eigentlich wenn man den jetzt ganz plump unterbrechen würde das wird dem aber eigentlich nicht gerecht würde mhm. man sagen das mhm. ist so eine An Anime Interpretation von Die Schöne und das Biest ja. ja. Aber um, auch mit so Ready Player One-Aspekt drin, oder? Mit so, so ja, vr nee, hey, irgendwie? Ja, nee, ja. Also, ja, du hast da dieses diese VR-Welt, ne? Ja. Diese, ja, okay. ähm, die wir aus die auch der Schönheit die die also, ja auch kennen. So <laughs> genau, alles, was da so fantastisch ist, ist halt eine VR-Welt. Ja. Da kann man sich halt einloggen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Die ist halt so weltumspannend. Da sind nee. weiß ich, wie viele Milliarden oder Millionen. Ich glaube, über eine Milliarde sogar. Trillionen. Äh, Vier Milliarden oder so, vier Milliarden und so hat das mhm. Ding, also mhm. riesig. Und ähm, ja, da sind halt die Leute drin, aktiv, bla, bla, bla. Und die Protagonistin erstellt einen Avatar in dieser Welt, mit aber dem Foto von einer Mitschülerin, die sehr beliebt ist bei ihr in der Schule. Mhm. Und sie heißt Bell was ja auch der Name aus dem, von der. Prinzessin aus Schön und das Biest ist und das ist auch kein Zufall. belle heißt doch nur die Schöne, oder? Genau, ist ja auch nur die Schöne. Ja. Deswegen, ich habe das zuerst gar nicht so gesehen. Also das ja. erst im, also ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe dann halt erst im Film gesehen. Um, das ist ja, das ist ja wie die Schön und das Biest. Tja. Und, äh, ja. Du hast dann tatsächlich im Film taucht dann da ein, eine Art Biest auf. Ja. Und es gibt auch so eine Art, äh, wie heißt der Gaston? Das ist da in dem Fall Echt? so ein. Ja, heißt der nicht Genauso bei Schön und das Biest heißt er nicht Nee, Gaston? nee, er heißt nicht Gaston. Heißt ich meine so. jemanden, der Gaston aus die Schön und das Biest entspricht, der heißt Ach, anders. Ach so, okay. Das ist so: hm. ähm, da gibt es so eine Art selbsternannte Polizei. Es gibt keine offizielle Polizei mhm. in, diesem, in diesem Spiel. Und da gibt es halt wie so eine Art Gilde, die gesagt haben: wir setzen jetzt die Rechte durch. Und der Anführer, der erinnert so ein bisschen an Gaston. Der will nämlich dieses Biest zu Fall bringen. Mhm. Und weil das. das besiegt immer irgendwelche anderen Spieler und stiftet Unruhe und ist halt nicht gern gesehen. Ja. Aber der scheint halt nicht so aggressiv zu sein. Und, und Bell geht halt auf den zu und lernt ihn halt so ein bisschen kennen. Hm. Und ja, der wohnt doch in einem Schloss und hat verzauberte Diener. Es sind dann aber so kleine Elfen. <laughs> ja, und es wie, wirkt. Wie ist dieses Meme, Phil, dieses Meme, äh, kopier es, aber sorgt dafür, dass es nicht <laughs> ja, auffällt. Genau. Ja, ja. Ja, so, genau. Man könnte zuerst <laughs> vermuten, okay, krass, das, das ist ja wirklich die Schön und das Biest. Aber. Dann macht er nochmal ein anderes Thema auf und geht ein bisschen tiefer. Und ich, ja, ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Mm -hmm. Oder ich, ich spoiler jetzt nicht alles, aber es kommt raus, dass das eigentlich, also das Biest, wer hätte das gedacht, ist jetzt in dem Fall kein hübscher Prinz, der irgendwie verflucht ist oder so, sondern Schade. das, hinter, das <laughs> ja. hinterliegende Thema ist eigentlich Kindesmisshandlung. Und Krass. das wird dann relativ ernst. Und mhm. ich fände es auch ziemlich cool gemacht. Also, ich kann mich da Taya nicht so anschließen, dass ja, sie Taya hat, den hat ihn da grau Taya hat ihn hat die, sie hat ihn noch Sie auch hat gar gesagt, nicht bis Ende gesehen, ne? nach 45 Minuten rausgegangen. Genau. Gegangen. Taya hat ihn noch nur zur so, Hälfte gesehen echt? oder so. Das, äh, das ist genau. ein Statement, Alter. Äh, genau, das ist ein Statement und da dachte ich, also, okay. Das, das ist in der Tat also, spannend, genau. und, weil Taya normalerweise nicht, es der, nicht der Typ ist, der genau, Filme verlässt. Mir und mir überhaupt nicht so, ich fand ihn eigentlich recht gut, den Film. Mhm. Ja. ja, der hat auch wieder sehr abgefahrene Musik. Ich mag ja eigentlich so dieses, dieses, äh, ja, dieses Japano-Pop-Zeug nicht. Das taucht da auch auf. Ja, ja, kann ja das ist auch nicht Also <laughs> es wird, es wird viel gesungen. Die, die mhm. Protagonistin, diese Belle, wird halt bekannt, weil sie so schön singen kann. Genau, bei ihr ist es so, sie hatte ja. so, ein, so ein traumatisches Erlebnis. Sie hat nämlich, ähm, warte mal, waren das beide Eltern? Ja, ich glaube, sie hat beide Eltern verloren. Hm. Sie Und, ist Batman. Ähm, Siehst du? Sie ist Batman, ja, ja nee. Mhm. Oder es war nur die Mutter, ich bin mir nicht sicher, aber die Mutter auf jeden Fall. Und, ähm, ja, ich glaube, okay, ja, nee, die Mutter. Die Mutter hat sie Klon. verloren, genau, die Mutter hat sie verloren. Ja. Und mhm. mit dem Vater ist halt, seitdem das passiert ist, ist halt so Stille zwischen denen. Also, mhm. die, die Fragen können wir ganz schnell klären: flogen denn Perlen durch die Gegend? Ich glaube nicht, nein. Es, war auch keine, es gab auch keine Seitengasse. Ich glaube, es war ein Autounfall. Oder, äh, nee, das war, genau, die Mutter ist, ist äh, gestorben, beim, als sie ein anderes Kind bei einer Flut gerettet hat. Die ist da ja. geschwommen und mhm. hat das Kind gerettet, aber ist dabei ertrunken. Hat denn, hat denn diese Backstory tatsächlich eine Relevanz für die Story oder wird die nur als nee, emotionaler ja, Aufhänger verwendet? Ja, also das, es geht die darum, Figur dass sie halt genau für die Figur, mhm. sie hat halt ein Trauma oder Seitdem, das war ja. so ihr Licht im Leben, ne? Die Mutter, und seitdem ist sie halt so geknickt und mit dem Vater, wie gesagt, so still, stillschweigen zwischen den beiden, die können nicht mehr mhm. richtig reden und so. Und sie kann auch nicht mehr singen. Und früher hat sie sehr ja. gerne gesungen. Und okay. durch diese, durch dieses Spiel, durch diese VR-Geschichte mhm. konnte sie wieder singen, weil sie ein anderer Charakter war. Da konnte sie komplett mhm. offen sein. Mhm. Und dann hat sie halt auch so gut gesungen dass sie sich mit ihrer Freundin zusammengetan hat. Die hat das total marketingmäßig aufgeblasen, also so eine Schulfreundin. <laughs> und ähm, die ist da so der, der super Popstar in dieser Welt. Also jeder kennt mhm. Bell. Die ist da super fame und macht da Konzerte und was weiß ich. Und jeder fragt sich, wer ist sie, wer ist sie? Das spielt so auch eine Rolle im ja, Film. Okay. Ja, und dann kommt es raus. Und dann gibt es schöne emotionale Momente. Ja. Es ist jetzt... Ich glaube, das würde mich rausreißen, das mit dem Singen. Und <laughs> also, ja, äh, ja. Das ist ganz interessant. Ja, aber ja, Mit dem, ja, ja, mit ja. dem Singen. Genau. Und genau guck mal hier, sie ist Popstar und dann mit, der, ja. mit dem japanischen du, das, Pop. Ja, genau, ey, diese, nee. diese ganze Eile-Scheiße und so. Mich spricht das auch ja. nicht an. Also ich bin da auch nicht so der Fan von. Ja. Aber durch diese... Dass der dann doch ein bisschen tiefer war, als man denkt. Ein bisschen düsterer auch. Gegen hm. Ende. Das ist ja der hat, das dann cool, dann ja. der hat das es dann hat wieder rausgerissen. Der hat es dann wieder rausgerissen. Kontrast dann noch irgendwie dazu, ne? Hm. Ja, genau. Also, man hat da, man dann, genau. Hm. Ja. Also, es geht letztendlich die Message vom Film, ne? Wie das, wie das halt immer so ist. Ähm, hm. Ja, versteck dich nicht, sei du selbst, bla, bla, bla. Also, der ist, ist jetzt kein super krasses Meisterwerk, aber es ist ein schöner Film. Hm. Und ja, ich kann nicht verstehen, warum, <laughs> warum Taya da so früh schon rausgerannt ist. Aber ja, okay. Ja. Vielleicht ging ihr das Gesing auf den Sack. Das ist eine ein ganz andere Brille. Vielleicht hat sie auch eine ganz andere ja, Brille. Wirklich vielleicht war auch, die erwartungs, ich glaub, die, Erwartungshaltung auch nee, die erwartungs war. anders. die Erwartungshaltung war anders, weil sie ist da ja. wahrscheinlich so mit ja. Summer Wars Wipes ähm, rangegangen. Ach, und echt, dann, ja. Oh, und dann kommt okay. da also nämlich so ein Film raus. Mhm. Weil es Summer sah Wars ja im Trailer auch so aus wie Summer Wars so ein bisschen. Echt? Also, ja. Na, hast du dir mal den Trailer ja. angeschaut? Von Bell nicht? Nee, nee, hatte ich noch nicht. Na, ich ja. hatte mir nur also gerade mal so grob den so Plot. Vibes, also ja, ja. So, ja. Auch plotmäßig gibt es ja zumindest ein paar Berührungspunkte offenbar zwischen den beiden Filmen. Ich hatte ja, eben ja, mal kurz. Welt, den, genau, so ich hatte mal eben kurz rüber gescannt. Ich kannte Summer Wars nicht. Aber ähm, Summer Wars, also diese. Die Handlung ist ja auch so genial gemacht mit dieser Familienthematik und ja. dieser digitalen Welt. Das fand ich aber wie wichtig. gesagt ne, wenn mit dem man dann und so mit so einer ja, anderen ja. Erwartung. Also, rangeht. Optisch, ja. also optisch diese ganz digitale Aufmachung so hat mich auch sehr an Summer Wars erinnert. Aber ansonsten ja. ist es halt schon ein anderer Film. Und ja, wie gesagt Beauty and the Beast im Anime oh. bloß nochmal besser, genau, mhm. bloß nochmal besser gemacht finde ich. Also oh, ich von auf, der Thematik zum Beispiel Der junge, äh, der, der Regisseur hat ja den Film auch gemacht. Der Junge und das Biest. <laughs> Tatsächlich? Ach, ja, das ist natürlich witzig. ja. ja. Den, den habe ich auch gesehen. Den <laughs> fand ich okay. Mal sehen, was als nächstes kommt. Der Junge, das Irgendwas ist. Irgendwas anderes und ein Biest. I see. Bell, ja. Den hattest du geliehen, ja? Irgendwie hier auf, auf Amazon oder so. hab Amazon ich es geliehen, was? kann auch sein, dass er irgendwo kostenlos ist. Mhm. Aber wahrscheinlich hab ich ja, ihn ja, auch so eine 7,1 bei, bei IMDb. Kann das sein? Ja. Oder Crunchyroll. Nee, bei Crunchyroll nicht. Mhm. Nee. nee, da ja. nicht. Okay. Genau, ja. 7,1, ja, das trifft Das so ist so, ne? So nicht, auch sagen, nicht ja. schlecht, auch ist nicht wirklich schlecht herausragend. Nein, wie so ein Outfit-Film, ne? Ja, 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 ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch das. Vielleicht ein bisschen mm -hmm. besser. Mm -hmm. Oder auch schlechter. Kommt drauf an. Also wenn man mit dem Genre nichts anfangen ja, kann, ja mit ganz Animes, andere, genau. Ja, ja. genau dann ist ja eine, ist ja eine ganz ganz andere Handhabung Das ist halt die sowieso immer das Ding, was bei IMDb immer so ein bisschen schwierig ist. Die Stats lassen sich da relativ schnell manipulieren und die Wertungen sagen ja nicht wirklich was drüber aus, ob dir jetzt subjektiv der Film gefällt. So, das also ist genau. immer ein bisschen. Ich kann mir jetzt schwierig. auch vorstellen, Sascha, für dich wäre der Film, glaube ich, nichts. Der ist dazu hm. verspielt. Ja. Aber du kannst, wenn, du, wenn du unbedingt sagst, oh, jetzt hat er mich noch nicht Vielleicht doch kann ich ja, ja, Jahren, vielleicht kann ich ich ja Taya, ich Taya mal nötigen, dass wir den irgendwann doch nochmal gucken. In, in und Gänze. Dann nochmal eine ja. finale, finale Review machen oder so. Ja, wie gesagt, das ist jetzt weder vom. Ich bin nicht so der große Anime oder, oder ne Fan ja. und wenn es jetzt so eine so eine Nacherzählung einer Beauty and the Beast Story ist und dann auch noch gesungen wird, schwierig. Beauty and the Beast wird mehr gesungen. So viel kann ich dir schon mal verraten. Ja, also, der einzige Film, dem, auch viel gesungen, der ja. einzige ja. Film, in dem ich Gesinge gut finde, ist Ariel. So haben wir es ausgesprochen, <laughs> ja. ja, ja weil Ariel finde ich genau toll. So. <laughs> weil aber nur die, nur, die, nur die, alte, nur die, alte nur die, ah, alte, okay, nur die okay. alte, nur die alte, Variante mit Ute Lemper als ja, Die neue wird wahrscheinlich äh, furchtbar. Ja nee, das ist Disney. Ach so, ist die jetzt eigentlich? Sollte der diese die Neuverfilmung? Dieses Jahr raus. Die, so. ja, die kommt dieses Jahr ich raus auch schon, die, weil raus die ist also doch schon seit, ich seit guck seit dir den, den Trailer an, da denkst du dir auch so. So gefühlt nee, seit fünf nee, Jahren war, angekündigt. Ja, weiß ich auch nicht, ich ob man das den braucht. Ich das ja mal Was ich gucken. gut finde, ist, dass sie halt jetzt, eine, dass Disney eine schwarze Schauspielerin gecastet haben, hier die ja. Tochter von Halle Berry, glaube ich. Ja. Ach nee, die heißt Bailey, heißt Bailey, Halle Bailey heißt die. Halle Bailey irgendwie so. Das finde ich gut, dass sie da auch mal was anderes, so einen anderen Input bieten, vor ja. allem halt auch für kleine Mädchen, die schwarz sind und ja, damit mit so einer ja. Person äh, als Ariel da auch mal identifizieren können, das ist super irgendwo. aber ja. wenn du den Trailer siehst denkst du dir so das ist hier, was ist das, also <laughs> ja. die sitzt da auf dem Stein und singt und das, ist, und ja da das, Wasser und das, das ist ja das Ding das ist ja das Ding wenn ja. der Film gut ist... Das sieht und nicht der, aus wie Unterwasser, das ich mein sieht bloß, einfach ganz schlecht aus. Ja, wenn, wenn, <laughs> der, wenn der Plot gut wäre ja. und die Charaktere gut wären, dann ist doch völlig egal, ja. welche Hautfarbe die Schauspielerin hat. Nur ja, richtig. Wenn, genau. wenn der Film halt auch Mist ist, ja, na, das macht es dann auch nicht ja. besser. So, ne? Das ist ja, weiß richtig. ich nicht. Und fairerweise muss man Sehr, ja auch sagen, dasselbe, ja. diese Arielle-Interpretation von Disney mit hier rote Haare und so weiter, das ist ja, ja. auch reine... Reine Fiktion gewesen, Voll. weil, wenn du dir dieses Original, ja. äh, die kleine Meerjungfrau, irgendwie anguckst, da steht ja auch. Ein dänisches. Noch ihre, Dänische ja, ja, von Hans Christian Andersen, glaube ja. ich, ne? Genau. Ähm, und da steht genau. ja auch so, ihre Haut hatte die Farbe des Meeres, bla, bla, bla und so weiter. Also wahrscheinlich wäre die eher grün oder blau oder so, was weiß ich, so, keine und ich Ahnung. Bin, ich bin da mal hingereist äh, mit meiner Da Freundin, ist so eine Statue, äh, ne? Da zu steht dem Ort, so ein, wo, Ja, genau. Ja. Zu dem Ort, wo, ähm, wo die Grundgeschichte mhm. entstanden ist, an der Küste und mhm. wenn du da bist, mhm. Hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt hier diesen Disney äh, äh, Fabian äh, Ariel White bekommst <lacht> mit <lacht> Neptun, ja. Ja, <laughs> ja, ja. schon eher natürlich ein der <laughs> mm -hmm. Touch. Also, mm -hmm. das äh, äh, nee. ja. <laughs> Also Disney jetzt halt immer, was das angeht, ne? So ein bisschen. Ja, ja. Also, ah, ja. wie gesagt, da haben es sie. Dann wie mit Pinocchio, bestes das, Beispiel, was jetzt auch kam. Ja. Mm -hmm. nee, das ja. ist ja, den habe ich doch nicht gesehen, den will ich mir anschauen. Hier Aber es. Hier, Boah, äh, es gibt ja halt den japanizing Beam, und das ist halt der Disney-Beam. Ja. Dämon oder Meerjungfrau, schrieb die Süddeutsche. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich meine, gut, wenn man sich viele, viele Storys über so Mermaids anguckt, sind das ja auch nicht unbedingt die freundlichen, disinfizierten, netten, nee. sondern eher so Richtung, so die, die Sirene aus Homers Odyssee oder ja. so, ne? Eher so die dann, ja, dann Seeleute so unter so Wasser der ziehen. Ja, Big 4, ja. Ja, ja, <laughs> so eigentlich sind so Mermaids <laughs> genau. nicht unbedingt äh, äh, Relationship Material, ja. sondern. Mh, Schwierig. Ja. ja, schauen wir mal. Schon eher die ausbeutende Frau, die dahinter steckt. Naja, vor allem sind das halt mythische Wesen, die äh. eigentlich Seefahrer ne, irgendwie essen. Deswegen so die ausbeutende ungefähr. Frau eher. Genau. Man weiß es nicht. Ja, schauen wir mal. Wenn sie das äh. mal modern umsetzen würden, in so einer Verfilmung. Ja, natürlich. Weißt du? Kreativität ist immer da. Ja. Aber du, Sascha, ich wollte dich mal fragen. Du hast ja gesagt, du kannst mit Animes nichts anfangen. Nee, das habe ich Kennst so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin kein großer Anime-Fan. Aber kennst du denn einen oder gibt es einen, den du sehr magst so? Den, den kann ja auch älter sein. Ich fand, Stimmt, äh, ich fand, genau. ich fand Your Name fand ich toll. Den fand ah, ich okay, super. Ja. Dann so ein paar Klassiker, so Ghost in the Shell, Akira und sowas, was ich gesehen habe, fand ich auch gut. Oh. Also ah, ich, Akira, ich, 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 sag ja, ja. nicht, dass, ich, dass ich, 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 sag ja nicht, dass ich mit Anime generell nichts anfangen kann. Nur ich bin damit hm. nicht aufgewachsen, weißt du so. Ich merke das immer bei Philipp und Taya. Die sind beide so zehn ja. Jahre jünger als ich ungefähr. Und ähm, ja. ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich bin mit Disney und Marvel aufgewachsen damals, ne? so Gummibärenbande im Fernsehen und äh, Avengers als ja. Comics so ungefähr. Und diese ganze Anime-Geschichte hat mich nicht hat mich nicht erreicht. Auch Pokémon und sowas nicht. Deswegen habe ich da glaube hm. ich nicht so diese diese Relation zu und ja was was mit Alice gerade fragt. Ist halt eine Generationsfrage wahrscheinlich. Ja. Alice fragt gerade hier so. Studio Mädchen. Ghibli. Ich, ja. ich habe nur Prinzessin Mononoke bewusst gesehen. Echt? Den mochte ich auch. Aber ja, natürlich das ist ein Meisterwerk. Also du kannst auch nichts anderes sagen jetzt. Hier nein mit nein zwei nein Leuten, nein nein. Den, der war auch der finden, war also, auch super gut. Aber wie gesagt, wenn ja. ich die Wahl habe, gucke ich lieber Sci-Fi Horror oder ja. irgendwelche Sachen. Gibt sicherlich auch als ja, Anime, ja. aber Ne, so, das ist einfach, wie du schon meintest, ist wahrscheinlich so ein Generationending. Ja. Ich bin damit schlichtweg nicht sozialisiert. Mhm. Ich bin halt mit Indiana Jones, den alten Star Wars-Filmen, mit Hellraiser und ne, so diesen ganzen Sachen irgendwie aufgewachsen, mehr oder weniger. Ja. Ne? Und das prägt einen dann natürlich irgendwo auch im Geschmack. Ja, ja klar. Äh, mit Alice, das wandelnde ja. Schloss hatten wir neulich hier relativ ausführlich in einer Episode, oh, wo Philipp Film und Taya ja. den unter ihre Lieblingsfilme ja. irgendwie ja. Äh, erwähnt hatten. Ja, ich weiß, wir müssen mal so ja, ein ja. Studio Ghibli Feature machen. Da muss ich mir noch mal ein paar Sachen reinziehen <laughs> Ja, Nee, aber deswegen meine ich bloß, wenn so ein Anime, wenn das eine coole Story und your name fand ich wirklich sehr großartig. Also, der war emotional einfach toll und ne, zeichnerisch auch der super Japanische also der Gesang der war auch sehr dezent der kam ja wirklich nur am Ende ja also, ja, also das gesagt, ding das war nur ein so ein song wo man dachte ja. okay jetzt kann er mal kommen ist okay dafür war der film ja toll ich kann ja auch also. mit, ich kann ja auch damit leben ja. wenn man dann sagt in diesem genre oder in dieser art film wird das halt so ja. und so inszeniert das kann ich ja auch kann ich ja auch hinnehmen ne finde ich jetzt auch nicht schlimm oder so aber wie gesagt ist halt wahrscheinlich so ein ding womit man aufgewachsen ist was einen irgendwie geprägt hat so so ein bisschen Ariel ja, und stimmt. so. Okay, ähm, wir kamen ursprünglich mal irgendwann von The Menu, <laughs> glaube ich, und äh, sind dann zu Bell gewechselt. Und warte mal, ich war dran. Nee, the Outfit the Bell. Ja, du bist outfit auch dran, Bell ja. und jetzt bist du. Dann bin ich wieder dran. Ja, ich wollte gerade, ich musste gerade mal nachrechnen, weil ich wusste gerade nicht mehr, wer zuletzt. Stimmt, Bell kam von Phil, ne? Ja, genau. Ja. Also The Menu war eben jetzt ähm, Bell. Und ich habe jetzt den vorhin schon kurz angesprochenen Glass Onion auf dem Plan. Den habe ich nämlich auch gesehen, weil der auf Netflix irgendwie im... So, Abo ich dachte, du hast ihn nicht gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen. Ich, ich habe dachte, achso, ich habe das so verstanden, du hast ihn auf dem Plan, dass du ihn gucken willst. Ach so, nee, auf, dem, auf der Liste <laughs> gewissermaßen. Auf der Liste, <laughs> ah, okay. mehr oder minder. Okay. Und ich muss sagen, ich konnte den Hype um Glass Onion nicht wirklich nachvollziehen. Ich, nicht. Gab ich fand es den Hype. Oh ja, oh ja, doch. Das ist der ist erfolgreichste Netflix-Film. Der wurde super gehypt, der hat hier Oscar-Nominierung. Hier, Moment, gucks, von, du, von du, wem wem wurde ich... der gehypt von Netflix. Ist. Nee, der hat doch keine Oscar-Nominierung. Also, also hier steht Oscar-Nominierung ja, 2023. Steht da. Also Für das steht denn? da. Das weiß ich nicht, das werde ich gleich raus aber Eine bestimmt, Kostüme Mann. vielleicht. Warte ja, Klasse. Nee, nee nee, 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 Kostüme nicht. Oscar. Schnitt vielleicht? Der hat aber nur eine wahrscheinlich. Moment. Nominated for. Ja, aber war der Schnitt? For jetzt so, Best so Adapted, adapted Screenplay. Also für bestes ja, äh, umgesetztes Drehbuch. Drehbuch. Ja, ja und da ist auch die Frage, was an dem da. Ja, adaptiert und ist. da, und naja, vor allem, was daran äh, gut ist. Also, da würde ich auch gerne die Frage. Ja, also, ich hab den, Sinn, ich den. Ich, ich habe den, ich ja, hab keinen keinen den ersten Vielleicht Teil, Teil gesehen. Story. Vielleicht wegen Knives Out. Keine Ahnung. Ja, Adapted Drehbuch ist doch vom selben von Ryan Johnson. Ja, es ist. Aber Adapted heißt eigentlich nur umgesetztes Drehbuch. ne? Das ist nicht Ja, aber was ich gerade sagen wollte, also, ich habe den originalen Knives Out vor, damals gesehen, kurz nachdem der raus kam, mhm. den fand ich okay, also auch ja, jetzt genau. nicht bahnbrechend. Oh. Das war eine interessant gemachte Who Done It Story mit einem Twist, der nett war. Und dann habe ich irgendwann, weil ich wirklich Langeweile hatte und so einen Kopfausfilm brauchte, mir dann mal Glass Onion angeguckt irgendwann und im, im, im gleichen Zeitraum eben mitbekommen, dass der an vielen Stellen auch von Reviewern und so weiter irgendwie super gehypt wurde und so. Und ich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand die Story, also die eigentliche Story, die da läuft, fand ich super lahm. Und die Charaktere fand ich alle gut, mit Ausnahme hier von Daniel Craig, der das gut macht, finde ich. Aber ich fand diese Figuren, das ist alles so, boah, hier so der Elon Musk-Verschnitt, ne? Ich mag Edward Norton, aber. Ja, kann man machen. So ein bisschen so eine Mark Zuckerberg, Elon Musk äh, äh, Geschichte ist er ja. Und dann hast du diese super abziehbilder Figuren da hinten. Dave Bautista als der Obertexaner, der sogar im Whirlpool seine Knarre dabei hat, so ungefähr, <laughs> wo man denkt, oh Gott, wie platt kann man es dann machen. Der dann ja. erfolgreicher Twitch Streamer ist. Ne, wo hm, man denkt, ist null abnehmbar. Oh, null also, abnehmbar. Wow, ja. wie, wie, also, wie platt, platt möchte ich leider. Ja. Dann hast du Kate Hudson irgendwie, die fand ich doch okay als irgendwie abgehalfterte Schauspielerin, die irgendwie ja, gebüstet ja. wird. Aber die anderen Figuren waren alle, ich kann dir von den anderen Figuren nicht mal mehr sagen, was die waren. Ich, ich habe mir nichts gemerkt davon. Ich weiß nur, dass die eine Nebenfigur, diese Assistentin von der Schauspielerin, glaube ich, Ach, war ja. das hier. Die, ja, genau. Ich mag die Darstellerin. Die mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ich habe die zum ersten Mal in Iron Fist gesehen. Da war sie diese Kampftrainerin von dem Typen. Der einzige Grund, sich Iron, Iron Fist. Der Wizard, der Wizard-Film, ne? Nee, die nee, erste, ich meine die, die, die Serie. Mein die die Serie, Serie meine ich. Aber sie war, für Serie. Mich der, sie war für mich der einzige. Auf Netflix gibt's das, so eine Marvel-Dings. Mhm. Sie äh. war der einzige Grund für mich, diese Serie zu gucken. Mein Hauptdarsteller, der war ganz furchtbar. Aber. Ach, der Scheiß. Oh, ja, ja, genau. die goldene die, Faust. genau ja. Mit dem lockigen Typen, der ja, genau. Genau. Ja, seine goldene Faust nee. hat. Aber das ist auch nee, so ein Ding nee, in, auch, ja. in, in Glass Onion, ne? Ich meine, der Film nimmt sich unglaublich viel Zeit zu Anfang, erstmal das Setting zu etablieren. Er ist der Obertrillionär hier oder Trilliardär, ja, genau. hat eine eigene Insel und lädt. Oder er lädt die gar nicht ein, sondern das war, was, was weiß ich, irgendwas lädt er da seine. So eine Puzzlebox. Genau, seine Freunde da ein und irgendwelche Sachen. Und dann kommt halt raus, ja, er hat die alle mal über den Tisch gezogen, gewissermaßen. Also er ist Mark Zuckerberg. So, vom Plot Das so eine Art war gleich, Genau, und er Krimi will, einen Krimi, macht, er will ne? ein Krimi-Dinner mit denen machen. So. Ja. Und das ist erstmal die Prämisse von dem Film. Und dann wird sich unglaublich viel Zeit gelassen in den zwei Stunden 19 Minuten Laufzeit, die der Film hat. Erstmal dieses Setting zu etablieren. Und die Charaktere sind halt alle irgendwie langweilig. Also, ich, ich konnte mich mit keinem von denen irgendwie zu keinem irgendwie relaten, außer halt zu Benoit Blanc, also zu dem, zu dem Detektiv vielleicht, zu Daniel Craig. Aber die anderen Figuren sind alle so. Du, du schreibst ein Drehbuch und denkst dir, oh, wir brauchen jetzt noch einen abgefahrenen Charakter. Ja, lass mal Dave Bautista besetzen als waffenstarrenden Twitch-Streamer. Ja, das ist super, das machen wir. Also <laughs> ungefähr so fühlte sich das dieses ganze Casting an und auch das ganze Skript. Und naja, die Story ist, ja, er, also Edward Norton will ein Krimi-Dinner inszenieren, wo der, der Aufhänger ist, er wird quasi, er stirbt und die anderen sollen rauskriegen, wer es war. Das ist eigentlich der Aufhänger. Und dann, Stirbt aber tatsächlich ein anderer von den anderen. Und naja, dann kommt so ein bisschen raus, es gab da halt früher irgendwie böses Blut. Und dann stellt sich raus, dass eine der Figuren nicht die ist, die sie sein soll. Und das ist aber auch schon die gesamte Geschichte. Da ist dann, ne, und am Ende kommt noch raus, irgendwer hat wen umgebracht. So, und ich fand das Ganze für zwei Stunden, 19 Minuten super dünn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in dem Film gesehen wird. Ja, da war Form. nichts Neues ja. bei, da war, da war weder weder inszenatorisch effektmäßig irgendwelche neuen Sachen bei. Noch war jetzt diese Idee mit ja, in der Mitte des Films machen wir plötzlich äh, Recuts auf Sachen, die vorher passiert sind, das ist ja auch ein alter Hut, zumal die Sachen also für mich zumindest ziemlich vorhersehbar waren. Wie war es ja, bei euch? Also also wie die sich da aufs Bett legt ja. und, und er da äh, was ja. hat sie gesagt, kannst du das für er mich von, tun? Ja, wie er von außen, wie Dave Bottista von außen auf ja. dem ja. Busch. Äh, genau, und dann sagt sie so. Und, ey, in jeder Gesichtsregung von ihm, für dich merkst du, so, okay, da steckt noch ja. was anderes dahinter. Genau, als da das was es augenscheinlich ist. Ja, auch das, was sie gesagt hat, dass ja. dann der Cutter weg ist, da wusste man doch, ja, da ist ja, ja. Das ist irgendwas ja, ja. anderes und das ist nicht das, wie es aussieht. Ja. Ja, ja. Das wusste man also nicht. Schon Aber ich auch. finde, ist es ist nicht typisch, Ryan Johnson irgendwie mit dem, was er da macht, also auch was aber ist da. Haus ja dann auch gemacht hat nach dem Teil, dass er das so ein bisschen, das dann wieder, weil der Film an sich ist ja schon eher Outstanding vom ersten Teil, finde ich. Also so wie er rüberkommt, wie er Figuren behandelt hm. und ich finde der erste Teil wirkt da oder der er geht mit dem ersten Teil ganz anders da um. Ja. ja, mit ja. Figuren, der Figuren mit, mit dem. Ja und, und so ist es ja hm. auch genau jetzt Dauer sagt gewesen. Also, ja, ja. Da schmeißt er einfach mal wieder was komplett über den Haufen. Ich merke, ja, ist ja ganz nett, aber ich weiß nicht. Also wir haben hier ein bewährtes Konzept. Es kam gut an. Lass das völlig anders machen. Naja, die Idee, die Idee an sich finde ich ja gar ja. nicht schlecht, dass man nicht einfach den gleichen Film noch mal macht, sondern sich ja was anderes nee, aber überlegt. Über aber dann, Art und <laughs> dann muss es auch gut sein. Ne? Ja. Das ist immer so ein bisschen die Geschichte. Und hier einfach nur so oberflächliche Abziehbilderfiguren zu erzeugen, die alle überhaupt keine spannende Backstory haben. Also da ist eigentlich nichts ja. großartig bei, also der Backplot ist im Grunde, die Truppe, die wir hier sehen, abzüglich der Assistentin und der, hier der Boyfriend, eine Girlfriend hier von Dave Bautista, also die vier, plus äh, drei plus er, plus Edward Norton, die haben irgendwann mal sich zusammengetan und irgendein Tech-Produkt, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, Irgendwas entwickelt und er ja, hat die dieses dann. Dieses Energieding, oder? Ja. ja, nee, nee, das, ja erste, genau. das erste war das, was. Es anderes. ging um das erste. so einen Rohstoff. Es ging um so einen Rohstoff. Ja, nee, das ja, war das war aber. Aber jedenfalls. Der Durchbruch nee. hatte, war was jedenfalls, anderes. jedenfalls, die haben ihn irgendwie reingeholt. Eigentlich war eine von den anderen, die hier gar nicht abgebildet ist, ne? Die dunkelhäutige mhm. ist hier nicht. Die auch drauf. gar nicht eingeladen war. Genau. Weil die, die war eigentlich ja. die das genau. Technikgenie und er hat die dann über den Tisch gezogen gewissermaßen. Genau. Er hat dann dafür hat gesorgt. So einen und Jungsnamen gehabt? Sam oder sowas, hieß du doch? Ne? Genau, die hatte. Ja, das weiß ich gerade ja. gar nicht mehr. Und die so waren ja, gut, ich ja. Gemerkt. Freunde, waren ja ihre Freunde. Genau, er ist da eigentlich reingegrätscht sozusagen. Genau, die sind dann, haben dann das Lager weggewechselt, ihr sind ihr in den Rücken genau. gefallen. Und, und das er, war dann er so. hat dann ihr sozusagen ein Patent geklaut und ja. die anderen haben dann, weil er sie ausbezahlt hat, vor Gericht zu seinen Gunsten ausgesagt und deswegen war natürlich böses Blut zwischen der eigentlichen Erfinderin und ihm. Und das so ein bisschen, aber mehr Backplot kriegen wir auch nicht. Außer, dass er, er ist quasi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg hat ja exakt das gemacht in seiner Karriere, die Winkelwurst-Zwillinge ja, ja. abgezogen, war exakt der Plot. Genau. So, aber mehr kriegen wir auch nicht. Also mehr Mühe mit der Charakterzeichnung gibt man sich auch nicht. Mehr passiert nicht in dem Film. Ich frage euch mal, ich frage euch mal was anderes. Habt ihr, habt ihr, weil der Film wird ja auch immer wieder von Leuten, die ihn gesehen haben oder wenn wir darüber geführt haben oder was auch immer, mhm. immer wieder gesagt, oh, so lustig, unterhaltsam. Nee. Könnt ihr euch eines erinnern, nicht. wo ihr nee. lachen musstet? Also nicht nur nee. nicht, sondern lachen musstet? Nee. Ich auch nicht. Nee. Ich hatte immer kurz mal geschmunzelt, hier und da, aber es ist jetzt kein in der Szene hängen geblieben, wo ich dachte, die war echt lustig. Nee, fand ich auch nicht. Also das, warte äh, mal, schmunzeln. Eine schwierige Nummer. Ich finde selten Filme, <laughs> es gibt <laughs> selten Filme heutzutage, wo du echt am lachen bist. Doch, also, warte mal, Philipp, wir hatten uns neulich über eine Sache unterhalten, oder? Eingesehen. Ja, wo bei der, Mecken haben wir gelacht. Ja, Moment, nee, bei <laughs> okay. bei, bei, bei Knives okay, Out. Ja, doch bei Knife's Out das einzige, stimmt. wo ich tatsächlich so ein äh, Lächeln hatte, war wo die Dunkelhäutige zu Knives Anfang, jaja, ja, wo, die, mal, wo die Dunkelhäutige zu Anfang diese Puzzlebox geschickt bekommt. Alle anderen alle anderen machen sich daran diese Puzzles zu lösen und sie ja, nimmt einfach okay. eine Axt und zertrümmert das Ding und ja. holt die Karte raus. Das fand ich noch ganz witzig, aber danach, aber da, aber da will ich euch auch mal fragen, <laughs> habt ihr euch nicht äh, vorgestellt, dass das jetzt auch passiert beim Charakter der ein nur das Ding wird, weil er keinen Bock auf das Rätsel hat. Nee. Genau, da dachte ich mir schon, der ja, man kannte Damit die Charaktere Charakter ja noch kommt, nicht. Der wird das Ding einfach aufhämmern. Ja, du kanntest die es Figuren ja noch schon nicht. So vorher ja. Sie war irgendwie. Und ich meine, das, äh. fand ich, das fand ich auch noch ganz gut platziert, weil es tatsächlich im weiteren Verlauf ja auch Sinn ergibt, weil sie ja nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Ich Ihr nicht. anderes, ihre ja, Schwester, ja. hätte da wahrscheinlich einfach die Rätsel gelöst und sie hat, sie hat aber einfach gesagt: Ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ich hole jetzt die Axt, so ungefähr. Nee, ah, ich erinnere ja. mich, ich erinnere das mich, das fand ich okay. Ich musste auch Echt, und schmunzeln. Schmunzeln? Aber Art. schmunzeln, nicht lachen. Nee, nicht lachen. Aber, <laughs> ja, aber den, fand ich, den fand ich so mit am witzigsten. Das war auch die Puzzlebox, ja. aber nicht von ihr, sondern die, die Mutti von diesem Texaner-Typ. von Dave <laughs> ah, ja, ja, die ganze ja, Box, ja. die die Rätsel der ja, ganzen Box <laughs> total entschlüsselt hat. so <laughs> nebenbei, Während sie da irgendwie so ein ja, macht oder sowas. Das war das Ach, war auch ja, das ja, einfach auch hier... Ja. Das ist, ist irgendein so Algorithmus. Oder, also sie wobei hat das, man ganz ehrlich, wobei man sich ganz ehrlich die Frage stellen muss, wenn er ja. ihr Sohn ist und sie ist ein Genie, ja, der, warum ist, ist er Wein ein, warum ist ist er gefallen, ein Vollidiot? Sagen. Also wie, ja, wie geht ja. das? Also, er kommt nach ihrem Vater. Äh, das ja, ist Vater, wahrscheinlich. Ich ich weiß ja, aber ich das fand nicht. ich witzig. Ist es ist doch nicht ihr Sohn. <laughs> ja, man ja, weiß es nicht. Vielleicht. ist dann der Plot für die dritte Teil. Ja. Ja. ja, aber wie gesagt, <laughs> ja Netflix hat sich ja die ganzen Rechte gesichert. Ach echt, ja? Oh wow, Ableger, also, das ja. Ding ist ja vor zwei Jahren durchgegangen, als der erste Teil im Kino lief. Das war ja mm. noch ein Netflix-Film. Hat Netflix das mm. also übernommen, deswegen siehst du ihn ja auch bei Netflix und kam kurz im Kino. Ja. Dadurch ist auch für die oscar nominiert worden oder für einen war es ja nur. Ah. Mm. Ja, dann musste ja immer ein Film eine Woche mindestens im Kino laufen. Naja, genau. klar. Du musst irgendwo in, nee, du musst doch sogar technisch gesehen irgendwo in der, in der Umgebung von L.A. im Kino laufen, ne? War nicht das ja, sogar? Ja, immer in Amerika, genau. Ja, naja, Du musst genau. sogar in der Umgebung von Los Angeles irgendwo im Kino laufen, damit du für die Oscars zugelassen wirst oder das so? Das ist so dumm. Ja, es ist so <laughs> das eine ist wilde so Regel irgendwie. Das, äh, da gab es letztes bei Kunde Plus auch eine Folge. Wir haben sich mm, darüber geredet mm. über eine ganz ganz wilde Regel. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo ich mir auch dachte, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Es leid, Leute, aber. Naja, Das, das ist ein bisschen ganze merkwürdig. Ja. aber da merkst du halt, Netflix generiert dann halt Zuschauer, ne? weil viele einfach nur wirklich auch so einen, so einen hirn aus film brauchen und auch nicht über die Logik nachdenken. Und der Film hat jede Menge Logiklöcher, wenn man im Nachgang nochmal drüber ja. nachdenkt. Es gibt so viele Stellen, die nicht wirklich Sinn ergeben, wenn man drüber nachdenkt. So, ne, aber er nimmt dich erstmal mit, präsentiert dir Figuren, eine tolle Insel, irgendwie ein paar exzentrische Leute, die da Dinge machen und so. Und ich glaube, wenn du einfach nur so einen Hirn aus bisschen krimiartigen Film erwartest, ja. ist es glaube ich okay. Und das ist glaube ich das Geheimnis, wie du einen auf Netflix erfolgreichen Film machen musst. Du darfst nicht mal, so zu tief reingehen. Doch auf Netflix und mit seinen Zuschauern. Ja, ja. Das, das hatten ja wir genau ja neulich. Netflix ja. ist ja der Mainstream eigentlich. Ne? Wir hatten das neulich in einer Episode, also, wo es auch darum ging. Du darfst mh, einfach ja. nicht zu speziell werden. Du musst den Mainstream bedienen. Ja. ja. Du darfst nicht zu abgefahren werden, zu verkopft. Die Leute dürfen nicht intellektuell gefordert werden, sondern du musst was leicht konsumierbares machen, was ein paar Stars aufbietet, ein paar Gags bringt, die so den Mainstream zum Lachen bringen. Und dann funktioniert das. Und das, dafür ist das tatsächlich der perfekte Film. Das ist eigentlich ne? auch die Dafür ja. ist der. Ja, aber. Ja, voll. Das ja, ist auch mal im Able. Grunde ja. ja. Ne? Du, du ist ja auch halt, Mainstream. Ist ja so. Genau. Na klar. Aber das muss man eben ja. dann auch anerkennen. Die Filme sind nicht für ein Nischenpublikum gemacht. Ne? Die sind halt für die Masse gemacht. Und naja, ja. offensichtlich Und wenn du, funktioniert das ja. Ja, genau. Ja. Und wenn du halt Netflix, die übers Jahr anguckst vom letzten Jahr, der Film ist ja letztes Jahr rausgekommen am Ende des Jahres, ja. hat ja Netflix wirklich. Hatten ja rote Zahlen geschrieben ohne Ende. Ja, ja. Ja, ja, Bis äh, weiß nicht, August rum und dann kam halt Dama, dann kam halt Wednesday, ja, ja. dann kam halt äh, nochmal hier dieses Emily in Paris, dann kam jetzt Glass Onion. das hat den nochmal Aufwind gegeben. Ja, ja weil die ja, ja. sind ja ein Extrem-Einbuß auch mm. an der Börse und generell. Also. Mm. ja, naja, es gibt ja auch und, mehr und mehr, Achso, mehr und, und mehr Gründe. Ja. Mm. Demnächst ja. kommt ja auch das Abo-Ding, das neue. Ja, wahrscheinlich. Das was Neues? Also auch schon, relativ, relativ bald. Was kommt heute? da? Ja. Mit Werbung oder was? Oder? Nee, dieses, dass du die Sharing-Geschichten unterbinden, dass Ach man so. dafür ja, so. bezahlen muss. Mm. Und Account Sharing, so ja. Hm. Naja, wirtschaftlich nachvollziehbar, klar. Ja, ja. Wenn du dir die Konkurrenz anguckst, die ja stark ist. Ich weiß ist. nur nicht, ob ich dann. Äh da muss ich meine Mutter ich rauskicken. Glaub. Die nämlich <laughs> <laughs> bei meinem Account. Mom, ich liebe dich, aber du musst gehen. Ja, mm. nee. die, ja. die nutzt ihn doch auch gar nicht. Ja, ja manchmal schon, leider schon. Mom. Echt? Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, aber ja, also ich du hätte ihn den schon gerne so oft gekündigt. Äh, ja, ich habe bei Netflix aber auch schon lange <laughs> eher, ich habe bei Netflix auch schon lange eher das Problem. Ich finde einfach kaum ach. mehr irgendwas, was ja, ich gucke. Ja, das ist ja. Mir geht's genauso. Ich finde nichts mehr. Genauso. Es ist alles ja, nur noch so Mainstream ich den Trash. Den abonnieren. Ja. Ich habe jetzt hier äh, Langweilig. diesen ja. neuen Anime. Wie äh, ja. ja, heißt da? Ach, dieses Ragnarok-Ding, ja. wo Götter gegeneinander kämpfen. das, das ist totaler. Das, ja genau, totaler Schwachsinn. Ah, ah Gentleman. Gentleman ist gut, aber es ist ja nicht mal. Ich habe jetzt die zweite Staffel, die habe ich mir jetzt auf Netflix angesehen, aber was kommt da vor? Ich habe keine Ahnung. Also... Ja. Interessiert mich nicht. Also, Glück. wie gesagt, ich Und auch das, auch darf, selbst dafür hätte ich mir jetzt ja. kein Netflix geholt. Das habe ich halt mitgenommen, weil es das Einzige ist. Mm. Das ist halt total scheiße. Ich würde es mm. jetzt nicht empfehlen. Also, ich habe jetzt oh. letztes Mal Netflix wieder angemacht, wegen der letzten Staffel Better Call Saul. Äh, die wollte ich mir halt jetzt nochmal durchzimmern. Ach so, das, ja. Da bin ich auch wirklich langsam dabei. Ich bin jetzt bei Folge 9 von 13. Das ist noch was, was ich mir da gerne angucke. Ja. Aber Das ist wirklich... Ich auch noch das, nicht ist nicht eine, gesehen. das ist eine Seltenheit, was ich da gucke an Netflix. Wirklich, muss mm. naja. so. Also wie gesagt, ich finde auch nicht, nicht viel, was mich da irgendwie kickt. Naja, schauen wir mal, wohin das den geht. Indischen, den indischen Bollywood-Film, den will ich mir noch angucken. Den RRR, der RRR. Ja. RR? Den, Wo den, läuft denn der? Äh, der den steht auch, auch auf meiner Liste. Den läuft wollte ich läuft eigentlich irgendwo? anschauen kann man sich Netflix den Netflix ist da kostenlos. Er für einen Oscar nominiert als bester Song, ne? Ach tatsächlich? Ich habe nur bei Corridor Crew aber hier aber was einige, gesehen einige zu den Effekten auch da und gesagt, zu so. gesagt, ja. der hätte auch ein paar mehr Oscar Nominierungen bekommen können, ja. Ah, ja. Mit technischen Angelegenheiten. Vielleicht yeah. nicht visuelle Effekte, weil der Fu Tiger sieht furchtbar aus. Ja, das vielleicht ja, schon, aber aus. der ganze Film ist ja ultra over the top, was das angeht. Ja, genau. Aber ich habe ihn auch also, noch nicht ich gesehen, ich ja nichts verraten. Also bei Corridor Crew, ich will ihn gibt's auch mal in der dem hm. demnächst gucken. Ich habe richtig äh. Bock Was, drauf, der geht auch drei Stunden? Stunden? Alter. Ja, der geht mehr. Ja, das Alter. war der Grund, wow. für, weswegen ich den nicht gesehen habe. Da habe ich halt lieber die. Ah, und, ah. und weil ich das gerade sehr im Kino am Donnerstag zu. Also, als ich den sah, im Lux am Mercedes-Benz-Platz. Ja. habe ich mich sehr gewundert, weil auf einmal sehr viele asiatische Menschen kamen aus Indien und auch ah, China. Und, echt, ja? und ich habe mich gewundert, wow, was ist hier los? Was gucken die wollen jetzt? Warte, da gucken sie zu Besuch hier oder was ist was passiert ich hier? Da. Das ist ein Event. Und auf einmal sehe ich unten irgendeinen neuen Bollywood-Blockbuster-Film. Äh, hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber der äh, scheint jetzt auch gerade durch, äh, anzulaufen. Und noch ein Bollywood-Film. Also die haben da, ich glaube ich, zwei hm. oder drei Screenings gemacht. Ah, Wo ja, halt okay. nur so eine over the top hollywood film kam. Ja. Also auch so in die Sparta VR. R. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwann, sicht, irgendwann sichte ich den auch mal. Einfach nur, weil das halt immer so gucken. absurd ist, diese Action. Ich glaube, den kannst du, weißt du, Sascha, ich glaube, den kannst du einfach gucken, wenn du mal Ja. Wie du sagst, Kopf ausschalten, mhm. einfach gucken. Aber man muss halt drei Stunden Zeit ja, haben, das halt ich. Auch das Man Ding. muss den in den Etappen gucken, glaube ich. Ja. <laughs> ich glaube, drei Stunden Bollywood over the top erhalten. Dass, dass man ja. den posieren kann und einfach fortsitzen kann. Ja, und, ja. einem späteren Zeitpunkt. Ist ich auch sinnvoll. Auch, weil der ja so einfach zu konsumieren ist. Ich glaube auch. Aber ja. wie gesagt, also so effektmäßig ist der schon spannend, weil da so viel total abgefahrene Sachen sind mit Tieren und sowas. So Kampfszenen mit ganz vielen Tieren und so. Was alles so krass ist von den, von den Effekten. Naja, ja, auch was so. top top movie halt, ne? Ja, ja, es ist wirklich, das ist wohl wirklich so die, die Spitze dessen, des Absurden. Gute Überleitung, weil du das gerade sagst, mit Tiger und Tieren, auch also top äh, animiert. Ich hatte ja letztens einen Film auch gesehen, den hatte ich äh, Philipp empfohlen. Äh, nicht empfohlen. Nicht <laughs> also empfohlen. ich fand den eher nicht so gut. Der hieß The Tiger. The Tiger, ähm, wo finde ich Ach, den? Ja. Ja. gibt's den irgendwo äh, wollen wir da gleich eine Überleitung machen ja äh, da du. du wärst jetzt eh dran warte the tiger ja da oder ist der ohne the tiger oder the tiger tigermilch kriege ich als ersten Treffer Moment tiger der, der ist wahrscheinlich ja. spannender als der Film the tiger Mafia könnte ich anbieten nee, the tiger da. Legende einer Jagd der, der dritte der dritte Ah, hier 599, unten. Der, das ist so wie Beast, nur als macht. koreanische Variante, oder Die was? Die Legende einer Jagd. Ah. Gott. Ja, genau, diese Beast mit äh, Idris Ever den meinst du, Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. so ungefähr. Ich sag dir, also... Nicht gut? Also, <lacht> <lacht> also ich habe mich da mit meinem Onkel sehr drüber unterhalten, wie fand den so großartig und wieder alles inszeniert ist und alles. Und ich muss sagen, also dieser Tiger... <laughs> Also das ist, das, ist, das ist kein Tiger. Also ganz ehrlich, das, das muss ein Tiger vom Planeten Mars oder sonst was sein. Ja. Was der anstellt, hat nur gefehlt, dass er wie Moby durch die Liane durch den Weiter Das hat noch gefehlt. Aber ich, fast, ich dachte fast, es kommt noch. Ja. Ja, deswegen habe ich mich noch gefreut auf den weiteren Verlauf des Hilfs, weil ich dachte, wann nimmt er die Leane und schwingt sich durch? Ah, okay. Aber es geht halt darum, dass ein, ja, ein, ein Jäger seine, äh, seine Tochter oder sein Kind verliert. Hm. Ich glaube, ich glaub, das war ja noch so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, auch an einem Tiger. Und ähm, ja, er verdient halt sein Geld, sein Brot halt damit, ne? Mit den mit, den, mit dem Jagen. Yeah. Und er ist halt bekannt in der Umgebung und dann ist halt dieser Krieg. Japan, China, ne, das ist ein chinesischer Film, glaube ich. Genau, und Japan greifen an und äh, wollen dann halt diesen Tiger da ausrotten, damit er halt diesen Berg. Es ist, das nicht, eher, ist das als, nicht koreanisch, äh, also hier der I Saw the Devil ist. koreanisch genau und äh, dass sie halt diesen Bergstützpunkt nehmen können als militärischen, strategischen Stützpunkt, um weiter vorzuschreiten und anzugreifen. Ne? Mhm. Und, aber dieser Tiger ist ja da und auch die anderen Tiger. Und äh, der Tiger, der wird so krass vermenschlicht, also meine Güte, ich ja, okay. muss echt sagen: in allen mhm. Filmen, die ich je gesehen habe, habe ich noch nie gesehen, wie ein Tier so krass vermenschlicht wurde ohne scheiß, da siehst du Szenen, wie der Tiger dann zum weinenden Menschen ankommt und den die Tränen wegwischt oder sowas. Also wirklich was? <laughs> okay. Da, da weißt du auch nicht, was ist, denn, was wollte ihr hier machen. Aber trotzdem versuchen sie eine ernsthafte Story aufzubauen mit ja. einem ernsthaften Hintergrund eines einer Vaterfigur, der äh, Trauer bewältigen muss mit dem Verlust seiner Tochter, aus Unglaube war das. Ey, das ist es hm. ist alles over. Top. Also, wenn, wenn man schon sagt, weil ich es ja hier gerade auch gelesen habe im Chat, dass Dings over the top war, ist das nochmal doppelt over the top. <laughs> also, ohne Verstehe. Stress. Du kannst ja. dir nicht vorstellen, wie der Tiger dann auf hunderte Menschenmassen losrennt, die alle auseinander nimmt und die auf den Tiger einschießen und er steht immer noch, dieser geführte 50 Meter große Tiger, der und aber krass, nur 5 ja. Meter groß ist. Also, ja. das ist. Das, das, ich mag ah. ja den Schauspieler, ja, den Outfit-Schauspieler, dieser schon ja, ja. Wo, John Minzik, nee, John, ja, John Wick Oder, ja, ja. ja genau John Wick ich genau <laughs> John Wick. <laughs> ich, ich liebe den wirklich also ähm. da gibt es einige gute Filme von dem mhm. aber das Ding also er also vielleicht ist er auch noch der einzige Lichtblick da drin mhm. ja weil mhm. er irgendwo noch Schauspieler hat aber irgendwie ist das auch schon zu viel, weil das passt alles gar nicht in diese gebundene Story rein, mit diesem Setting, mit den anderen Figuren, mit diesem japanischen General da und ähm, die ja, das ist alles. Also, mm. könnt ihr euch nicht. den habe ich auch nur anderthalb Sterne ausgeschrieben. <laughs> Echt? Ja, wow, okay. Ja, ich, fand den, ich fand den wirklich richtig drüber. Richtig ja. drüber, weil, weißt du, ich finde es ganz schwierig und das war bei Tor 3 ja auch so eine. äh, bei Tor 4 auch so ein mm. extremer Kritikpunkt bei mir. Wenn du da versuchst, Behandlung aufzubauen mit einer dramatischen Konsequenz, mit einem dramatischen Verlauf, auch mit, mit Figuren, wo es halt auch sehr emotional vielleicht wird und ja. das alles dann doch irgendwo ins Lächerliche gezogen wird. Dann muss ich sagen, ey, sorry Leute, aber ja. andere ja, ja. verarschen mich damit nicht, weil es ist für ja. mich sowas von unauthentisch, wenn du versuchst wirklich in den ersten 30 Minuten eine tiefe Story aufzubauen, was der Film versucht, und das mm. dann immer mehr ins Lächerliche zu ziehen. Mit einem Tiger, der der gefühlt wo du denkst in der nächsten Szene den Mann dann gleich schwängert und sagt hier kriegst du ein neues Kind von mir. <laughs> die, die, die Erwartungshaltung hast du irgendwann. Fanfiction. Hey, ja. Ich hab dir ja dein Kind genommen jetzt mache ich den neuen. Ah, kind. Also das verstehe. ist Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Und nee, aber also, der, der ganze Film ist krass. aber nicht ist aber nicht so, so 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 mystisch, dass man jetzt sagen würde, das nee, ergibt jetzt im Kontext der Story Sinn, sondern das ist einfach irgendwie Also du verstehst alles im Film, alles was gezeigt wird, ist, ist alles sehr Mainstream gehalten, ja. Ja. Mer für, fürs Kino gemacht, fürs Mainstream-Kino gemacht und es, es ist halt einfach, das, ah, es ist okay. einfach die Story ist so lahmarschig. Es geht um Rache, auch irgendwie wieder nicht und ja. nee, das ist, also der Ausgang äh, vom Film ist halt auch, wo du denkst so, ja, macht irgendwo Sinn, aber inwiefern, also warum gucke ich mir jetzt zweieinhalb Stunden an, die der Film geht, nur damit mhm. das dann am Ende passiert und damit ja. diese komischen Szenen, die du in der Mitte noch gesehen hast, das macht gar keinen Sinn alles. Es ist wirklich... Also, das, nee, ich, ich dachte mir so zwei <laughs> ich habe gesagt, okay, komm, gucken wir weiter an. Ich wollte schon zumachen. Ja. Ich dachte mir, vielleicht kommt noch am Ende was, aber nee, vergiss es. Ich hätte vorher schließen sollen, das Ding. Ich, ich habe von dem auch noch nie cool. gehört, bis, bis du davon gesprochen hast. Also. Der Film kam, glaube ich, auch erst vor drei Jahren, zwei Jahren nicht raus. ist aber 2015 schon gedreht worden, produziert Ach worden, so. fertig produziert worden. Ah, okay. Ich dachte, er kam total, 2015 kann, raus. Wenn du googelst, siehst du, da steht, das steht dabei bei. Was? Hier steht 2022. Ja, hier steht 2022. Bei mir Der auch. kam letztes Jahr, glaube ich, bei uns erst als VOD raus. Mhm. Und ähm, in, in, in glaube ich, Korea oder so kam er schon 2015 raus. Extrem ja, krass, der der früher, Ach so, okay. Äh, ja. Ähm, ja. Also. ja. Keine Ahnung, aber er scheint, glaube ich, auch erfolgreich gewesen sein, äh, zu sein dort, aber. Das ist ja wie diese chinesischen Filme hier, die brennende Erde. Ja, ja. Zwei und ja eins oder halt und auch die ganzen gelesen. indischen Filme, die sind ja auch super erfolgreich. Ja, aber, ja, aber, aber glaube, die Nein. sind trotzdem, ich glaube, die sind von der Qualität aber immer noch besser als das da. <laughs> ja, Ey, möglich. Also, allein, ihr müsst euch allein mal diese szenen angucken. Kannst mhm. du bestimmt bei YouTube oder irgendwo sehen, diese Szenen, wie der Tiger da um und her Du denkst, der holt gleich noch einen Speer aus seiner Tigertasche raus. <laughs> und, äh, <lacht> 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 Nee, das ist eine hm. so emotionalen Szenen, die, 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 die dann für dich als Zuschauer emotional rüberkommen sollen, mit einer so kitschigen, orchestralen, emotionalen hm. Musik, die dann noch untermalen wird, allein mit dem Tiger und seinen Jünglingen. Nee, nee. Da, denk, ja. da denkst du dir so, könnte jetzt auch ein Anime sein und der wäre in der Thematik noch das, besser. Das Ding ist, du, machst äh. den, du, machst, du stellst ihn gerade so trashig schlecht dar, dass er schon fast wieder gut klingt. <laughs> dass er schon fast wieder <lacht> amüsant <lacht> klingt. Wahrscheinlich ist es auch ein Grund noch gewesen, warum ich mir das damit angeguckt habe. Weil ich dachte, passiert doch nichts ganz Lustiges, aber das ist, Ey, einfach. Also, mm. ist schon wirklich over the top. Okay, also, ist, also keine, keine Empfehlung. Ich habe nicht mehr so over the top gesehen. Mm. Keine Empfehlung. Ja. Keine. Okay, dann, dann mach ich mal weiter <laughs> zu einem. Äh, ja, wahrscheinlich besseren Film, zumindest fand ich den eigentlich ganz gut. Mhm. Und zwar der schlimmste Mensch der Welt. Mhm. Ach, der, so den viodisch. Ein glaube Film, glaube ich. Ist gar, irgendein skandinavisches Ding ist es. War letztes Jahr für einen Oscar nominiert, auf jeden Fall, für bester fremdsprachiger Film. Ja, ich, ich lese hier irgendwie zwei Oscars, keine Ahnung, also ja, weiß nicht, ja, zwei wie der gerade nominiert ist. Oder, ist oder nominiert Die Szenen war. sahen schon sehr, sehr interessant aus. Also es geht Die, um. Der Schnitt und alles. Das geht um so eine Frau in den 30ern oder, oder ja um die 30 rum, die, äh, beziehungsweise, nee, noch früher, es fängt, ist begleitet so ein genau bisschen. Genau, der obere Leben. Film. Der ist das ähm, genau. Es geht halt um eine Frau und du begleitest diese Frau. Wie würde ich sagen? Ja, es ist, es ist eigentlich ein ziemlich gut gelungenes Porträt einer jungen, modernen Frau in einer Großstadt. Hm. Und mit was für ja, Sachen, die sie so zu kämpfen hat oder die hm. sie bewältigen muss, mit Klischees, mit denen sie konfrontiert wird und so weiter, in, verpackt in so einer Liebesgeschichte. Hm. Und ähm, ich fand den interessant erzählt, aber ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, also er wird hier in dieser Beschreibung steht, glaube ich, der, dass er mit der Rausch verglichen wird oder. Äh, Darum nee, wird, das ist der du... gleiche Regisseur, oder? Nee, ist er, glaube ich, nicht. Nee, ist nee. der andere. Ich gucke ähm, gerade mal. Ist Joachim Trier hier. Nee, nee. Ist das den der Bruder Rausch, von, den Rausch, von Trier? Fand ich, den Rausch fand ich deutlich besser, muss ich sagen. Ah, okay. Aber ich ja, habe den Rausch noch nicht gesehen, nicht spoilern. Ah, okay. Ja. Also, der Rausch ist echt gut. Aber ja, es gibt. Also, was, was die beiden gemeinsam haben, ist so eine gewisse hedonistische Lebensweise. Ja. Mhm. Ähm, was ich. Was ja, finde ich, auch passt für, wie gesagt, eine junge Frau modern in der Großstadt, die lebt halt und macht halt alles Mögliche und ist völlig frei in ihrem Sein und im Hintergrund tickt halt so ein bisschen die Uhr mm. und dann findet sie halt einen, verliebt sie sich in jemanden und ah. auch wenn sie das eigentlich gar nicht vorhatte aber der hat dann sowas Cooles gesagt dass sie gesagt hat oh da habe ich mich in ihn verliebt und mm. ja die bilden ein Paar aber wie das mal so ist im Leben nichts ist für die Ewigkeit mm. und es kommt dazu dass sie sich so ein bisschen von ihm distanziert und wenn man so ihr, ihr Leben sieht, dann sieht man halt auch, dass sie... Sie ist halt so eine Partymaus, würde ich es mal ganz salopp formulieren, die halt gerne Fete macht und um die Häuser zieht. Eine aber halt mhm. jetzt nicht oberflächlich ist oder so. Also nee. vielleicht in gewisser Weise schon an manchen Punkten, aber auch mhm. alles sehr gut porträtiert. Also mhm. glaubwürdig, finde ich. Ähm, aber die hat auch schon Tiefe. Und... Ähm, ja, wie das halt so ist, man hat, hat halt, trägt ja so mehrere Masken, könnte man auch sagen, hat mehrere Gesichter, mehrere Facetten. Mhm. Und ähm, ja, sie, sie vermisst das Leben so ein bisschen und lernt dann, macht dann so eine spontane Aktion, indem sie mal so nach so einer, ich glaube, das ist eine Buchbesprechung oder irgendwie, die, also dieser Typ, in den sie sich verliebt, ist so ein Comiczeichner, ähm, der da so eine, so eine Katze oder sowas zeichnet, ähm, die da irgendwie in einer Zeitung veröffentlicht wird oder so und der macht dann mhm. einen Film und bla 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 und da reden die drüber. Und sie haut da ab. Die ist da überhaupt nicht drin in dem ja. Ganzen und zieht so ein bisschen um die Häuser und schleicht sich auf so eine Party und lernt dann einen anderen Typen kennen. Mhm. Und ja, bei den beiden scheint es auch irgendwie zu funken. Mhm. Und es gibt dann so eine kleine, ja, so ein bisschen kitschig romantische Szene, wie die sich so annähern, aber dann sagen, ja, wir wollen aber unsere Partner nicht betrügen. Mhm. Ähm, deswegen wird jetzt hier nichts passieren, aber der Zuschauer weiß, ne? Oder merkt halt, da ist trotzdem was zwischen den beiden. Ja. Und ja, später ist es dann auch so, dass sie ihn verlässt, diesen Comiczeichner für ihn. Mhm. Und ja, mehr will ich jetzt gar nicht verraten, weil ich habe schon ein bisschen vorweggenommen gerade, <laughs> aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also vor allem, wenn einem so ein Film gefällt, wie der Rausch, auch wenn es schon ein anderes Thema ist, das ja. halt auf dieses hedonistische. Ähm, schöner schöner Lebensfilm so also auch wieder so Richtung Slice of Life hm. aber halt auch mit Romantikaspekten also aber hat das Ganze dann auch irgendwie eine, eine gewisse also eine, 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 eine Moral oder einen Plot oder irgendeinen ähm, wo du irgendwie merkst ah darauf will der Film hinaus oder ist es wirklich nur so Slice of Life ich zeige jetzt vier Monate im Leben einer Person ja oder? Oder, ja ja ah, ist schwierig ich finde es ist schon slice of life, aber ja, es hat auch es hat in gewisser Weise auch eine Moral, also die wird halt die ganze Zeit so im Film auch erklärt mm, mehr oder weniger, mm. weil der der Comiczeichner, der ist so ein bisschen wie soll ich das sagen, so ein bisschen väterlich auch. Mm. Also der das nervt sie auch ein bisschen, ne, der guckt so ein bisschen von oben herab und ähm, Sagt ihr dann auch, du wirst es bereuen, bla bla bla, und sie sagt: mhm. Ja, vielleicht kann es sein, aber ich es jetzt trotzdem. Mhm. Und später sagt sie dann, ja, hast recht. Und ähm, äh, weiß ich nicht. Also, Moral, das ist, das, ich finde das mit der Moral ist eigentlich, das kann man schon mit der Rausch vergleichen, weil, obwohl bei der Rausch, da fand ich es noch eindeutiger. Mhm. Ähm, hier finde ich persönlich, ist es mehr Slice of Life, aber es mhm. ist nicht so. Nicht so gemacht wie ähm, Vortex, was für mich mehr Slice of Life war, weil es halt mm. wirklich relativ nüchtern ähm, und trocken einfach nur gezeigt hat, was da passiert. Glas ja. hat natürlich auch was erzählt, aber mm. hier wird viel, viel, viel mehr erzählt, inszeniert und so weiter. Mm. Also ja, es gibt, äh, ja, also ich denke, das hängt von jedem selber ab, was man da, was man daraus zieht. Ja. Für mich hm. war das halt, ja... Ja, weil gesagt, ich habe so hab schon viele viele recht positive, Porträt, ja. positive Bewertungen auch zu dem ja, Film der gesehen. Ja, der ist, der ist gut. Ich ist weiß ehrlich ne? gesagt gar nicht, was ich da erwarten müsste, Einigen wenn Trail ich den jetzt proben wollte. Ja. 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 Es, hm. gibt, es gibt auch eine, so, eine, so eine Kameraszene, die finde ich aber völlig überflüssig eigentlich. <laughs> eine Kameraszene? <laughs> Wo dann so die Welt anhält und sie... Ja, das haben wir im Trailer gerade gesehen. habt ihr wahrscheinlich genau. im Trailer gesehen. Ach ja? so, das kam ach so. Ja... Das, ich finde, ich find, das wirkt so... Das, also als das im Film kam, wirkte das für mich so ein bisschen wie Effekthascherei. Also, okay, um, wir bauen mal was ein, ne, um yeah. zu zeigen, was wir. Ja, ich weiß, was okay. es war. Das war eine Metapher, weil es, es hat halt verdeutlicht, hier, die Zeit steht still und in, ja. diesem, in diesem Moment rennt sie durch die Welt und besucht halt diese, ich nenne es jetzt mal Affäre, die sie kennengelernt hat. Ja. Sie ist quasi aus ihrer Welt ausgebrochen. Das ist, ist halt eine Metapher. Aber mm. ja... Hm. Ja, muss hätte man jetzt nicht so übertrieben inszenieren müssen. Also ja <laughs> fand ich jetzt ein Verstehe. bisschen too much. Ja. Für die wenig Aussagekraft, die dann dahinter steckt. Hm. Ja, das ist genauso diese dieses dieses Filmgenre, so so, so hier romantische Komödie, und dann auch noch wie du geschrieben ja, hast nicht mal. So also ich würde jetzt nicht das ist ja keine das ist also keine drama dann ne ja das ist eher drama Ach also so, das, okay. ist keine, das ist jetzt keine ist jetzt keine klassische Romcom wie äh, hier Bridget Jones oder mhm. ähm, oder ja das ist halt das ist halt schon eher skandinavisch also dieses also ein ne, bisschen ein so bisschen unterkühlter so oder was so ein bisschen, so. So, so ein bisschen oder was, ernster oder? so ein bisschen bitterer so ein bisschen ah okay ein bisschen mehr mhm. down to earth würde ich sagen ja das, Aber ist interessant, das mag dass ich, ich du ja skandinavisch. Ja, ja ne, weil ich kenne es halt bei den Skandinavischen, also bei diesen, die ich zumindest gesehen habe, mm. ähm, die, die sind halt so, was mir auch an den. Ja, gefällt, ich weiß, dass die so nüchtern, so nüchtern ja, zu das das ist Mir geht es so. auch oft so, ja. Mm. Nicht ja. so überinszeniert. Genau, nicht so überinszeniert. Mm. Da kann man sich viel mehr mit identifizieren. Und wie gesagt, mm. also ich denke, da wird es einige Frauen geben, die sich super mit ihr identifizieren können. Mm. Ja. Also, wie gesagt, der, der Teaser text ja. hier, der Teasertext hier schreckt mich total ab. Mit ich feinem, echt, mit ja, feinem Humor, grandiosem Herzschmerz und einem unverwechselbaren Gefühl so, für knifflige äh, äh. Beziehungsdynamik erzählt der Film von einer jungen Frau auf der Suche nach dem persönlichen Glück. Also wenn du einen Teaser-Text schreiben willst, nachdem ich den Film auf gar keinen Fall gucken werde, dann müsste er ungefähr <laughs> ja, so klingen. Also, aber wie gesagt, das ja. ist jetzt nur wieder meine persönliche Einstellung. Ja, ja. Ne? Aber ich habe ich bin gesagt, mir aber sicher. Aber doch, ich glaube, ich glaube, der könnte dir tatsächlich. Also ich habe hab schon viel Positives. Der könnte ja insofern so sagen, weil ja. er halt diesen skandinavischen Touch hat. Weil er ich halt habe viel Positives gehört ist. über den Film, muss ich sagen. Das, und auch von Leuten, deren Meinung ich dann wirklich auch schätze, Filmkritiker und so. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was das für ein Film ist. Auch nach deiner Beschreibung gerade. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich einfach mal gucken. Ja, müsste man <laughs> genau. vielleicht mal. Ja. Ja. Also denk dir, ne? Ja, wie gesagt, ja. Ich werde hm. ihn auch mal angucken, definitiv. wenn auch. er mal... Wo kann man ihn Schau, Schau dir, schauen dir, das schauen mit an. Schauen dir mit Anna an. Ja, definitiv denke ich mal auch, Bitte obwohl ja, du mag er, obwohl das ja, kommt nee, ist es ja nicht hast gesagt. Nee, das ist Der kein klassischer Strom aber mhm. ich glaube die wird den auch mögen. Aber okay, also bei ihr mit ihr kann ich alles gucken, außer äh, äh, sag schon Dingsfilme, na Growing Up Filme, wie nennt man die? Äh, Coming of Age Coming of Age Filme. Oder Coming oder? of Age Movies ja, mm. also da, da geht gar nichts mehr. Nee, nee, das ist nicht <laughs> Coming of Age. Das ist die ja. Finde ich eigentlich gut, aber ja. Ja, ja, nee, es hat es hat halt gewisse Aspekte davon. Vielleicht, hm, weil, man, ja. weil sie ja auch wächst und man sieht es ja, wie sie wächst. Aber, aber sie ist ja schon ist erwachsen. Ja, genau, sie ist ja schon erwachsen. Äh, das, ist das ist quasi geht ja so eher Und sie sind ja doll ins Alter, ins Erwachsenalter geht es ja eigentlich nicht. Mehr. Genau, also ja. wenn dann ja. wahrscheinlich eher Midlife-Crisis, aber auch das nicht. Also sie ist ja. genau so mitten im Leben, mehr oder weniger. Also wie, im ja. Stream gibt es den nirgends, Percy, zumindest nicht nach, wer streamt mhm. es. Also man müsste ihn entweder nee, nee, kostenpflichtig leihen. Ja. Irgendwann wird er bestimmt, irgendwann ja, ja. Er bestimmt mal irgendwie kostenlos. Ja, 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 ja denke ich auch. Ich wollte euch mal beide fragen. Äh, Philipp ist fertig mit dem Film. Ja. Nee, ich <laughs> ja. wollte sagen, man kann, <laughs> ja. ein Euro, also, man kann die paar Euro auch ja. investieren. Also die 5 Euro, die habe ich jetzt habe ich definitiv ja. nicht bereut bei dem Film. Ah, okay. Ah, okay. Hm. Ich wollte euch mal fragen, habt ihr mal so, äh, nicht so, sondern Prozessor gesehen? Der ist jetzt schon auch zwei Jahre alt. Nee, wollte ich immer, wollt ich immer ja. sehen. Ich habe mich noch nie das glaub, können. Das, was das ist die, äh, die äh, Tochter von Kronberg, oder? Oder, ja, oder? Ja, genau. Oder, nee, oder, nee, der Sohn, ne? Brandon Kronberg. Ja. Ja. Der, also, ja. der kam letztens bei Sky und da habe ich ihn dann verpasst. Da ist lohnt so lohnt der sich denn? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, du ich hast ihn nicht kommen. gesehen. Deswegen wollte ja. ich euch mal fragen, ob den, ihn Wie ich, du hier siehst, weil ich habe den, hab den auf Ey, der Watchlist. Mega interessant. Aber den der gibt's Cover, bis, das Cover ist schon gut. Es gibt ihn nur zu kaufen. Und von der Idee her ja. könnte das so diese Body-Horror-Geschichte ja. sein, die der alte Cronenberg ja auch macht. Und es spielt auch wieder Jennifer ja, Jason richtig. Lee mit, die ja auch in Existenz beispielsweise mitspielt. Also, ja. Aber ja. wie gesagt, ich konnte mich noch nicht durchringen, den zu kaufen. Ähm, ich warte immer noch, bis der irgendwann mal im, entweder im Angebot ist Fall oder geil, so. auf auf jeden Fall. Ja. Ja. Und hat auch ganz gute Kritiken, glaube ich, bekommen. Also hier mit Hirnimplantaten in die Körper anderer Menschen eindringen genau. und die so zu übernehmen als, <laughs> Alter, als Puppen das klingt, so. das klingt mega cool ja. Mm. Und dann verliert sie sich halt in den einen Typen irgendwie ähm, und nimmt mehr dann irgendwie die Gestalt äh, die, die, die Dings von ihm an die Charaktereigenschaften ja, heißt oder so. Processor sowas. ja. Processor. Pro, Processor ohne R. Ach, Processor okay. Processor also ja. wie Besitz, bei, bei, bei Sky gab es sie noch letzten Monat zu gucken jetzt ist er raus. Ah okay also, ja. Schade, schade. Also ich habe den auf dem Plan schaufe. aber noch nicht noch nicht gesichtet genau wie übrigens falls vielleicht kennst ich du mich. den vielleicht kennst du den ich Percy mich. Sensor, den nee, hier, sagt mir nichts. über den habe ich auch geschrieben, oder nee, was? C ich mit, mit C vorne, also wie ein Zensor, ah, der etwas zensiert. Nee, nee, sagt mir Weil da habe hab ich auch relativ nee. viel Positives <laughs> für. Nee von gehört. Also ich kann ja mal oh, hier. M MGM, ja. Okay. Ich lese mal kurz vor hier, ne? als Filmzensorin mhm. Inet einen unheimlichen Horrorfilm entdeckt, der sich direkt auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Schwester zu beziehen scheint. Entschließt sie, das Puzzle hinter dem Film und seinem rätselhaften Regisseur zu entschlüsseln, eine Suche und so weiter. Blah, blah. So Und die Idee ist so ein bisschen, da geht es irgendwie um so, sie arbeitet irgendwo, wo dann so Filme zensiert werden und irgendwelche Sachen. Und also das ganze Setting und so klingt halt richtig cool. Ich ja. habe den auch auf der Watchlist, aber. Weiß ich nicht, jetzt irgendwie 12 Euro ausgeben und du weißt nicht, was du kriegst, finde ich schwierig. Äh, man kann äh, den man kann blöderweise auch nicht leihen. Neuen, ne, ja, dann, das äh, ist immer voll ja, kacke. Prozessor das auch. Du. Man kann die nicht leihen. Mhm. Für einen Fünfer würde ich das leihen oder so mhm. und schauen, aber das sind so zwei Sachen, sieht, die ich noch in der Pipe habe. Der sieht da hinten aus, als hat der auch schon so einen grobkörnigeren Look hat, so einen Vintage-Look fast, ja, so, fast. Der spielt aus. 1985, wahrscheinlich hat man sich ach, deswegen, Mühe ach, gegeben, deswegen, okay, ihn so aussehen zu lassen. ja. Ja, da macht das Sinn. Ja, mhm. Also ein bisschen so VHS-mäßig alles, so von, vom Look Steadish her. Ja, okay. Und wie gesagt, den habe ich auch noch auf der, in der Pipeline, also demnächst <laughs> Pipeline. mal sichten <laughs> irgendwann. Ja, 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 Filme und so. Ja, da wollte ich mal wissen, ob ihr ihn kanntet. Dann hätte ich mal... Schon nee, mal noch Lichtern nicht, gehabt, aber weil... ich werde den vielleicht, ja. den, also Processor demnächst mal sichten ja. irgendwann. Oder habt ihr was von der Frau im Nebel gehört? Der war ja jetzt auch so hoch gelobt worden. Der soll jetzt im Kino laufen im Februar oder so. Decision to Leave ist nämlich von Park Chan Wook der Oldboy gemacht hat zum Beispiel die ganze rache Der soll mega mega gut sein. Die Frau im Nebel. Decision to Leave. Ja, das ist Koreanischer Film. Ja, Das ist von dem Regisseur. Ist auf jeden Fall schon mal. David Heiner hat dem glaube ich eine Höchstwertung gegeben, glaube ich. Ah, okay. Also bei Letterbox haben alle, die ich kenne, den neuen oder 10 von Oder ja. der, der sieht sehr interessant aus. Also, den will ich mir unbedingt im Kino angucken, glaube ich, weil ja. der, ich finde, sowas äh, kann man auch mal gerne tolerieren, vor allem aus, aus Korea. So, da, was Gutes aus Korea ja, ja. ist immer gut. Ja, das ist. Vor von dem Regisseur, ey. Im Nebel. Ab ja. 2. Februar. Ich, der läuft hatte, der, der, hatte, der ah. hatte noch letztens gar keinen Kinostart. Hat er jetzt endlich mal einen Also, hier Start? steht ab 2. Februar im Kino. Ach, geil. Weil steht jetzt es hieß zuerst, der kommt erst im April, dann, guck mal, Rotten Tomatoes, 93% hat er da auch schon, ey. Hm. Der, der klingt super interessant. Klingt den interessant, behalte Mensch. ich auf jeden Fall mal ja? im Kopf, ja. Weil die die Vengeance-Trilogie fand ich auch gut. Also gut, Old war, ja. war mit Abstand der beste, muss man sagen, aber ja, die anderen natürlich. waren auch äh, sehenswert. <laughs> Und da bin ich muss ich sagen, Sympathie von Mr. Venegans, den fand ich dann noch einen Tick besser als ja, Hatte, Lady ja, Vengeance. Ja, Lady Vengeance fand ich auch ja, ein bisschen ich. schwächer, muss ich sagen. Ja, ja das muss ja. ich auch sagen. Habt ihr eigentlich schon The Whale ja. gesehen? Nee. Whale? Der kommt doch noch Der gar läuft Kino. doch hier noch gar nicht. Ach nee, der läuft doch noch gar nicht. Ich dachte, Hast du den schon wieder so. raubkopiert, Philipp? Nee, nee. Ja. Ja, ja, schon wieder. Die, ich dachte, die Taste gedrückt. Nee. Mit nee, nee. Brandon Fraser. Der, der hat, glaube ich, auch noch keinen Kinostart, oder? Nee, also nicht, dass ich. Warte mal, war. Filmstart. Nee, ich glaube nicht. 27. April steht hier. Doch, hat er jetzt einen? Oh, ist ja auch noch lange. Demnächst erscheint. Sozusagen das Comeback von von äh, Brandon Fraser mehr oder weniger, Ja, da bin ich auch sehr gespannt mm. auf den Film. Ja. und den Darin, ich auch sehen, ja. Also Darren Darren von dem, was ich gesehen habe, sieht das auch echt geil aus. Regisseur Darren ja. Aronofsky, ja. Der Trailer, den fand ich auch mega geil. Ja, da habe ich ja halt im Trailer mm. schon fast Pipi in den Augen gehabt, ey. Mm. Ja, voll. voll. <laughs> schon krass, ja. ey. Der ja. ist ja mit Pipi in den Augen über den roten Teppich gelaufen. Mm. Ja, ja, das, das habe ich, hab ich gesehen. Oh, ja. Bei der ja. Premiere. Premiere, also. Also, wie gesagt, da kommt einiges. Mal gucken, was da... Guckbar okay. von ist und ähm, wie die Sachen dann später werden. Mal gucken. 27. Was war das? 27. Das waren so Filme, Ach, die ich mir halt nämlich so mal notiert habe, wo ich dachte, ja. ey, dann kommt endlich, gibt es jetzt einen Starttermin? Decision to Leave, Frau äh, Nebel, der, der klang für mich am interessantesten. Und ja, auf jeden den. Fall. Allein und der, ist ja, auch so bei, der ja. ist ja auch ein guter äh, Mystery-Film. Gerne. Der ist ja auch nominiert für Hauptdarsteller. Ist ja nominiert. Decision to Leave. Nee, äh, ich meine nee. Duell, The Whale. Meine so, yeah, ja. The, the Whale Duell ist nominiert, ja. Mm, ja, ich mm. meine nur wegen deinem irish äh, Dingster da. <laughs> ja, beste Hauptdarsteller. Ja, aber, aber ich, glaube, ich glaube, nicht, dass, dass er den gewinnt, weil ja, ähm, in den letzten Jahren, Jahren war es oft so, dass die Hauptdarsteller ähnlich wie die Golden Globes, äh, die die Hauptdarsteller da gewonnen haben, haben die dann dann auch mm. bei den Oscars gewonnen. Das war in den letzten Jahren immer so, also mm. sehr oft, sehr sehr oft. Ja. Ja. Das wird bestimmt die sind ja nicht anders laufen entweder der elvis verschnitt ja, mhm. oder, oder Colin Farrell würde ich ihm gönnen mhm. aber ich glaube mehr würde ich wahrscheinlich hier so Ray gönnen weil das ist schon glaube ich noch ein Tick heftiger oder was, mhm. was da abgeht na schauen wir mal ja, ja. hat Darren Aronofsky ja. zwischen Mother und dem hier irgendwas gemacht ich weiß gar nicht Gar nicht mitgekriegt. Ja, der hat hier hatte. Dings gemacht, Mother, ne? Ja, Mother war der letzte, den genau. ich. Aber das ist auch schon wieder drei Jahre Mother her, oder? So, genau. Und, und, und dann kam keiner mehr, glaube ich. Wollt ich wollte ne? gerade sagen, das ist ja, der Mother. nächste Film jetzt, ne? Also ich habe nicht mitbekommen, dass yeah, er zwischendurch noch was gemacht hat. Ja. Genau. Good Nurse. Nurse? Angeblich hat er einen Film Warte. namens The Good Nurse gemacht. Darren Aaron? Äh, nee. Nee, nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Sorry. Nee. Falsche, falsche, falsche. Ein anderer Dings. Darren Aaron Nee. Nee, doch, ja, Moment, ja, er, nee, hat, nee. er hat wohl noch, er hat noch Sachen gemacht, doch hier. Aber als Produzent eher, nicht als Regisseur, das kann sein, ja. The Good Nurse steht auch für 2022 drin, ne? Aber da ist er nur Produzent, glaube ich. Mhm. Steht hier zumindest ja. bei Wikipedia. Ja, okay, dann, okay ja. dann hat er nicht Regie geführt, ja. Naja, Aronofsky ja. ist ja eigentlich das auch alles, immer ein was, was Garant für drin. interessante Filme, auf jeden Fall. Und insofern. Ja, auf jeden Fall mal, mal etwas anderes irgendwo zu bieten, ob sein ja. qualitativ gut oder schlecht. Ist da auch nochmal eine andere Frage immer. Mal gucken. Aber auf jeden Fall mal eine andere Thematik. Und die, vor allen Dingen, mm. der, wirklich, also da muss man echt mal eine Lanze brechen für Regisseure auch. Ähm, der versucht sich dann auch mal immer mal in andere Gefilde reinzubetten. Ne? Ja, 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 ja. Ob das ein von mm. hat er ja gemacht, ne, glaube mm. ich, genau. Ja. Ob es dann Maser war oder halt ein The Fountain, der auch mal wieder was ganz anderes war. Mm. Also der versucht sich schon wirklich mal auszuleben als, Regisse mm. als Regisseur und versucht sich nicht immer in eine Nische zu packen. <laughs> das äh, kann man echt mal eine Lanze brechen, ey. Ja, solange er immer seine Bibel-Allegorien ja. eingebaut kriegt, ist alles fein. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. So, ja. ja, bin ich so, mal gespannt auf The Whale. Ja. So, ja, Moment. Ähm, was nehme ich denn? Also, ich habe jetzt noch so, ich habe jetzt so zwei, also ich würde so ein Double-Feature machen und zwar ja, machen nur ganz kurz zu zwei Filmen, was sagen, die beide von meiner Seite aus keine wirkliche Empfehlung sind. Ich möchte euch also dafür bewahren, die anzugucken. Äh, okay. Zum einen. Nee, das meine ich nicht. Wo, wo war denn der? War der auf Netflix? Dann lehne ich mir zurück, jetzt wird lustig, hoffe ich. Das ist ja. ja sicher so ein, so ein, <laughs> so ein einfacher Horror-Slasher, kommt jetzt, wo, oder? Wo läuft denn der? Nee, warte mal, ich bin, glaube ich, im falschen das Ding. Ist ne? sag ich. Nee, äh, schon äh, eigentlich irgendwie was horror Voyager. Sag mal, willst du mich veräppeln? Wo ist denn der Film? Wie hieß denn der? Oh. War Wunderb das Disney Plus oder war das? Warte mal kurz. Jedenfalls hey, heißt der Film Nanny und ist von äh, Blumhouse. Nanny. Uh. Okay. Hier, Nanny, Film. Wo ist er denn? Bin ich jetzt doof? Prime Video. 2022, <laughs> American Horror-Film. Warum finde ich denn nicht Nanny, wenn ich Nanny. Ach, hier ist er. Hier. ja. Okay. So, jedenfalls, ich habe ihn eigentlich geguckt, weil das Blamhaus war. Ich habe tatsächlich mir gedacht: Ach, guckst du mal durch, was haben die denn so gemacht? Blamhaus ist zwar auch immer so ein bisschen Hit or Miss, aber manchmal haben die ganz mm. gute Filme. Und, äh, ja, lohnt sich leider gar nicht. Also ähm, ist, so ein, ist so ein Film, der Plot ganz kurz zusammengefasst, die namensgebende Hauptfigur arbeitet als Nanny in den USA, kommt aber eigentlich aus, hier steht nur Westafrika, ich weiß nicht mehr genau, welches Land es war, aber jedenfalls kommt sie eigentlich aus irgendwo und dort ist auch ihr Sohn und... Ihre, ich weiß gar nicht, was es ist, nicht Freundin, Schwester oder irgendwas, die ist mit ihrem Sohn sozusagen da geblieben und sie ist in die USA gegangen, arbeitet da als Nanny und äh, ja, will Geld verdienen, um dann ihre, ich weiß nicht, ob es ihre Schwester war und ihren Sohn nach. In die USA zu bringen. So. Und mhm. dann entspinnt sich halt so eine Geschichte, man sieht hier auch eine Wertung, nur, selbst bei Amazon nur drei Sterne, das ist schon erstaunlich. Ähm, dann entspinnt sich so eine Geschichte, dass sie dann in ihrem Haus, wo sie da arbeitet, immer mal so komische Sachen sieht, so irgendwelche Visionen hat. Und dann träumt sie irgendwas, wo sie im Bett liegt und Wasser flutet über sie und so. Und der Film baut die ganze Zeit so ein Ding auf, dass man denkt, ah, da ist irgendwas mit Besessenheit oder Geistern oder irgendwas. Und All das passiert aber gar nicht. Ne? Also, sprich, okay. du hast so ein paar, so paar Mini-Suspense-Sachen, die auch nicht besonders gut sind, die sind halt da. Und am Ende kommt halt raus, äh, oder, oder ich weiß gar nicht, ob, wie man das interpretieren soll. Jedenfalls schickt, also telefoniert sie öfter mit ihrer Schwester oder was das da ist in, in, in Afrika, schickt der Geld, arrangiert den Flug. Und am Ende des Films kommt im Grunde raus, dass. Kurz bevor die Schwester mit ihrem Sohn danach in die USA fliegen soll, ist der Sohn bei einem Badeunfall gestorben. So. Und dann kommt die Schwester okay. allein. Und dann trauert sie am Ende. Und das ist der ganze Film. Also okay. ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir dieser Film sagen sollte. Das war totaler Murks alles. Also diese ganzen Mystery-Szenen zahlen auch überhaupt nicht auf das ein, was da passiert am Ende. Und dieses, oh. ja, übrigens, dein Sohn ist gestorben-Ding, das, das wird dann so in so einer Drei-Minuten-Sequenz irgendwie abge, abgefrühstückt. Und äh, also ich habe keine Ahnung, was dieser Film soll, was der mir vor allem für eine, für eine Geschichte vermitteln will. Äh, habe ich nicht verstanden. Also sie arbeitet da, macht Sachen, schlägt sich so durch und am Ende ist ihr Sohn gestorben. Das ist der gesamte Plot. Es gibt keine zweite Ebene oder irgendwas. Auch diese ganzen Mystery-Elemente verlaufen vollkommen im Nirgendwo irgendwie. Also keine Ahnung, was das sollte. Lohnt sich also wirklich gar nicht. Es ist vollkommen unsinniger Film, wenn man so will. Der erzählt weder eine spannende Geschichte noch sind die wenigen Grusel- oder Schockeffekte vernünftig gut und die Auflösung ist einfach ja. Und der zweite ist halt da. Der zweite ist The Anchor. Anker oder? Ja, naja, da geht es aber nicht um okay. einen Anker, sondern es geht um uh, uh, Anchor Man oder Anchor Woman, ah, ja sowas in diese Richtung ja, okay. und das ist so ein, so ein, so ein, ich weiß gar nicht, was ist es denn? Das ist, klingt auch äh, koreanisch äh, hier. Ähm, ja, also ich dachte, ich krieg so ein bisschen äh, koreanische Geister-Horror-Action, äh, so. Das war so ein bisschen die mhm. Idee, ne? Mag ich ja eigentlich ganz gerne. Aber auch der war ja, nicht so doll. Also so dieses typische, ja, sie arbeitet als Nachrichtensprecherin und muss irgendwie total toll sein und, äh, findet dann irgendwann irgendwo zwei Leichen von einer Mutter, die irgendwo oder von irgendeiner Frau, einer Frau und einer, ihrer Tochter und so weiter, sieht dann irgendwie Geister. Aber der ganze Film verläuft halt auch genau so irgendwie ins Nichts. Also es gibt nicht wirklich eine packende Geschichte. Das ist alles so irgendwie, so nach dem Motto, ja, lass mal, lass mal was mit, mit Geistern machen, so irgendwie, aber man hat halt keine Idee wie man die Geschichte erzählt so. Also das heißt ja, sie findet da am Anfang irgendwas raus und Geister und ja, dann gibt es am Ende noch so eine Art Mini-Twist Mini oder so, aber das, das, das lohnt sich alles nicht. Das ist alles irgendwie, hättest du dir auch sparen können. Also es ist nicht wirklich, nicht wirklich ein Horrorfilm. Ja, kann man sich sparen, würde ich einfach sagen. Also es ist wirklich Einfach nur Warnung, wenn ihr irgendwie einen spannenden Film mit irgendwelchen neuen Ideen haben wollt, dann guckt den nicht. Das ist er nämlich okay. nicht. Und ja. er ist noch nicht mal wirklich gruselig oder irgendwie horrormäßig. Und das können die Koreaner oder die Japaner deutlich besser. Ja. ja, so ein bisschen komisch. Also, der Trailer, den Trailer fand ich interessant. Deswegen habe ich mir den Film angeguckt. Aber der Film kann das leider nicht, nicht halten. Ja, davon kann ich den Liedchen singen. Aber Anna auch. Ja, Liedchen, was? Von Filmen, die stehen. Dinge die nicht halten können? Nee, nee, nee. nee von dem Thema nee. guter Trailer, schlechter Film. Ach so, ja. ja. Ja ja, gut, das hast du ja oft. Das, das hast du ja kennen halt wir. Bei jedem zweiten Film. Das kennen wir. Ja, das, ja. Ja, das ja, war so ein bisschen mein... Dran. Mein Double Feature. Ja. Ich bin noch mal kurz auf dem Klo. Äh, Percy darf jo. gern schon loslegen. Sag mal den Titel, dann rufe ich den hier schon mal auf. Äh, Ambulance. Ambulance von Michael Bay. Äh, oh ja warte. ja, warte. Ich beeile ja, warte. mich auf dem Klo. Die ich mich, ich, ich möchte gesehen. deinen Rant dazu hören. Warte, ich beeile mich auf dem Klo. Was, ihr, habt, ihr habt beide noch nicht gesehen. Nein, nee. ich werde ihn auch nicht Aber gucken. Du Aber gut, ruhig. ja, Moment, bis gleich. Oh, oh, oh. Ich bin gleich ja. wieder da. Ja, also, ich glaube, ich werde ihn auch nicht sehen. Ja, musste auch nicht. Also, es ist halt auch wirklich generischer Kram. Ne? Ich habe mir auch einfach mal angeguckt, weil ich dachte, hm, vielleicht siehst du ja dann doch mal die ein oder andere interessante -Szene. also ja. Ja, 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 genau, deswegen wurde man. Ja, aber, aber hast du bei Bay auch immer, ja bei McElbe auch immer. Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, weil es ja schon so in die Richtung geht: The Town, dass da doch ein bisschen mehr authentischer Drama dann auch hintersteckt, aber war auch irgendwie leider nicht weiß ja so irgendwo ähnlich in die Richtung geht so heißt Movie und dann Verfolgungsjagd mhm. und ähm, gucken wer jetzt äh, weil die verkleiden sich ja dann auch als äh, oder versuchen dann durch den Krankenwagen halt dann zu fliehen äh, ist ja auch eine ähnliche Anleihe wie bei bei The Town damals gewesen aber es war halt also ja also du siehst halt immer die ganze Zeit dass es mit Drohnenkamera gefilmt ist und das ist zu viel Drohne auch ja es ist ganz nett ja keine Frage und da sind auch ein paar coole Shots dabei. Und vor allem auch bei diesen ganzen Autoverfolgungsjagden. Das sieht schon ganz ansehnlich aus. Aber boah, das ist echt zu viel Drohnen-Action. Also, weil du hast auch diese Drohnenkamerafahrten, unabhängig von den Autofahrten, die sind dann, die sind dann da auch da, wenn zwei Leute einfach nur dann dastehen und äh, sich gegenübertreten und Showdown machen oder so. <laughs> und dann sonst fliegt da eine Drohne rüber oder, kreist naja, an, oder was? Naja, du siehst ja die Drohnen nicht, du siehst es ja aus, aus Sicht der Drohne teilweise. Ja, ja, aber ich meine nur. Ja, Kreis also fliegt ich die im glaub, Kreis ich, rum. Ich glaube, ich verstehe schon, warum, wozu das dienen sollte. Um diesen, diesen, dieses Heist-Feeling so ein bisschen mehr äh, äh, geltend zu machen. Ach so, dass die überwacht also, werden, so nach Motto. Ja, ja, so. Also, das sind ja eigentlich ganz nett, diesen Aspekt, aber das ist für mich als Zuschauer so viel Drohne einfach. Das ist, hm. Also vor allem, vor allem, wenn du halt dann versuchst, so Drama zu etablieren und, und gewisse Charaktere halt dazu. Fokussieren in ihrer, in ihrer Katharsis und all dem ist da zu viel Drohne drin. <laughs> also, das ist. Zu viel das Drohne es dann halt auch. Ja, ja. ja da ja, habe ich. Ähm, in dem Zusammenhang nur mal ganz kurzer Einwurf. Ich habe irgendwo bei, ja. ich weiß gar nicht, wo das war, war das auch Corridor Crew, die hatten sich Pacific Rim 1 und 2 angeguckt, mhm. wegen der Kameraführung in beiden Filmen. Und da ging es um was Ähnliches, dass nämlich die äh, Platzierung der Kamera, die deine Szene aufnimmt, durchaus ja. eine Auswirkung darauf hat, wie wie wuchtig, wie nachvollziehbar und wie immersiv. Das ist, was ja, du da total. siehst. Und genau. wenn du eine Kamera total. hast, die halt nah am Darsteller ist, hast du immer ein höheres ja. Maß an Immersion und Direktheit Klar. als wenn du wie und in Nahbarkeit, Ambulance, ja, genau. genau, als wenn du das ja. alles so aus dieser Vogelperspektive filmst, wo du dann im Prinzip gar keinen Bezug mehr dazu hast, was da eigentlich passiert. So ne? diese Wucht also, bleibt da. Ja, also der es Strecke, ist ja nicht direkt aus der Vogelperspektive. Es ist ja auch so von einer, sag ich mal so Art Übertragung. Ja, also, sportmäßig ja, ja. so, ja, ja. weißt du, so mhm. schräg äh, aus der Perspektive und dann vielleicht nicht ganz so weit weg, sondern schon näher dran, aber ja, ja. Ah, schwierig irgendwie. Aber und eben, es ist meine, halt eindeutig so eine, kennt, ja, so eine Beobachter, ja, so eine Beobachterperspektive. Ja, wenn man mhm. Michael Bay-Filme kennt, dann weiß man ja, dass das ist halt so, es ist halt oft dieselbe Kameraführung. Es ist halt oft ja, ja, dieses klar. von rechts nach links, halb schräg oben und die Leute <laughs> reden mit dem anderen oder erklären ja, ja, denjenigen gerade, ja, ja. was Sache ist und das ist und dann hast du da noch mhm. halt so ein, äh, so, so ein Flair mit drin so ein Dingsflair ja. ey ach also das mhm. geht hier in dem Film noch muss ich sagen da gibt's auch da Transformers und, und, und ja. Bad Boys das ist weitaus schlimmer aber nicht desto trotz also die Figuren sind dann halt auch, also, wen ich ja ziemlich mag, aber auch wahrscheinlich nur, weil ich sie heiß finde, ist halt die Dame. Warte mal, wer, wer äh, spielt da? Wie heißt die nochmal? Ach, Mann, die hatte. Du doch weißt nicht mal ihren Namen. Warte. Die, ich ich kann es mir <laughs> gar nicht vorstellen, dass die mal mit Timothy Chalamet was hatte. Aber, Aha. Aber, wie heißt die Warte. Elsa Gonzales, Elsa Gonzales. Elsa, achso, Elsa. I Elsa Iza Gonzalez. Iza Gonzalez. Warte. Ja, äh, die, die ist auch so unauthentisch. Die ist so unauthentisch als, als, als. als Krankenschwester als Nurse, das, ah, ey, okay. nee, äh, das, das funktioniert einfach nicht. Die hat da, die ist so, also ich will ja nichts sagen, dass ja Krankenschwestern nicht hübsch aussehen dürfen, aber das, du siehst schon von dem ersten Anblick. Sie ist so sexy. Ey, das, Sie <laughs> hat die Rolle nicht, wegen ihrer, nicht wegen ihrer Krankenschwester-Skills bekommen. Ja. Das passt da einfach nicht rein. Natürlich dürfen Polizistinnen und Krankenschwestern oder in äh. anderen öffentlichen Berufen, sich hübsch machen und sonst was. Aber das ja. ist einfach over the top. Ja. <laughs> Sorry. Aber das ist Michael Bay. Ich meine, man darf immer nicht vergessen, nicht du darfst immer nicht ja. vergessen, dass Michael Bay ursprünglich ja, ey, Werbefilmer war und das merkst du all seinen weiß, Produktionen ja. bis heute an, ne? dass immer der Hochglanz auch. und die Ästhetik ja. immer die primäre Rolle spielt. Und alles andere, Plot, Dramaturgie und so weiter, kommt alles erst auf Stufe 2 und 3 und ja, wenn man das ja. halt will... Kriegt man genau das? Ach, Jason Momoa datet die gerade? Wo <laughs> so bist du gerade? Hm. Bei promi -Flash abgetaucht. Ich bin gerade im Boulevard. <laughs> <laughs> er, <hat doch>, äh, <laughs> er hat doch auch bei Acare äh, <laughs> <Care> Lotte mitgespielt <lacht> mit Rosemont <laughs> Pike, wo sie doch die ah, alten Leute aus dem. Da, da hat die doch auch mitgemacht. Da hat sie ja die lesbische Freundin von ihr gespielt. Ich, hm. ich, ich finde die ja irgendwie ganz interessant, aber die Rollenausgebung bis jetzt ist. Mein ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich, ähm, also ich kann mich könnt, nur dran wer, daran erinnern, so dass. Jack -Roll war halt der Typ. Der, ja. Ich weiß nicht, der hat, erinnert so ein bisschen an den Nightcrawler, aber in einer schlechteren Version irgendwo noch. Mm, aber der mm. hat ja auch so dieses psychopathisch-hektische irgendwo Intus mm. gehabt. Aber halt noch in einer anderen, in einer anderen Form fand ich bei Nightcrawler, ey, das war seine beste Rolle in meinen Augen bisher. Ja, naja, klar. Und hier mm. ist halt einfach ein Film, der halt wirklich auf nichts Großes aussieht. Ich finde Prince of Persia war seine beste Rolle. <laughs> bist, du, bist du ja wirklich jetzt? Echt? jetzt? Das Nein, das war ein Scherz. Also, hat den Chat verlassen. also wahrscheinlich die Frauen würden da bestimmt ja. ja sagen aufgrund seines Aussehens, vielleicht, weil er da ein bisschen hotter noch war. Ja, Seinen stimmt, da war ein bisschen trainiert und, so. und sich eingeölt und so, aber ja. ja. Nee. Oder wenn man aus so einem richtigen Overfuck Bad Boy spielt, dann doch Jarhead vielleicht. Ja. Kann er auch sein? Ja. Ja. Aber der overfuck Boy ist ja noch mehr für dich Wir sind uns wohl Dings. alle einig, dass Donnie Darko seine beste Rolle war. Nein. So. No, Nightcrawler. Nightcrawler. Das muss ja, ich Night ganz klar sagen. Ja, klar, Nightcrawler, Nightcrawler. ist ein Völlig anderes, völlig anderes Level. Also normal. sorry, aber das, äh. hat, das ist ja so eine geile Rolle, die er hatte. Mhm. Ey, den Film habe ich letztens auch mal vor einem halben Jahr nochmal gesehen und dachte nee, ich, ey, sag ey, das Enemy. ich, ja sogar zweiten Mal noch besser. Enemy war auch echt? gut, ja. Enemy fand ich auch ja, gut. Ja, aber ja. fandst du da echt noch besser, ja? Ja, nee, weiß ich nicht. Also Nightcrawler war schon echt gut. Alter, das war schon das war... gut. Wenn du den zweites Mal nochmal anguckst, boah, ey, das ist noch geiler, fand ich. Ja, wobei Nightcrawler natürlich auch ja. von dem lebt, was da passiert. Nicht nur von ja, ihm, ja, sondern auch von ja, dem ganzen aber auch Plot, Von ne? ihm ganz stark, ja, weil ja, dieses, ja, ja. wie Klar, er sich, er da, sich da, da hocharbeitet, ja, mit welchen Mitteln, seine Begriff, seine wie ja. redet mit den Leuten? Also, alle, alles einfach. Ja. Also, ich finde den, wie gesagt, ich finde oh, den auch gut. Ich mag Jack Jelenhall normalerweise auch immer ich mag den auch. in allen Rollen. Nur ja. Ambulance. Ich habe den Verriss von David Hein gesehen dazu. <laughs> David Hein hat irgendwie sich dazu geäußert und. Er hat auch über die Drohnenkamera gesprochen Ja, man, genau, ja, ja. genau. Er meinte ja, genau. auch die Kamera und überhaupt ja, ja. alles ist alles nur auf. Es muss jetzt schnell ja. und rasant sein, aber alles andere bleibt halt komplett ja. auf der Strecke, so ungefähr. Und naja, es ist halt Michael Bay, ne? Das ist halt. Ja. Aber. Man muss einfach mal aus, ja, aus Trash das Ende eigentlich sehen. Man weiß ja, wo, worum es geht und man kennt so eine generischen Filme. Es ja. ist wirklich ein sehr generischer Heist-Movie. Ja. Ähm, und wenn man sich das Ende anguckt, denkt man: Alter, was für ein Trash. Was passiert ja. denn hier auf einmal? Also, das ist, das ja. ist so oh, also, Top Michael Bay. Das passt dann das auch wieder so nicht. Das wundert mich nicht. Aber. Ich würde da vielleicht noch mal sagen, ich habe noch einen anderen Film gesehen. Ja. Aber den kennen wir alle. Aber den habe ich jetzt nochmal rewatcht. Äh, und zwar, den hast du ja vorhin erwähnt, Akira. Ah. Alter, ey, so, ey, ich muss ja. ganz ehrlich sagen. es Warte, mal, ist für mich den nicht neu gemacht? Immer äh, noch, nee. Die, da kommt eine, äh, eine, eine überarbeitete Version raus. Jubiläumsedition Jubiläums kommt raus. Ach, echt, ja? Ich freue ja. mich aber viel mehr, muss ich sagen, mhm. wenn die richtigen Leute das in die Hand nehmen. Und da hoffe ich auf einen Divine, Divine oder auf, auf uh, anderen Pionieren. Das wäre natürlich... Ich kann natürlich mir das wirklich ganz geil vorstellen, muss ich sagen, aber man machen, ja. das müssen die richtigen Leute machen. Ja, wobei ich, auch sagen Leute muss, machen. wobei ich auch sagen muss, ich finde sowohl bei Akira als auch Ghost in the Shell oder so, das sind Filme, ja. die im Kontext der Zeit, in dem sie entstanden noch sind, sind ja. Ja, noch aktuell sind, aber... Gleichzeitig, ja. wenn du jetzt einfach dieses Ding machst mit ja, irgendwie hier äh, irgendwelche Cyberwesen ja. und so weiter, das ist wahrscheinlich ein bisschen dünn-storymäßig. Da müsste man sich dann überlegen, so, ob, man, ja, ob man das als Realfilm nicht hm. irgendwie noch ein das bisschen anreichern muss noch. mit irgendeinem ne, ja. bisschen mehr Skript oder so. Deswegen bin ich bei sowas ich immer auch, ein bisschen skeptisch. Ich denke auch, du kannst hier nicht eins. Also ich rede jetzt auch nicht von einer Eins Umsetzung. Ja, das ja. Ding oh. ist, äh, das nervt mich. Weil ich, das also bei Ghost of the Shell gibt es so viel. Da so Originalfilm meinst du, Scheiße. Ding. Ja, nicht ja, nur den ja, Film, ja. aber da ich meine. Den Skull film Ja, ja, ne, ja, der, ja, ne. Ja, nee, ja den, mhm. den war jetzt nicht, mhm. oder, ja, aber den meine ich, also jetzt verglichen zu dem Film. Nee. Ähm, ja, wenn man jetzt ein Remake von dem Film macht, aber wenn du jetzt die, mal die anderen Filme anschaust und vor allem die, die an einer sind. Welche anderen Filme meinst du jetzt? Teil 2, 3 nee, oder? Nee, ich meine jetzt die Anime-Filme. Also Standalone-Komplex so. 1, 2 und so weiter. Ach so, ja. Hm. Ach so, ja. Da ja. passiert so viel Scheiß. Naja. Da kannst du, da musst du dir gar nichts ausdenken. Du kannst einfach ein paar Folgen von der Serie nehmen und klatschst dann den Film ran. Also ja, aber der F Film, der Philipp, aber, als Erstes, und der, und aber äh, und das funktioniert, kann man die als Medium noch als bringen. Ja, aber das Ding ist halt, das funktioniert. Ja, ja, das der Film war Das, das, erste das funktioniert Jahr. doch gut. Aber das funktioniert ja. doch gut. Als Film hast du doch eine gute Introduction in diese Welt, in, in das, was da ja. abgeht und äh, auf das, was noch da kommen mag. Und dann kannst du doch dieses stand äh, Dingskomplex doch sehen. Ja, genau ja. Einen sehen. das funktioniert doch. Ja, aber man muss halt ja, immer aber sich die also Frage stellen. Ich find, man kann die auch verfilmen gut und hätte keine Probleme mit, ähm, dass man das irgendwie strecken müsste oder so, weil es. Du meinst Film jetzt Real verfilmen. Genau, Real verfilmen. Ja, so meinst du das, ja. Dass man das nicht irgendwie ja, ja. mit was aufblähen müsste, weißt du, weil da genug Stoff ist. Ja. Den man eins aber zu ich verstehe Sascha schon mit Akira zum Beispiel, weil ich habe ja letztes Jahr gesehen einzelne ja. Szenen dann wirklich vorgestellt, wie. Kann ich mir das jetzt als Realfilm äh, angucken? Wie funktioniert das? Und äh, klar, äh, also einige Verfolgungsjagd mit den Motorrädern, die halt Also der Akira-Slide, der, der, der funktioniert nicht. Ähm, Glaube ich. Bitch. Ach so. Naja. Ja. Ich würde sagen, heutzutage ist es schon möglich, ich glaube es nicht. Den Akira-Slide hatten wir in Nope doch schon. Ja, der ist so. Nee, Philipp, ich meinte auch gar nicht, dass jetzt generell alle Animes keinen genügend Story haben, sondern nee, speziell ja, sowas nee, wie Akira. Was natürlich auch viel von der ganzen Atmo lebt, die das Anime, der Anime hat. So, ne, das ja, so zu ja. übersetzen und gleichzeitig, und das müssen wir ja auch immer bedenken, eine Story zu bauen, die auch ein Nicht-Anime-Publikum irgendwie abholt. Das musst ja, du ja, ja, ja auch ja, machen. So, ne? Weil auch so das ist ja, ja, das ist ja das, woran die Scarlett Johansson Ghost in the Shell-Dingens gescheitert ja. ist, quasi. So, ne? Da haben sie es eben nicht hingekriegt. Zum das einen ist ja auch schwierig. Ich muss sagen, nee, ich habe es einfach zu Ey, sehr ist westlich ist eingepasst und haben auf ja, den Fokus ja aber auf die das Aber das ist das Ding. Wenn du in den USA, wenn du in den USA schwierig. Geld verdienen willst, musst du halt ja. einen dort bekannten Star in die Hauptrolle besetzen und du musst das ja, alles amerikanisieren bis zu einem bestimmten Punkt. Ja eben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Scarlett Johansson das Problem war. Es war, Ich, ich denke nicht, eher, ich denke dass das dass nicht. Der nee, ist, ähm, quasi nicht die wirklich. Rolle war, die aufgedrückt wurde, wo ja, ja. gesagt wurde, mach ja, das ja. mal so und so. Also nee, das nicht, aber eine Hauptkritik war ja wieder das typische Whitewashing oder wie auch immer man es nennen will. Ja, man ja, hat halt okay, keine ja, japanische ja, Figur egal. besetzt, sondern ich halt... Hatte, ne, ich hatte so. eine ganz andere Kritik dazu gehört, mhm. äh, zu Ghost in the Shell, Real Movie, zum Vergleich als die Animationsfilm. Das Okay, jetzt muss man auch wieder sagen, wie funktioniert es im Animationsfilm? Animationsfilm kommt das auch ein Tick zu kurz, aber das ist mehr vorhanden hm. als im Realfilm. Ja, das Worldbuilding. Was, genau, das Worldbuilding. Äh. Das funktioniert auch nicht so gut, aber du kriegst halt schon viel mehr mit als in dem Realfilm. Da geht es primär um die Handlung. Hm. Und. Ja. Das nicht haben, mal wirklich um die Figur selber, also da, da siehst du ja wirklich, noch, noch wenigstens irgendwie ruhige Szenen, wo du einfach ja, mal liest, die haben es zu schnell gemacht, die, die hätten mehr Zeit da, nehmen sich so bewegen, durch welche Fortbewegungsmittel. Ja, sage nur. Ja, zum mhm. Beispiel so wie bei oder, sich Zeit lassen, Blade einfach mal auch, eine Straße ja, zeigen, die verregelt das, ist, du, wo Leute mh, umherlaufen. Du kannst, du kannst doch keinen Film machen, das ist ja auch, sehr ja ein Ambulance-Film, ja. Rasant mhm. immer bam, 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 eine Szene nach der anderen. Äh, wo du halt immer wieder eine Art Spannung halt herbeibeschwören willst, aber das mhm. funktioniert nicht. Du brauchst immer die Dynamik dazwischen, du brauchst immer mal ruhige Szenen, wo auch mal Leute gar nicht reden, sondern wo einfach nur eine schöne Musik dann einspielt, die Kamera dahin schwenkt und mhm. dahin schwenkt, das Leben zeigt. Naja, Damit aber jetzt, ja Leute also ja, dann ein, Denner, ein Danny also, würde das wahrscheinlich besser verpacken, ja. Aber ich ja. wollte, ich wollte nur, ich wollte nur kurz anbringen, dass äh, Blade ja. Runner 2049 von Villeneuve ein Flop war an der Kasse. Ja, ja war er. Das ja. ist ein, ein ästhetisch. Ja, ja er doch. Wird als Flop er hat 150 wird als Flop Millionen. Getitelt. Er hat 150 Millionen plus gekostet und, und hat 270 eingespielt. Genau. Oder? Und das ist ein Flop, weil ja. wenn du nicht mindestens das zwei ich bis weiß, dreifache ich weiß, einspielst, das doppelte musste. Ja. Und ja. insofern da kann, man, da kann man über den Film an sich sagen, was man will. Der Film ist fantastisch, aber das interessiert die Studios nicht. Und sowas wird dann nicht gefandert später. Und das ist das Ding, ja. wenn du so ein Anime-Ding in so einer super abgefahrenen äh, Sache umsetzt. Na klar, kann das ein toller Film sein, nur wenn der am Boxoffice nicht funktioniert, ja, dann ist das da da, keiner Geld Aber sein. da muss ich dir sagen, so. da bin ich super hm. froh, dass der gefloppt ist. Jetzt wird man sich fragen, warum? <laughs> weißt du, aus dem Grunde, dass er da nicht fortgesetzt wird. Dann ist er ja, so, ja, ja okay. 2049 und dann kommt nicht 2060 raus oder so, sondern nee, hey, er steht da als ein Meisterwerk. Ja. Ja, als ein guter Nachfolger von einem anderen Meisterwerk Ja. ja, ja. und nicht als eine Geldhure, die das mag sein 14, ja fünfter, sechster Teil folgt, weißt du, das finde ich dann eigentlich wieder schon nennenswert, dann zu sagen, ey, der Film hat zwar jetzt nicht diese Range gehabt in, im, im Box-Office, mm, mm. aber er hat die Range bei den Fans gehabt und die haben das anerkannt im größten Teil. Das meine ich ja. ja. Du schaffst einen ja. Film, der selbstverständlich ein toller Film ist. Nur ja. die Filmstudios merken dann das funktioniert halt nicht. Und deswegen würden sie jetzt bei einer Adaption irgendwelches Stoffs ja. nicht in diese Richtung gehen, sondern das wieder streamlinen sozusagen auf das Mainstream-Publikum und dann hast du wieder das Problem Wie Fall. willst du wie ja. willst du zum Beispiel das was in Ghost in the Shell diese ganze Transhumanismus-Geschichte ne wenn du das ansprechend ja, Thematik, sinnvoll ja. anspruchsvoll das ist doch modern vor allem ja, jetzt so mit Hörlück, Glück, lass jetzt mich doch mal kurz ja, aus ja aber lass mich doch mal kurz ausreden ja. ja natürlich ist es modern ja, jetzt aber was was wollen die Leute Weil im Zeit Kino geht, sehen ja. wenn es um dieses Thema geht sie wollen nicht einen super philosophischen Film über den du nachdenken musst, nee, sondern nee. du willst irgendwas mit explodierenden Robotern. Das ist das, was am Box-Office funktioniert. Ja. Und das äh, meine ich bloß. Wenn du die Stoffe also angemessen komplex umsetzen würdest, wird das wahrscheinlich finanziell nicht funktionieren. Und das mag ja. einer der Gründe sein, warum viele dieser Stoffe nicht, nicht umgesetzt werden auf eine Art und Weise, die wir dann Aber vielleicht gut finden. wird umgesetzt. Ja, ja, wird umgesetzt. Ich, deswegen bin ich gespannt. Ja schon lange ich bin im gespannt. Raum und jetzt ich glaube, da habe ich das jetzt ein paar Falsche mhm. gelesen oder mhm. dazu gelesen, wo es wieder mehr in die Richtung geht. Ja. Es wird umgesetzt, es ja. ist so eine Frage der Zeit. Und ich bin echt gespannt und ja. über das, was wer es dann auch macht und was dann da passiert. Mhm. Das kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Ja. Also ich würde würd es lieben, wenn es gut umgesetzt wird. Also ich wird. bin ich der höchst, ja, ich, ja. Ich bin der höchst skeptisch. Ja. Ne? Also es wäre cool, aber ich. Ja, natürlich, ich nicht dran. Kannst du kannst bei solchen Sachen immer skeptisch sein. Das ist euch, es ja. Sag mir mal auf, welcher Anime als Realverfilmung funktioniert. Ja eben. Funktioniert hat, ja, eben. Gar nicht. Ja, ja, ja gar ja. nicht. Aber ja, doch, irgendwann. Mal, wird da fällt schon den Da fällt schon der. Also, da, da ähm, gibt es doch gar keinen. Dororo. Okay, das kenne ich nicht. Das <laughs> <Dororo. lacht> kenne ich auch nicht. Warte mal, war das Dororo? Verwechsel ich die jetzt beide? Aber ich meine, Dororo. jetzt auch mal so funktioniert hat, dass der auch Leute abseits. Ja, ja. ja die. Ja. Den Fancult entsprechend entsprechen auch mal den abholt. Weißt du, ob es der links ja, ja. ist? Oder ja, glaub, andere, die ja. es einfach mal interessant finden ja, und ja. den Box-Office anregen damit, ey komm, wir lösen den für naja, 20 man, Euro. Naja, der, äh, letzte, wie schon meinte. der letzte Flop, den wir, den wir hatten in dem Bereich, war ja. unter anderem doch die Realverfilmung von Cowboy Bebop. Darüber haben wir doch beim letzten Mal schon gesprochen. Diese ja. Netflix-Serie ja, die Netflix davon, wo man gemerkt hat, es reicht halt nicht, einfach die ja. Story in real Richtig zu verfilmen, ein zu wenn du es nicht genau. hinkriegst, genau das umzusetzen, ja. was das Anime so gut gemacht hat. Und da hatten genau, wir neulich genau. uns schon drüber Animes unterhalten. Die Animationsart, An die, die kleinen Spleens, die die Charaktere haben und so, das kannst du, du nicht eins zu eins Ja, ja das kannst nicht eins zu eins umsetzen. Das, das ist, ist schon ist der erste schwer. Fehler, den du da machst. Das ist echt schwer, das ist ja genau das ja. Problem wie ähm, jetzt diese CGI Geschichte bei Animes, die es ja auch nicht ja, schaffen. Ja. Das gezeichnete also wenn du jetzt mal so, so mm, Sachen anguckst, mm. die halt geremaked werden und du hast halt eine Zeichnung mm. und stellst das mal gegen zu den CGI Sachen, da siehst du einfach, was es für Unterschiede gibt. Dieses ganze, aber glaubst äh, sag du mal, nicht, übertriebene das ist auch einfach? Es ja, weil ich habe so auch von schon, gehört, aber, aber die mögen was fakt ist, total, weiter. weil sie den Stil so lieben. Ja. ja, ja, aber was fakt ist, es ist auf jeden Fall stilistischer diese Zeichnung. Du hast da mehr. Genau. Es ist halt es hat mehr Charakter, du hast da mehr. Ja, mehr ich Sachen weiß, was du meinst. Weil ja, da so ist Alchemie. Die Sachen, die, die funktionieren ja. alle physikalisch korrekt, sage ich mal, in ja, ja. Ja, Aber ja. es ist unterm Strich da auch. Da wird gesichtlich verformt ne? oder so. Ja. Aber es ist unterm Strich auch unaufwendiger, weil, wenn du dir immer die gezeichnete Animation anguckst. Natürlich ist es unaufwendiger, Das Film wird es ja gemacht. Es Guck ist ja unstabil. zum Beispiel. An, ja, deswegen. Ja. Das war ja, mit mit ja der gemacht. teuerste Film den es gab ja? damals. Ja, ja, wow. und Ach, ja das, das sieht immer noch so verdammt gut aus. Aber bei Akira, 30 Jahre, schönes Beispiel, wenn du die Boah. Akira anguckst und du nimmst dir einen Stillframe ja. aus Akira, stellst du fest, die arbeiten da viel mit ja. Flächen, mit Farben und so weiter. Und das, ich, würde, ja, ja. das würde in einem Realfilm so nicht umgesetzt werden, weil in einem Realfilm Nein. hast du keine schwarze Fläche als Straße und da merkst du schon diese Ästhetik, diese genau, auch diese, diese Tristesse, diese Trostlosigkeit, die Akira ja auch so ein bisschen ausmacht, ne? So diese dieses, du bist da irgendwie in so einem Moloch von Großstadt und irgendwelche Dinge. Das kriegst du halt ja. nicht eins zu eins umgesetzt. Es sei denn, du machst halt eine Realverfilmung, wo du absichtlich sagst, wir zeichnen da jetzt schwarze Flächen rein oder so. Ja, aber... Und das, das, meine, wird dann das wollte ich, gerade, das wollte ja. ich gerade noch dazufügen. Ja. Ich finde, wenn du halt so, so ein Projekt angehst, äh, vor allen Dingen bei, bei, bei einem Anime, den du als Realverfilmung umsetzen willst. Mm. Da musst du den Geist des Animes genau. kennen, spüren ja. und wissen umzusetzen. Ja. Du musst wissen, was macht das Ding aus, um, damit ich es wirklich überhaupt genau. umsetzen kann. Genau. Das ist wirklich die Kernessenz. Mhm. Damit du irgendwo für die, die Fans was abholst und das irgendwo vielleicht noch für die anderen Leute ansehnlich machen kannst oder erfolgreich mhm. vielleicht. Mhm. Und, und das ist ja bei One Piece, wo ich ja doch nicht ganz so skeptisch bin, weil ich gehört habe, <laughs> zum Beispiel jetzt, die wollen das nicht eins zu eins umsetzen. Das funktioniert ja nicht. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, schon. Gut. Das weiß jeder Mensch. Hm. Und die wollen das eigentlich gar nicht so umsetzen. Und das finde ich ja schon der richtige Ansatz. Jetzt hm. bin ich nur gespannt, was da rauskommt. <laughs> also wirklich. Da, ja. da ich, weil den Ansatz der, ich schon der, super. Die haben das, richtige das, Schiffe nachgebaut. Soll das die ein haben Film nicht, werden die, oder eine, eine Serie. Schiffe. Nee, es soll eine Serie werden. Hm. Und die haben ja reale Schiffe nachgebaut, die sehen fantastisch aus, mhm. die sehen sogar geiler aus als in dem als in dem Universum selber. Ja, besteht so, äh, auch soll keine also Kopie Setting des ja Das mega, ja. da steckt so viel Geld drin, über 100 Millionen oder so. Ja, äh, das, das überrascht mich, dass sie das, dass sie das. Wenn nehmen, viel oder? Geld drin steckt, mhm. ist das auch schon gut. Ja, voll, das soll ja mit einer der teuersten Serien sein. Aber da der sehen sie so natürlich Produktion auch, her. ey, guck mal, das ist der weltweit ey. erfolgreichste Manga Anime. Comic, das da ist ja der erfolgreichste Comic, oder sogar. Comic ja. Das deswegen, ist ja fast erfolgreicher als Superman, ja. Deswegen sind sie wahrscheinlich mehr da viel. breiter Geld in die Hand zu nehmen. Die Frage nein, ist, ja, noch ist auszahlt. ja nur das. Das Problem ist halt Geld allein. Wir ja, sehen ja, es, wir sehen es an nee, die Ringe, an die, wir sehen so es an die Ringe ja. der Macht. Geld allein schreibt keine guten Drehbücher, Geld allein richtig. macht keine sympathischen ja, ja. Charaktere und schafft auch ja, keinen Kult. Also das ist, Geld ja. ist gut, wenn du den Produktionswert brauchst, damit das geil aussieht. Das ist okay, ja. ja. Aber wenn, ich, ich bin, wenn die Substanz Ich bin ja auch schon zufrieden, dass naja. die da keinen Star reingeholt haben. Das sind alles an Leute Leute so. Die, die kennen ja. alle nicht. Aber wenn ja. man die so sieht und die Figuren kennt, kann man sich Schon vorstellen, ey, da könnte was dabei rumkommen. Ja. Ich habe bis jetzt so ein gutes Feeling, ich bin so ein <laughs> oberkrasser One Piece also ja. Ich, ich, ich ja gar nicht. Schauen aber mal. wir mal, haben schon geredet. Das klippen, das äh, genau. klippen wir mal Alles in Thema. Twitch und dann spielen ja, wir es ja, Percy vor. aber hier ja, heute später. immer noch geil, wirklich mm. geiles Ding. Mm. Ich freue mich, wenn, wenn da wirklich was geiles. So da bin eine, ich, ja. Also Bioshock kann ich mir auch schwer vorstellen als Umsetzung, aber da soll ja jetzt auch was endlich laufen mm, soll mm. netflix film werden scheiße warum es wird netflix film das ah, kann ja, nur, ja. nur in die Tonne gehen das kann ich. nur in die Tonne gehen ja, das aber das Big ist Daddy halt hier das gute schwarz. an Netflix aber okay, das, <laughs> das ist aber das gute an Netflix ja? was ich so schnell wäre wenn der schwarz wäre Big Daddy wird erstmal aber Big Mommy so das ist erstmal klar so ja und, genau na, schauen wir mal aber <laughs> weißt du das ist ja das was Sascha vorhin meinte <laughs> äh, bei also nicht ganz aber die haben ja damals bei der Walshock bei dem Drehbuch war Gore Wabinski, der äh, genau. Karibikmacher, ja. der wollte ja Bioshock verfilmen, 2010, 11 oder sowas. Ja. Und das wurde ja dann fallen gelassen von den Studios, weil der ein R-Rated bekommen hätte. Und mhm. keiner wollte dann, weil das Budget noch höher ging als 100 Millionen, keiner wollte mehr als 100 Millionen für einen R-Rated-Film ausgeben. So, da hat sich keiner dran gewagt. Ja. Netflix sagt jetzt, ja okay, machen wir, hier kriegst du 100 Millionen oder ich weiß nicht, wie viel das kostet. Geht noch ja nicht fest. Mhm. Aber die Produktion scheint vorzuschalten immer mehr. Mhm. Die, die, die geben das Go. Das ist halt wirklich dann auch wieder, wo man Netflix sagen muss: ey, cool, dass sie sowas machen. Hm. Nur die Qualität ist oder? am Ende meistens rotz. Die Qualität ist oft trotz Ja, das ist das Problem. Aber die geben ja, das aber das bei, Spiele, bei Spieleverfilmungen ja. hast du ja immer noch das, das andere Problem, dass, genau wie bei Animes, wie du gesagt hast, wenn du den Geist des ja. Spiels nicht verstehst, kannst du keine Verfilmung ja, machen. Richtig. Und bei Bioshock ist das genau ja, das Gleiche. Das könnte, ja, genau. das was wir riskieren, ist, dass das irgendein ja. Geballer-Action-Film wird wo es nach dem Motto ja. ja Held muss jetzt gegen Big Daddies kämpfen und kleine Mädchen retten oder nur, so bisschen, das, ja, ist ja, genau. das ist ja gar nicht das worum es im, ja. im Spiel nee. geht das ist ja ne? das Spiel ist ja eigentlich da so eine philosophische, building, ist, äh, philosophische Geschichte ja. Ja. So mit so deswegen, so, ich habe davon sogar schon ne? mal geträumt mach es doch als Ego Perspektive <laughs> mach das Ding als pure Ego Perspektive du lässt grüßen. zieh ich, ich mir rein Nee, ja, okay, das <laughs> ist ein ganz schlechtes Beispiel, ja. Aber du musst ein super Beispiel. Es gibt auch gute Beispiele. Genau, so, es gibt auch Hardcore aussehen. Henry. Hardcore ja, Henry ja, mit ja, BioShock kreuzen, ist, ja, könnte man geil. machen. Der ja. ist geil, ja. Er funktioniert doch gut als Ego-Perspektivenfilm. Ja. Jetzt Wird ja. Er auch nee, Ego-Perspektive, ja. dagegen habe ich auch nicht. Ich nichts. glaube, aber, aber das ist doch, nicht Ego. Das <laughs> ist aber wenn, wenn so nischig. Wenn ich in Ego-Perspektive gedreht würde, wäre der schöner funktionieren. Aber das ist so nischig, dass das funktioniert nicht. Das ist so nischig, das funktioniert im Kino nicht, glaube ich. Und äh, hier ja, Tanja, Tanja aus dem Chat würden mit wir verlieren. Weil Tanja, Tanja hier, glaube ich, hat äh, so ein bisschen Motion Sickness mit so generell hm. auch 3D-Spielen und so. Und äh, da verlierst ja, du einen Großteil aber, des Publikums. Das wäre ein sehr ja, riskantes das das ja Experiment. Wie Nö, aber es Hardcore, wäre trotzdem. lief Hardcore Henry nicht auch im Kino? Ja, ich habe im Kino gesehen. Das weiß ich also nicht. nicht. Aber Leider. nennt mir das doch war mal. Das der einzige Kinofilm, wo ich im Kino war und Licht an war. Ja, aber ja, nennt, nennt mir doch mal aus der Hüfte drei weitere ja. Filme, die auch komplett aus nee. Ego-Perspektive laufen, ja, die nee, erfolgreich waren. Nur Doom kenn ich ja. noch und. Äh, aber Doom halt. war auch nicht komplett in Ego-Perspektive. Doom war nur einzig Se eine Sequenz, genau, die war irgendwie die fünf, sechs Minuten lang, wo die Ego-Perspektive und ja. die war auch Fake-Ego-Perspektive, ne, weil das Gewehr ja, oder, hinterher renge. Das war auch das einzige, was angedämmert hat. Im Pornokino, da hast du vielleicht auch ein paar mit Ego-Perspektive. Gut, ja. POV, Thema, ja. Das, also, ich oh, hab ja. jetzt mal gerade gegoogelt, das könnte es, gibt, sein. es gibt einen Film, aber da hast du auch nur einzelne Szenen. Ach so, auch ein paar. Achso, ja. Aber ja, das Element POV oder, oder gibt Maniac, es ja. Maniac, stimmt. Maniac, Echt? stimmt. Mit, Ach, ja, mit stimmt. Ja, Dings hier, ja, ja, Harry Potter, ne? Ale, ja. Alexandra Ayers, der Neue mit, äh, ja. mit äh, Dings. Daniel, mit wie der heißt der Oder Frodo. Ja, Frodo, mit Frodo mit stimmt. Frodo, nicht Harry Potter. Ich verwechsel die beiden ständig. Aber das ist auch nicht durchgängig in EU-Perspektive. Ja. Nee, aber ich meine bloß, es gibt halt ein paar. Filme, wo das ja. funktioniert, aber im Mainstream-Kino gibt es das de facto ja, nicht. Weiß. Und Leute sind ja. das nicht gewöhnt und viele Leute können damit. Das war doch damals, als Blair Witch Project diese Wackelkamera ins Kino gebracht ja. hat, wo Leuten Ist einfach ja schlecht genau dasselbe, wird. Genau. Ne? Also Die Leute fest, mögen ja. das halt nicht, so dieses First-Person-Cam-Ding und so. Und von daher wird komplett Ego-Perspektive einfach im großen Kino keine Rolle spielen auf absehbare Zeit. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte mit VR später noch mal spannend werden. Aber genau, das wollte ich gerade sagen. Mit VR schon, weil da gibt ja auch schon. Mit, also Inarito, oh. Inarito, einer der größten Regisseure, ein VR jetzt mal schön. Danke. Ich sage ja, wenn das so weit ist. Ja, es gibt ja schon VR-Komplexe. Wenn er, wenn er weiter Filme ja. macht, weil der hat ja letztes gesagt, er macht vielleicht keine Filme mehr, weil sein letzter Film so verrissen wurde. Ach so, ja. Ach. Der hat sich persönlich angegriffen gefühlt, habe ich auch gelesen. Ja, hm. Der, der Bardo-Film. Ja. Naja. aber, aber also, da bin ich echt gespannt, wie das läuft. Ja. Also, ja. Okay, weil ganz anders das umsetzen muss extra für ja. eine ja. Wir können Probier, ja noch mal kurz versuchen, zu wieder zum Thema zurückzukehren, damit ja. wir vielleicht noch Akira, den einen oder anderen genau, Film genau. schaffen. <laughs> nee, das, ähm, da waren wir, ich glaube, Akira haben wir, Akira haben wir, ja, ja. wir glaube ich, durchdiskutiert ähm, im Moment. Ach so ein guter Film. Ähm, wir war, hatten wir letztens schon über äh, bei der letzten Synopsis über der denkwürdige Fall des Mr. Poe gesprochen. Nein, noch nicht. Ich habe ihn ja, auch, ja auch noch nicht gesehen. gesehen. Also bitte nicht so, allzu viel so, genannt. Bitte nicht allzu viel Das Würde nicht auch ziemlich langweilig sein. Ja, dann erzähle ich jetzt ja. darüber. So, der denkwürdige Fall, das habe ich Anfang Januar gesehen. Ja, ich hatte den ähm, schon auf dem Plan, aber irgendwie konnte ich mich nicht durchringen, weil der auch so lange ist. Ja. Ja, ja. ja, ja. Und ich habe gehört zu lang gezogen, deswegen hat er mich so abgeschreckt. ja. ja. Nee. ja. Nee. Gezogen. Ja, an sich, ähm, ja genau, ich ja, das dachte, das ist jetzt so ein, so ein, so ein Krimi-Film, ne? Mhm. Also ist er ja auch in gewisser Weise. Und das ist Netflix-Original, oder? Und das ist Netflix-Original, ja. Ach du Scheiße, das schreckt mir jetzt auch nur mehr <laughs> <ab>. ja. <laughs> ja. Ja. Scheiße. Also das ist, Moment, das ist mit dem Netflix Original ist das wie mit Made in Germany, ne? was ja damals, also in grauer Vorzeit war ja Made in Germany, wenn es auf Produkte ja, gedruckt wurde, schlecht. ein Warnhinweis für schlechte ja, ja. Qualität. Und <laughs> ungefähr so ist es mittlerweile mit Netflix Original, dass man erstmal denkt, das ist bestimmt scheiße. <laughs> ich muss sagen, ja, ich muss sagen, ich habe gerade gemacht. Ja, ja wie gesagt, von der Ästhetik her Christian Bale, Julian ja, Anderson Bale und Harry. Passt ja. schon, kann man machen, aber ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, wie gesagt. Ja. Ähm, also Phil. Genau. Also, ähm, ja, der Film ist für Netflix-Verhältnisse überraschend unwoke, sage ich mal. Also, war hm. es da jetzt nicht irgendwie massig äh, queere, äh, farbige Charaktere eingesetzt oder so. Also, das ist okay. Hm, hm. was ich eigentlich ganz gut finde, muss ich sagen, weil das hm. passt nicht so wirklich. Ja, das ist ja, ist ja wieder eine Frage Nur der Zeit, so ne, in der Versions das spielt. Ja, ja. Aber es ist ja auch, es ist ja so eine alternative Realitätsgeschichte, weil, das sagt ja der Name also schon, hätte ja gepasst. genau, dann, dann hätte man das eigentlich machen können, ja. Ja. aber ähm, weil es ja um diesen Mr. Poe geht, der natürlich Edgar Allan Poe ist, ja. der da so als ähm, ja, Nebencharakter, also zweiter Hauptcharakter eigentlich. Mhm. Ähm, Christian Bale hilft einen Mordfall in einer, ja ich glaube Militärakademie oder sowas ist ja, das? West Point, also eine der ja. bekanntesten Militärakademien. Ah, mhm. siehst du, weißt du mehr als ich? Das steht hier ähm, bei Netflix. Ich, ach, hab, ich, okay, ich, ich lese nur ab. <laughs> au, au, aufklärt. Und ja, das ist so ne, üblich. Man, da gibt es so ein bisschen Hinweise und eigentlich. Und das spielt auch, das auch so Anfang 20. Jahrhundert oder? Ja. Könnte sein, ja. Also die haben da noch Laternen und so Dinge. Ja, also ja, 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 die also automatische Gewehre gibt es äh, da glaube ich älter doch aus, nicht. Ne? Ich würde sogar sagen eher 19. 19. Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich. Also die haben da noch Vorderlader, würde, würde ich sagen. An, an Gewehren. Was, so lange her? Okay, nee, gut. Oder? Haben die da Vorderlader? Nee. Nee. Na, also normal. Also hier steht 1830. Also 1830, okay. Na oh, gut, das ist ja, doch das schon ganz schön, ja doch, das ist schon ganz schön lang her, ja. Und, ähm, genau. es Mordfall? Die ja. versuchen den aufzuklären, beziehungsweise es, es fängt halt ähm, Christian Bell an, ähm, der da so aus der Pampa quasi hingerufen wurde, weil er halt wieder so der Spezialist ist. Und, und er, der ist quasi, er ist quasi Ermittler, oder was? oder Genau, okay. er ist Ermittler. Mm -hmm. Und äh, er lernte halt diesen Mr. Poe kennen. Ja. Und ja, zwischen den beiden entwickelt sich sowas. Also es gibt so eine gewisse Dynamik, weil der Mr. Poe, ganz anders ist. Er ist halt äh, Dichter und er bringt ihn so ein bisschen Mr. Poe. So ein bisschen durch seine ähm, ja, Interpretation auf mhm. den richtigen Weg. Egal Allerdings, wie dicht du bist, Poe ist Dichter. Er ist Dichter, ja. Ist Dichter, mhm. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Allerdings muss ich sagen, könnte der danach auch wegfallen und der Film würde trotzdem funktionieren. Also, ah, okay. Also der, der ist nur so ein zumindest. Gimmick quasi irgendwie. Also genau, eigentlich danach ah, okay. ist er eigentlich nur Gimmick. Also es ist ja. eigentlich nur für diesen, diesen Startschuss vielleicht, aber Schade. Ja, ich, ich würde sogar sagen, er hätte ihn gar nicht gebraucht. Ja, weil das ich, könnt, hätte, könnt, ich könnt hätte erwartet, dass jetzt Post äh, Universum und Dinge da eine Rolle spielen irgendwie so, ne, dass das so ein bisschen so ja, spooky da, ich, wird. Also irgendwie. vielleicht gibt es da so versteckte Referenzen, ja. das weiß ich jetzt nicht. Ja, ähm, ja. ja, aber an sich ist da, ja, wie gesagt, hätte man den sicher auch sparen können und ja, der ist, also ich würde ihn jetzt nicht zwingend empfehlen, muss ich sagen. Ähm, der ist nämlich sehr lang, auch also er fühlt sich wirklich sehr lang an. Ja. Er ist gar nicht mal lang, aber er fühlt sich sehr lang an. Ja genau. Das ich und auch gut. Äh, hm. das was halt so, ja der, ja der, der, der mhm. die, die Hinweise kommen halt so langsam und es kommt zum Schluss. Ich ich spoiler jetzt nicht, aber es kommt in so ein kleiner Twist noch. Ja. Ähm, wo man eigentlich denkt, der Film müsste jetzt aufhören und plötzlich geht der Film <laughs> noch mal weiter. Ah, Hätten okay. Sie den Film ein bisschen früher aufhören lassen, wäre es besser gewesen. Ja, ist ja häufig so. Weil mhm. dann hätte man so ein bisschen, ja. dann hätte man vielleicht noch ein bisschen so nachdenken müssen. Aber nein. Sie müssen das dann ja wirklich noch in 10 Minuten oder 15 Minuten geht es da noch. Ah, okay. Erklären, da muss nochmal genau aufgedröselt und werden, genau das, oh, das und ist Philipp, jetzt so, so und so passiert. Genau das. Genau ja. das ist der ich Netflix so Originals ja. Fluch, denn du musst, so wenn du einen Netflix Film so richtig, ja. machst, ja, für den einen Deppen Film für den letzten Deppen machen, ja, ja. Echt, ja. Einfach ohne Scheiß Film für den ja, Deppen, ja, musst du. Es und war, ja. das ist es war ne? eigentlich schon vorher ja, klar, aber man ja. muss es ja. halt echt den letzten noch erklären verstehen Und das, das hat es nochmal extra runtergerissen. Aber selbst ja. dann, also er wäre zwar besser gewesen, aber selbst dann fand ich den jetzt nicht so Hammer. Mhm. Also, ja. Leider hat die also Anderson nicht... auch keine allzu große Rolle gehabt. Also, hat mhm. ja, ist ein paar Mal aufgetaucht, aber mhm. ich mag sie eigentlich ähm, ja. leider nicht so präsent. Mhm. Und Christian mhm. Bell, ja, der macht da so sein Ding, aber mhm. der hat da jetzt nicht. Keine, keine nennenswerten Auftritte, muss ich sagen. Also auch, obwohl er der Hauptcharakter ja. ist. Er spielt halt einen ist denn, sehr abgefuckten Typen, ja. der kaum Emotionen zeigt. Und ja, ja, das ist natürlich Ist denn, ist so denn der Fall, denn der Fall und, wenigstens spannend, irgendwie den sie da nee, aufklären? Nee, nicht wirklich. Oder? Also was hm. war denn das? Da hat sich jemand aufgehangen. Ähm, also so ein Militärtypi hatte sich da aufgehangen. Ja. Und ja, darum geht's. Warum? was ist da passiert? Also es war Ach so, irgendwie okay. Selbstmord war die Idee, aber nein, war es dann doch nicht. Bam, bam, bam. Und ja, das ist der Fall. Mm. Der ist an sich nicht spannend. Da hängt natürlich mehr hinter. Hängt? Haha. Ja, ja, genau. Aber es wird dann, geht dann auch so ein bisschen in eine okkulte Richtung. Oh. Wo ich dann zuerst dachte, oh, ja, ja, ja. kommt vielleicht, ist, ist vielleicht ganz interessant, aber dann, na, hm. okay, ist doch nicht so interessant. Oh, okay, schade. Aber ja, na hm. ja gut, ja, hm, nee. Ähm, ja, wenn dann dieser, dieser hm. Reveal am Ende kommt, dann wirkt das, was da vorher als Okkult etabliert wurde, wie ein Witz. Weil, ja, 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 das war eigentlich auch Verstehe. Witz. Ja, Tanja schreibt ja auch gerade, hatte mehr erwartet, war zwar schön düster. Sie hätten echt mehr ja, aus der Story machen ja. können. Ja. Also er war ja, auch vor allem ruhig, wie gesagt. Lang, also die Ästhetik, ne? die Ästhetik ruhig. im Trailer und so spricht mich ja schon an. Aber ich war mir nicht, nicht sicher, ob die Story jetzt. Ja, und der und ist nicht spannend. Nach der deiner Beschreibung, ja. Nach deiner Beschreibung werde ich mir den wahrscheinlich eher sparen, als mir den nochmal reinzuziehen. Ja, ja, schade eigentlich, ne? auch so sparen. Ästhetik stimmt. Christian ja, Bale. Also ich habe, ich hab echt so ein bisschen die Zeit bereut, die ich da investiert ja. habe. Ja, ja, so ja, hätte es man so schnell Schnelldurchlauf hm. vielleicht. So würde ich mir es wahrscheinlich auch gehen. Also die letzten. Ja, ne, obwohl die Auflösung ist die jetzt spannend. Nee. Also wie gesagt, man, ja. Mm. Da, also selbst die muss man sich nicht Ja, zur Not kann man sich ja einlesen, wenn man das, äh, ja, ja. wenn man das will. Ich hätte mal eine Frage an euch. Habt ihr The Barbarian gesehen? The Barbarian. Ähm, nee. Den Horrorfilm. Nee, sagt, ich auch mir, nicht. sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Warte. Das ist nee, dieser ja, Horrorfilm, der gerade mega äh, durch die Decke geht. Ja, also Oh, der ist auf, richtig bei so ist auf Disney Plus. Moment. 7,8 oder so hat. Moment, der ist auf Disney Plus? Ach ich mit Bill Skarsgård ja. sogar. Ja. Spielt er den Barbarian? Barbarian. Ich, Bar ich, ich habe hab auch nur davon gehört und, äh, dass der gut sein soll. Der hier. Warte. Eine Frau bucht ein Vorstellungsgespräch. Man könnte vielleicht ganz Sinn. viel Conan, wenn man das eingibt. Ich weiß nicht, ist es ein Slasher? Ich glaube, es ist Slasher sogar und kein Horrorfilm. Also mhm. bei dem Namen würde ich es vermuten. Ich packe ihn mal auf die Watchlist. Warte. Äh, dass das Haus doch so, hab du hast noch nie was von gehört. Von nee, Blitz. ehrlich doch, gesagt, doch, nee, ich hab von dem also schon ich gehört. ich nicht, aber ich hab da jetzt echt. Ja, einen doch, ich Blitz. glaube, ich glaube doch jetzt, wo ich den Plot lese, das hab, ich habe irgendwann mal in so einer Trailer äh, Collection, hm. das glaube ich gesehen, mit diesem nach dem Motto, du kriegst eine Wohnung, da wohnt aber schon jemand und dann äh, Dinge. Aber nee, ich hatte auch nicht auf dem Plan, dass der bei Disney Plus ist. Und dann hab ich ja gleich was für morgen zum gucken. Meine Güte, siehst du? Wieder was? auf dem Plan. Barbarian. Okay. Und äh, du findest den gut? Nee, ich habe den selber noch nicht gesehen. Achso, du mal hast mal fragen, den auch ihn auch noch nicht gesehen. Kann. Ach so, äh, nee, nee. nee. Noch nicht. Na, den sichte ich bei cool. Gelegenheit und dann äh, ja. Ja, prinzipiell klingt der ja nicht schlecht. Also ja, könnte, könnte spannend werden. Hat eine 18er-Freigabe vor allem. Okay. Ja. <laughs> das ist Nun schon mal. Es nicht. Naja, Das, ja, das, muss, nicht, das muss nicht viel heißen, aber <laughs> Hätte Leute, der jetzt, ihr euch jetzt auch verlassen. Hätte er jetzt ja. eine 12, ja. Ja, gute Nacht und vielen Dank will, fürs dabei sein Percy. Ja, ja, danke ja. auch, danke auch. Ich, ich werde jetzt mal äh, auch ins Bett huschen. Ja, mach das. Ja, ja also gerne wieder, ne? Wenn genau. du Zeit und Bock hast, also klingt ja, das gerne, gerne mit ein. Kannst kurz vorher Bescheid sagen, dann trage ich dich auch ins Intro mit ein. Und mach so. Ich. War ja sehr spontan heute. <laughs> ja, 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 alles klar. Ja. Gut, vielen Dank und ja. dann gerne bis zum nächsten Mal. Jo. Ja, tschüss. Jo, bis gute dahin. Nacht. Euch viel Spaß. Ciao, ciao, Ciao. So ja äh, Barbarian okay habe ich gleich mal auf die Liste gesetzt werde ich demnächst dann mal sichten so äh, Moment dann bist nee ich bin dran nee oder? du bist dran ja genau ja, dann ich wäre ja ich dran oh. ich habe jetzt auch gar nicht mehr furchtbar viel ich würde jetzt ja, gerne Tito. noch ich würde jetzt gerne noch was zu Manifest sagen ah. was wir ja beide zumindest in Teilen gesehen haben ich habe die noch mal noch nicht gesehen die Liste. ich bin jetzt ich glaube, ja ich bin in der warte mal ich bin hier auf Folge 4, Staffel 4 bin ich, habe ich aufgehört, weil es einfach nur noch Bullshit ist. <laughs> ähm, ja, wirklich, es ist nur noch. Okay, man muss sich so mehr gar nicht anschauen. Das ist nur aber noch ey, grotesker es Quatsch. Das war doch vorher schon Bullshit. Ja, oder? aber abgesehen davon, die Staffel 4 wird ja auch zwei, zwei Teile haben. Das ist ja bisher nur Ach der erste so. Teil raus. Ah. Die zweite, zweiten zehn Folgen kommen noch. Aber Manifest ist so ein schönes Beispiel für: wir haben eigentlich eine spannende Prämisse. Anfang. Ja, wir haben eine spannende Prämisse. Aber uns fällt dann partout einfach nichts mehr ein, wie wir die Story sinnvoll fortsetzen können. Warte mal, mit Alice fragt gerade, ob wir schon mal über Handmaids Tale gesprochen haben. Ich gebe gern zu, ich habe Handmaid's Tale noch nicht gesehen. Ich habe es weder gelesen noch äh, gesehen. Ja, ich hatte mal, also ich hatte Handmaids Tale hatte mich nie interessiert, bis ich halt herausgefunden habe, dass die, dass die Dame da Handmaids Tale spielt. Wie heißt du noch? Die aus Mad Men? Ja, ich weiß, wen du meinst, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Die ja, auch in Shining genau. Girls mitspielt, ne? Das ist die gleiche. Äh, Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, so. Genau. Heißt sie. Hm. Ähm, ja, seit ich weiß, dass die da die Hauptrolle <lacht> spielt, <laughs> ja. habe ich überlegt, mir das mal anzuschauen. Aber irgendwie, ja. ja, ich ja. weiß auch nicht, ob ich jetzt so eine polit Boah, ich weiß nicht. Ja, aber klar, könnte man natürlich mal, könnte man mal ein Feature machen, dass man sich zumindest irgendwie eine Season mal reinzieht oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob Tyler das gesehen hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, aber mit Alice, ja, vielleicht. Äh. Ansonsten, du kannst auch gerne äh, dich hier mit einklinken. Genau, schau es an und, und komm rein. Ne? Machst dann deinen, deinen Take hier zu äh, Handmaid's Tale mit, oder uh, so. Handmaid's Tale Special. Auch kein Problem, können wir auch gerne machen. Also ich würde ganz kurz gerne was zu Manifest sagen. Manifest ist eine Mystery-Serie. Die Prämisse ist die, die ähm, Passagiere eines Flugzeugs, das fliegt irgendwo in irgendwo in den USA los, starten. <laughs> Haben dann ähm, äh, erleben dann irgendwie Turbulenzen, dann enden die Turbulenzen irgendwann wieder und dann landen die und kriegen aber mit, dass sie offensichtlich, ich glaube, vier oder fünf Jahre weg waren. Das heißt, irgendwas ist denen passiert, das Flugzeug ist, weiß ich nicht, in irgendein Loch gefallen. Das Geile ist, man erfährt bis vierte Staffel nicht, was da wirklich passiert ist, weil ich glaube, die Ach, Writer. Das also, die ja? Writer haben überhaupt. Nee, man erfährt es nicht. Die, so. die Writer haben auch glaube ich keine Idee, wie sie das logisch erklären. Aber dazu komme ja, ich es gleich. Gab, es gab Theorien über Wurmlöcher und so. Ja, aber das äh, wird alles nicht wirklich thematisiert. Nee. Mit, irgendwann sind sie, dann bei, sind sie dann ja angekommen bei, bei Stücken von der Arche Noah und so so zum Thema What the oh Fuck? God. Wie weird willst du es haben? Ne, so ähm, jedenfalls die Prämisse an sich nicht unspannt, Könnte man was Cooles draus machen, denn Thema die, Zeitreise. Ja, oder generell. Also, mich hat das total an The 4400 beispielsweise erinnert, falls das noch irgendjemand kennt. Das war eine Serie, die seinerzeit irgend. Ich weiß gar nicht, wo die lief, weiß ich nicht. Jedenfalls hier, The 4400: Die Rückkehrer von 2004 bis 2007. Weil da war das auch so, dass da 4400 Leute, die eigentlich tot waren, irgendwie zurück. Gekehrt sind und nach einer gewissen Zeit und so weiter. Das wurde dann auch irgendwann relativ absurd. Also, aber die, die Prämisse ist keine neue. Du hast eine Gruppe von Leuten, denen passiert irgendwas, sie kommen wieder zurück in die Welt und die Welt ist plötzlich eine andere. Denn bei ihr hier zum Beispiel, bei der, wie heißt sie? Michaela, äh, bei, der, bei der Hauptfigur hier, die kriegt dann raus, dass ihr Verlobter. In der Zeit ihrer Abwesenheit ihre beste Freundin geheiratet hat und so. So die üblichen Dinge, die dann so passieren, wenn du fünf Jahre einfach mal verschwunden bist und alle glauben, dass du tot bist. So. du lässt grüßen. Naja, jedenfalls äh, ist das erstmal so die Prämisse. So, und dann, gleich im Rahmen der ersten Folge, glaube ich, äh, wird dann klar, dass die zurückgekehrten, also die, die wie hieß das, wie hieß der Flug? Äh, ähm, neun, nee. Eight, eight, to to eight. Yeah, eight to eight. Hier, äh, eight to

Sie hört dann irgendwie in der ersten Folge irgendwas mit ja rette den oder irgendwas und dann geht sie dem nach und findet dann da irgendjemanden den sie rettet und so weiter wo man dann erstmal denkt okay das ist also das ist also sozusagen erstmal das Hauptmystery-Element erstmal die sind verschwunden irgendwas ist mit denen passiert und jetzt können die Dinge hören oder so leider macht die Serie daraus nicht viel. Außer ein bisschen pseudoreligiöse Mambo-Jumbo, der dann immer dazwischen kommt irgendwie, dann hast du natürlich den einen, der. Ja, ruft sie jetzt. nennen es doch die Vorsehung oder so, ne? Also ja, das hat Callings. Ja schon callings nennen sie das im Englischen irgendwie, ne? Vorsehung oder äh, Berufung oder, oder irgendwas, was. Berufung, genau. Berufung, Berufung. Das. hier steht es auch, die deutsche Version, ne? Eine gemeinsame ja. Berufung, das ist also dieses, was sie dann hören, so, ne? Und. Es ist so schade, dass man daraus nicht wirklich irgendwas spannendes macht. Also die Serie dümpelt dann ziemlich lange irgendwie dahin. Die Staffeln haben dann auch immer, wie viele Folgen sind das? Irgendwie das 16, eh 16. Folgen pro Staffel oder so, ne? Was ich eigentlich geil finde, ich mache gerade einen äh, 24 äh, Rewatch und ich liebe das, dass 24 wirklich immer 24 Episoden pro Staffel hat, da hast du viel Material. Eigentlich geil, aber ich finde, Manifest schafft es einfach nicht wirklich, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. In der ersten Staffel merkt man noch, naja, da setzen sie noch so ein paar Sachen ein, die funktionieren irgendwie noch. Und dann ab der zweiten Season müssen sie sich natürlich irgendwas anderes einfallen lassen. So. Und dann wird das tatsächlich einfach immer absurder. Bis sie, bis sie dann irgendwann, ich glaube es ist, war das dritte Season mit diesem. Wo sie da tatsächlich ein Stück der, der Arche Noah finden. Nee, war das also in dritte der dritten Season? Season war Flugzeugteile von dem anderen Flugzeug. Aber also, das war, aber das war doch das, wo sie dann gleichzeitig auch dieses Stück von der Arche Noah haben, dieses Holzstück. Und, okay, an der Arche Noah äh, kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern, ich kann mich nur an dieses Flugzeugteil erinnern. Dann hast du offenbar nicht aufmerksam zugesehen. Ähm, Kann sein. Ja, sie finden irgendwo ein Flugzeug. <laughs> Jedenfalls, also sie versuchen das Ganze natürlich mysterymäßig irgendwie aufzubauen und versuchen hab's dann, vergessen. versuchen dann zu erklären, ähm, warum oder was da passiert ist diesem Flugzeug und so weiter. Aber das ergibt alles vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Und du merkst dieser Serie überdeutlich an dass das so ein Format gewesen wäre, das hätte man eigentlich in einer Staffel komplett durcherzählen können und müssen. Denn die folgenden Staffeln machen das eigentlich immer nur noch absurder. Du kriegst aber gleichzeitig auch keine wirklichen neuen Informationen. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, Mitte vierte Staffel, und die vierte ist, glaube ich, die letzte, würde ich behaupten. Also hier, Mitte, Mitte, erste Hälfte, vierte Staffel, weißt du nichts darüber, was denen passiert ist, warum, wieso sie diese Callings haben. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und dann merkst du halt, das ist diese typische, wir walzen jetzt eine dünne Idee so lange aus, indem wir ständig Füllstoff reinschreiben. Der das Ganze immer noch mysteriöser macht und irgendwie sowas, aber. Ich, also, ich musste äh, da an Lost denken, ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist wie Lost das. im Grunde, wo du auch das Gefühl hattest, die Writer hatten eine coole Idee initial und waren dann aber latent überfordert, damit etliche Staffeln zu füllen. Und exakt so geht mir das bei Manifest. Ich habe ja immer gedacht, da muss doch jetzt irgendwann mal was kommen. Und ich gebe zu, Manifest war tatsächlich meine, so über die Weihnachtsfeiertage, mich hat es ja krankheitsmäßig ganz schön entschärft gehabt, meine hirn aus und episoden bingen äh, bei mir genauso. Format. Ich weiß ja gar nicht mehr, in welchem Kontext ich das hatte, aber auch, und das ne, lässt man so nebenbei laufen. Genau, ich hatte erst Schaut angefangen, hatte erst angefangen mit Manifest und bin dann, glaube ich, nach Folge 4... Wieder ausgestiegen, weil man schon gemerkt hat, ja, es ist halt immer das Gleiche. So, und dann irgendwann gedacht, ja, ich brauche jetzt irgendwas zum Hirn ausschalten und Supergirl Staffel 6 war mir einfach wirklich zu dumm. Also, sorry, ich mag ja Kara, aber boah, so jedenfalls habe ich dann Manifest geguckt und äh, es ist wirklich, also du kannst, ist, also ich. Ne, wenn man selber schreibt oder so und sich selber überlegt, oh, wie würde ich denn das schreiben? Wie könnte man da einen Spannungsbogen bauen? Dann merkst du halt, den Leuten ist einfach nichts eingefallen. Sie haben einfach keine Idee gehabt, wie sie das begründen können. Weil sie hätten ja entweder eine wissenschaftliche Erklärung bringen müssen oder eben eine übernatürliche. Aber zu beidem hat man sich nicht durchringen können bisher. Denn sie haben natürlich gewissermaßen das Problem, dass sie in der ersten Season ja nicht nur einfügen, äh, einführen, dass das Flugzeug verschwunden ist. Das könnte man ja mit Wurmloch, Blablub, Bermuda-Dreieck irgendwie hinbiegen. Aber diese Geschichte mit den Callings, dass die Leute von irgendeiner höheren Macht Einflüsterungen bekommen, das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, wissenschaftlich gesehen. Und das merkt man der Serie an. Die kriegen das nicht hin, das irgendwie glaubwürdig irgendwo hinlaufen zu lassen. Dass man irgendwie wirklich beim Gucken der Serie sagt, ah, so war das. Das ist also alles Teil eines Plans oder da sind irgendwie Dinge am Start, ne? Und dann erfindet die Serie auch ständig neue Regeln so für diese Zurückgekehrten und wie das sich alles verhält und so. Und ah, es ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also so als Hirn aus äh, einfach durch, Gehirn durchspül-Serie ist das sicherlich okay. So habe ich es ja auch konsumiert, aber Du darfst halt echt weder aus Logikperspektive noch aus der Writing-Perspektive drüber nachdenken. Das ist super enttäuschend. So, Und es gibt Charaktere, die unfassbar nerven. Zum Beispiel hm. dieser Junge. In den ersten. Na, der Hauptcharakter eigentlich mit. Ich finde den, den Den Typen. Ja, ja, der ist auch schon diskutabel. Aber der Junge, Kerl oder wie er heißt äh, Alter der, der, Verwalter der, der, in der Eisfläche da war nee welcher denn der, der Sohn ja. von denen der Krebs, Ach, der, Sohn der von krebskranke der, ja. ehemals krebskranke Sohn um den sich unglaublich viel dreht der unglaublich dumme Ach, Entscheidungen der, trifft die ganze Zeit ja, der ist auch nervig, und ein unfassbar nerviger Charakter aber ist die ja immer nervig. ja wenn man sie scheiße schreibt dann sind sie <laughs> nervig und das ist hier genau die Rolle kerl ist immer sozusagen der emotionale alarmpunkt wo dann immer irgendwelche dinge passieren und boah, mich nervt sowas tierisch. Wir hatten das ja schon mal bei Nebencharakteren oder so, ne? Und ja, ja, die Serie Problem. verläuft sich dann in so Nebenstränge, die nicht wirklich nicht Warte, da, da, da muss hinführen. ich noch kurz ergänzen. Ja? Was, bei dem, was ich bei dem auch schlimm finde, also das hat man ja immer das Problem bei jungen Darstellern, man sieht ihm halt das Alter an. Der, der ja. spielt dann halt in der zweiten oder dritten Staffel ist der gefühlt schon Anfang 20 oder so ja. und spielt einen Zwölfjährigen oder einen Zehnjährigen. Naja, also, vor allem... Das, ja. das passt einfach nicht. Du siehst, du siehst seinen Körperbau. Ja, ja. Und das ja, passt ja. nicht zu dem eines Kindes. Und vor allem, sie machen ja dann am Ende der dritten Season. Du hast auch bis vierte Season geguckt, oder? Naja, vierte habe ich halt noch nicht geschaut. Aber, aber du hast vierte, die dritte ja. gesehen. Die dritte habe ich gesehen. Ja. ja, Na, am allerletzten Ende der dritten Season kommt er ja kommt Cal ja wieder, sozusagen. Ne? Der verschwindet irgendwann ja. aus Gründen und kommt dann wieder und ist dann älter. Weil er. Weiß ich nicht, eine Zeit lang weg war. Was die Serie aber halt überhaupt nicht glaubwürdig hinkriegt, ist diese Geschichte mit, ähm, er ist ja im Flugzeug fünf Jahre verschwunden gewesen. Das heißt, ihm fehlen fünf Jahre Entwicklung, fünf Jahre Wissen, fünf Jahre Kompetenzen oder so. Das ignorieren die aber am Ende einfach. So, er ist ein vollständig entwickelter, erwachsener Mensch irgendwie und. Ja, da merkst du halt, da hält die Serie sich nicht an ihre eigene Logik irgendwie. Weil eigentlich ist der ja, selbst wenn er, als er da zurückkommt, 18 sein soll, ist er ja geistig erst 13. Sozusagen, weil er ja fünf Jahre einfach weg war. So, ne, ihm fehlt ja Entwicklung, ihm fehlt ja Wissen. Und das wird auch in keinster Weise in der Serie thematisiert. Ich meine, wenn man sich mal die heutige Zeit anguckt, stell dir mal vor, Philipp, du würdest morgen. Spontan von einem Wurmloch gefressen und würdest in fünf Jahren wieder ausgespuckt. Happens <laughs> every time. Ja, aber total normal phenomenon, ja. Aber ja. Ähm, du würdest in fünf Jahren wieder ausgespuckt, du würdest wahrscheinlich die Welt nicht mal mehr wiedererkennen. Meinst du? Ja. Technologisch Ach, auf jeden Jahren. Fall. Da wird sich eine Menge getan haben. Also, was hat Politisch? sich in den letzten fünf Jahren getan? Groß. Keine Ahnung. Also, da, ich, mir fällt jetzt nichts ein, was jetzt technologisch. Naja, aber die, neu Entwick ist. die Entwicklung beschleunigt sich ja an vielen Stellen immer mehr. Hm. TikTok gab es nicht vor fünf Jahren. <laughs> Beispielsweise. Wow, so, ja, das nein, ist natürlich. Aber ich meine bloß, das ja, wird auch in keinster Weise thematisiert, dass die Anschlussschwierigkeiten äh, hinsichtlich Politik, Technologie, äh, neuer Präsident, bla, blub haben. Das wird alles irgendwie so wegdiskutiert, weil es nicht in die Story passt, so ungefähr. So, ne? Und ja, die Serie macht da halt viele so Sachen, die halt ne, nicht bis zu Ende gedacht sind, irgendwie. Und da merkt man halt, sie hatten einen Plot für die erste Staffel, und danach, wahrscheinlich überraschend, wurde es verlängert, und jetzt mussten sie sich schnell noch Plot für weitere Staffeln ausdenken. Und, gut, und ja, auch, Tanja. das wird dann immer schwieriger. Achso, ja, gute Nacht an Tanja. Wie, du hast du hast nicht Kopfhörer im Ohr, während du unter der Dusche stehst? <lacht> <lacht> Na, das gut. ist aber keine Hingabe. Na gut. <laughs> ich nehme das mal so hin. Alles klar. Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal. So, also wie gesagt, Manifest ja, kann man gucken, man darf nur nicht mit irgendeiner Erwartung rangehen, glaube ich. Also es ist jetzt nicht wirklich furchtbar furchtbar schlimm, dass man jetzt sagt, boah, das schlimmste Serie ever, das ist es nicht, aber es ist leider auch wesentlich weniger als es hätte sein sollen oder müssen. Ja, das von meiner Seite aus. Philipp. Ja. Ja, also bei mir, ähm, ich muss jetzt gerade noch mal schauen, was, was ich eigentlich so geschaut habe die letzte Zeit. Schau Und mal. Und da ist zum Beispiel, also das geht jetzt mehr in Serien. Filme habe ich alle abgeklappert. Ja. Ich, hätte, du, ich, hätte, auch ich, nur noch, ich hätte auch geschaut. nur noch eine Serie, also ich bin dann auch durch. Ähm, ja, ich, die muss ich uns auch, auch nicht lange besprechen. Also einmal habe ich mir als angeschaut die wilden 90er. Und ist Kenner das Netflix würden, oder äh, Ja, es ist Netflix. Kenner erkennen wahrscheinlich schon den Bezug. Es ist nämlich ein, ist das ein, ein Nachfolge Reboot zu die wie, der Wilden 70er? 70er. Ah, okay. Hm, I der, see. Ein Reboot der Wilden 70er plus in den 90ern. Du hast yeah. auch einen Gastauftritt aller Charaktere aus der Wilden 70er in der ersten Folge bis auf den Kiffertypen. Ah, okay. Und ja, die Wilden 70er mochte ich damals eigentlich, fand ich ganz witzig. Ja, yeah. Deswegen dachte ich mir, ja, schaue ich mir mal die wilden 90er an. Und was sagst aber du? Aber da ist die vogue hier, kleiner, schwuler, asiatischer Junge. Ja, gut, es gab ähm, auch in den 90ern kleine, schwule, asiatische Jungen. Ja, ja. Nee, ja, das an. will ich jetzt gar nicht hinstellen. Nehm aber, ich an. <laughs> ne, Schwuler, Asiate. Aber er ist, beste er ist Freundin, sozusagen, sind, okay, okay, gut, ja. Die, aber, die, 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 der, hm? also, es, sind, es geht darauf, dass sie die Tochter von dem. Äh, ja, von der Rothaarigen und dem, dem Sohn von dem Haus da. Also, die sind ja in den äh, 70ern in dem Haus von diesen Großeltern oder Eltern gewesen. Mhm. Und das sind jetzt die Kinder, also es sind quasi die Enkel von denen. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Ich, ich komme nicht mehr auf die Namen. Und, ähm, mhm. Genau, also von der Rothaarigen und dem anderen Typen sind das die mhm, Kinder. Ja. Äh, sie, die Tochter, so, sorry, ist nur eine Tochter. Sie ist die Tochter. Mhm. Und sie kommt dann da helfen und denkt sich, ja, ist eine coole Zeit, weil mein Vater hat mir immer erzählt, wie er damals mit den Jungs hier im Keller gechillt hat, bla bla bla. Mhm. Und sie lernt da schon in der ersten Folge ein Nachbarsmädchen kennen, diese schwarze, dunkle. Die, die wir hier sehen äh, jetzt deswegen, bei mir, oder was? Oder? Ja, okay. genau. Mhm. Das mhm. ist halt, oh Mann, ich finde diese die, die keule ist halt voll ins Gesicht. Aber ja. Ähm, ja, na gut, aber das ist äh, das, das Problem kennen. Ja, man. ich finds, ich, es ist okay, aber es ist, es, es stinkt geradezu nach Wokeness, das ja, das meine ich damit. Äh, ne, Also ist mir auch egal. Ob aber aber das, hat das, hat das denn, hat das denn Auswirkungen auf die, auf die, Story, auf den Plot oder? Nö, das ist einfach nur hätte, es hätte auch jede andere Farbe oder Ding mhm, sein können. Ähm, das ist eigentlich völlig, also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, mhm. wo jetzt irgendwie was durchkommt, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ja. Weil sie wirkt halt, die wirken beide wie normale Teenager. Also da ist jetzt keine Moralkeule oder so dahinter. Ja, okay. Ähm, mhm. Auch bei dem schwul nicht. Der Schwul ist halt, mhm. wie, wie hätte man es gedacht, ist halt der, der Sidekick, mhm. der so ein bisschen für die Gagster ist. Naja, die sind alle ein bisschen für die Gagster, <laughs> aber. Ich meine, und du bist ja. sicher, dass das nicht eine, eine absichtliche ironische Überspitzung <laughs> ist? Weil so wie ja. du es beschreibst, klingt es fast so. Ja, nee, es ist. Nee, ist es nicht. Mm. Ist es nicht. Mm. Und ähm, ja, an sich, die Serie hat so ein paar lustige Momente. Mm. Ähm, aber so rankommen an die wilden 70er tut sie nicht. Also mm. deutlich nicht, finde ich. Vielleicht sehe ich da auch so ein bisschen Nust mit der Nostalgiebrille zurück. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja. mir jetzt, wenn ich mir jetzt nochmal ansehen würde, vielleicht sehe ich da auch anders mm. drauf. Aber ich habe es halt echt so, ja. Das ist nicht so, nicht so geil. Also, die zweite Staffel werde ich mir wahrscheinlich nicht ansehen. Mhm. Ich habe mir mal die erste Staffel komplett angesehen, aber das schaut man auch schnell weg. Also, ja, die Folgen sind relativ schnell vorbei. Ja, die gehen alle so eine halbe Stunde, ne? Also, zwischen genau. 20 und 30 Minuten. Also wirklich so klassische Sitcom-Länge. Ja. Ich finde es auch schade, dass die, ähm, dass die Leute aus den 70ern halt nur wirklich mal kurz ja. in der ersten Folge aufgeploppt sind. Mhm. Also, ich fand es ja schon krass, dass sie da erst einen Kutscher für rangekriegt haben, aber ja, mhm. das war echt zehn Sekunden und dann sieht man ihn nie wieder ja, okay. <laughs> für die ganze Staffel. Mhm. Ja. Naja, auf der anderen Seite genau, musst, du, das, musst du natürlich aber auch neue Charaktere glaubwürdig einführen und nicht nur auf dem Erfolg ja, der ja. alten surfen, nee, das, ne? sonst funktioniert ja, das, ja das ja auch nicht. Ja, es ist natürlich auch super Plot Convenience, weil ja, ja, ja. Ne, das sind alles dann die Kinder von denen. Die damals bei den Wilden 70ern dabei waren. Außer jetzt mhm. die schwarze, die glaube ich nicht. Also, ich wüsste jetzt gerade nicht. Die Mutter ist so ein bisschen verpeilt. Sie hat so einen Halbbruder, der ist weiß. Ja. Was ich irgendwie cool finde. Der ist so. Mhm. Obwohl, das ist dann schon wieder so, ne? Sie ist halt tough und gebildet und, und krass. Und der, der, der weiße Bruder, der ist dick und ungebildet und doof. <laughs> Natürlich ist er das. Ja, natürlich ist er das. <laughs> ja, und er ja. ist halt voll der Macho. So, hast du, hast, also du die, ja. hast du okay, die, hast du die, die, das Feedback zu der Velma-Serie auf HBO mitbekommen? Ja, habe ja. ich. Also und ich habe hab ja von der Serie überhaupt nichts mitbekommen. Nee, ich aber auch nicht. Ich habe aber hab ich von, von verschiedensten Kanälen mitbekommen und nicht jetzt nur von den Right-Wing-Leuten, äh, sondern auch von normalen Reviewern, dass das da wohl extrem sein soll mit ja, diesem, ja, ja. die also Weißen sind alles habe. die Idioten und nur die, hm. nur die irgendwie anderen Figuren, die sind, die können irgendwas und boah, also ich meine, man es jetzt auch übertreiben, ne, also hm. wie, deswegen meinte ich vorhin, hat das denn Auswirkungen auf den Plot? Ich meine, ja, wenn die Show in den 90ern spielt und man würde das glaubhaft umsetzen ja, wollen, in dem, in dem, müsste In dem Fall ist es nicht so ne? schlimm, weil es ist ja. halt der ist halt auch ein Comic Relief Charakter. Also diese ja. Ja alle, es ist ja eine Komödie. Ich meine bloß ähm. bei Komödien, bei Romcoms habe ich jetzt persönlich auch gar kein Problem damit, wenn das ein bisschen diverser wird als es vielleicht zu der Zeit üblich gewesen wäre oder so, ne? Aber bei so ernst gemeinten Filmen, die in einer irgendwie vergangenen Zeit spielen, ja, da, da würde ich dann anderes, schon sagen, ja. ja, aus heutiger Sicht würde man das natürlich anders machen und schreiben, aber wenn das nun mal 1800 irgendwas spielen soll, naja, dann war es halt so, wie es war. Ne? Weil ansonsten ja. muss man halt draufschreiben, naja, wir haben das jetzt ein bisschen verbogen. Ja. Naja, gut. Ja, hast, du das, also der, denn der, hast du das. Ja, Mir fällt gerade ein, es gibt noch eine Asiatin oder ich weiß gar nicht, war sie Asiatin? Ja, doch, irgendwas ist halt da also, drin. Irgende, ist irgendeine nicht sagen. People of Color die Freundin von dem yeah. ähm, von diesem doofen Halbbruder von ihr, Ach so. von der Schwarzen. Und du ja, hast die es Namen sind mir ja auch alle nicht hängen geblieben, ne? Ist krass. Äh, hast du es zu Ende gesehen, die, die zehn Folgen? oder? Ich hab die zu Ende gesehen, ah, ja, okay. ja. Ja, also wie ja. gesagt, ja. ja und was ist jetzt dein, dein, finales, dein finales Urteil? Ist, äh, nee, muss man nicht. Muss, muss man nicht. Geben. nicht. Okay. Da gibt es bessere Serien. Hm. Ja, ja, na gut, für, für mich wäre das ohnehin, also so Rom-Com ja, ja, also wäre für mich jetzt eh nicht, so nicht spannend oder Sitcom wäre für mich jetzt eh nicht spannend, aber ja, noch mal, mal sehen. Ich kann, warte mal, ich, ich, ich nenne mal noch eine, weil die ja so schnell ja, 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 ja. abgehakt wurde. Was ich auch gesehen habe, ist die neue Staffel von Archer. Archer? die man kennt. Damit habe ich irgendwann mal angefangen, bin das aber, habe aber nicht weiter Staffel 13. Ja. ja. Staffel 13 und ich habe, ja, ich habe <laughs> mir die alle vor einer Weile mal angeschaut. Ja. Und ähm, ja, das ist typische Archer-Kost, würde ich sagen. Oh Gott, ey, wenn ich das sehe, ey, das ist so die allererste Folge, die da oben gerade gezeigt ja, ich wird. ich hier gerade so die erste. lange her, da so viel passiert, ey. Ähm, ja, 13 Staffeln, ey. Das ist krass, ne? Ja, heftig. Dass ich mir das alles reingezogen habe, ey. Naja. Tja. Ja, also ge gewöhnliche Archer-Kost finde ich jetzt aber auch nicht so geil. Also Archer hat auch ein bisschen abgenommen von der mm, Qualität. Mm. Die die alte ist ja leider nicht mehr dabei, die Mutti von ihm. Das war ja mal so eine schöne Kombination zwischen ihm und seiner alkoholisierten mm. Mutter. <laughs> ähm, Christian Slater ist aber mal wieder dabei. Oh ja. Ähm, ja, der hat da so ein kleiner so ein kleiner Gastdauerauftritt. Also der spielt da so ein mm. Einen Agenten und ja, taucht in ein paar Staffeln mal ja. auf. Auch hier taucht er wieder auf. Kannst du vielleicht für den, für den Chat mal beschreiben, was ist Archer überhaupt? Archer ist so eine James-Bond-Parodie. Ja, es ähm, ja, ist ein Geheimagent, der eigentlich voll krass ist und alles super hinkriegt, aber mhm. der ist total abgefuckt und ähm, eigentlich halt clever, weil er kriegt halt auch viel hin, aber mhm. auch total dumm. <lacht> Zwischenmenschlich <lacht> ist er voll das Arschloch. Ja. Und ja, sie, ähm, da gibt es noch hier diese, wie heißt sie? Oh. Oh, ich kenne die Charaktere Namen, nicht. Ich, ich, ich kenne die Namen nicht. Ja, die, diese etwas dunklere Frau daneben ihm, mm. ähm, die ist eigentlich auch eine ziemlich krasse Agentin, aber steht immer so ein bisschen in seinem Schatten. Die haben immer was zusammen. Und ja, das ist halt so ein, so ein Laden, das ist so ein Geheimagentenbasis. Wie hießen die nochmal? The Agency nennen die sich. Mm. So ein, so ein Geheimagenten-Club. In der Club nicht. Nee, ist schon so eine offizielle Behörde, aber eigentlich mhm. nicht so ganz offiziell, wie sich später auch herausstellt. Mhm. Ähm, und das ist alles so eine Idiotentruppe. Also ja. typische. Äh, die die Blonde, die da ist, Pam heißt sie, die ist halt verfressen, aber auch voll der Schlägertyp. Und <laughs> ähm, dann gibt es noch äh, Cyril, heißt der. Der ähm, der der Typ, der da gerade in der Mitte steht vom Flugzeug, der ist so das, das Weichei, könnte man sagen. Der möchte gerne oder wollte mal Agent sein, aber ist dann so ein Bürohengst und ja, wird immer so als, als Loser mm. ähm, dargestellt und der will sich halt immer behaupten. Ja, die, die Sekretärin, die mm. da ist, äh, ich, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Mm. Irgendwas mit C, glaube. Ähm, die ist total irre. Also die ist masochistisch, äh, psychopathisch. Also die schmeißt gerne mit explosiven Sachen. Und ja, die ist, die ist okay. einfach nur irre. Was die ja. halt so machen. Also wie gesagt, ja. bunte Bande. Mhm. Die Mutter ist ja leider nicht mehr dabei. Die war halt immer so die ruhige, so ein bisschen so ein M-Verschnitt aus James Bond, ja, ja. bloß mhm. in alkoholabhängig und mhm. abgefuckt. Verstehe. <laughs> und ja. Und, Fand was, ich, was, was, was du, und was fandest du, was fandest du so spannend daran, da 13 Staffeln durchzusuchen? Ja, es ist, ja, es ist halt echt leichte Kosten, ne? Also du kannst halt das Hirn ausschalten. Und ja. Die Folgen gehen ja, glaube ich, noch 20 Minuten. Also so eine typische Cartoon-Länge. Mhm. Ähm, ist also relativ schnell weggeschaut und das kann man super nebenbei gucken. Ja. Wenn man, also einmal zum einen, wenn man einschlafen will, kann man das schauen, <laughs> was ich oft gemacht habe. Ja. Oder halt echt zum Entspannen einfach zurücklehnen und sich berieseln lassen. Und ja. Verstehe, also wirklich eher so leichte Kost zum Genau, Nebenbei ist wirklich leichte gucken. Kost, ja. Okay. Und die 13. Staffel finde ich, wie gesagt, das nimmt so ein bisschen ab. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, um die 10. oder so rum. Weil es mhm. sind halt 13 Staffeln und wenn man sich mal so überlegt, es sind auch relativ viele Folgen wäre ne, nicht so viel. Ich glaube, ja, jetzt sind es mittlerweile oder? weniger. Früher waren es hier 13 in den ja, ersten. Ja, genau, früher waren es mehr und jetzt ist es weniger jetzt geworden. Weniger. Man merkt mhm. einfach, dass die Leuten die Ideen ausgehen. Also, die haben ja. da schon alles ja. Mögliche erlebt. Also, was Archer schon alles erlebt hat. Der war ja. schon mal halb tot. Es gab eine ganze Staffel, wo Archer im Koma lag und in jeder Folge hat er sich irgendein gespitzt ausgedacht. Der... <laughs> Das war, da waren dann seine Mitstreiter, waren dann auf einmal Tiere. Ach ja, es gibt noch einen Wissenschaftler, den finde ich ganz cool, das ist einer meiner Lieblinge, der ist so ein bisschen hm. ja, der ein irrer Wissenschaftler, aber der hat also so Tech-Probleme. So also Q-mäßig äh, oder was, der so Gadgets baut oder was? Oder? Genau, so ein bisschen, genau. Ja. Der ist so der, der Gadgetbauer der, der Truppe. Hm. Und ja, der ist so ein bisschen, Verstehe. ein bisschen pervers auch, aber der lässt es nicht so krass ausleben. Ah, <laughs> ich mag ihn. Der ist so ein bisschen Verstehe. schrill. I see. Und Genau, in einer Folge, äh, in einer Staffel, wie gesagt, da jede Folge war komplett anders. Also, die fand ich ziemlich cool. Einige mm. mochten die gar nicht. Es ist halt wild. Ein bunter Mix an allem und mm. ja, leichte Unterhaltung. 13. Staffel, wie gesagt, gotcha. nicht die beste. Hier, diese Serie ja. ist anzüglich. Oh ja, Station. das ist so. <laughs> da wird auch sehr viel geflucht und so, ne? <laughs> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja. Mich erinnert die Ästhetik immer wieder an 13, an dieses äh, Spiel. Mit diesem Die Cell Shading. So Cell Shading. Bisschen, ja. Mm. ja, hat was davon. Die haben so ganz starke Outlines alle. Mm. Ja. Cell Shading irgendwie. Archer, jawohl. Dann hätte ich noch eine Serie und zwar diese hier: Japanese Tales of the Macabre. Die habe ich jetzt auch angefangen. Habe ich angefangen und ich werde sie ja wahrscheinlich nicht weitergucken. Ich bin. Und bei Folge so, 3? Ja, ich bin. Ich, ich habe es gerade so durch die erste Folge geschafft. Die erste Folge fand ich unfassbar Echt? ätzend. Unfassbar ätzend. Die? die Figur. Nee, nee, ich, nein, nein, nein. Ich meine, ich habe es mit Ach und Krach durch die erste so, Folge ja. geschafft, um dann weiter gucken zu können. Ich bin gerade bei der mit dem Riesenkopf. Also mit äh, dem Ballons oder was? Nee, mit der äh, toten. Dieser toten Schülerin, die dann als Riesenkopf irgendwie gesichtet wurde. Das ist das mit den Ballons. Ja, ja, als das, meine Geisterkopf, ich. das ist das, ja. was ich meine. Ja, die hängende Köpfe, genau. Ich bin in Folge, was ist das hier? Weiß ich gar nicht. haben keine Nummern. Aber ja, also leider, mich hat es nicht so wahnsinnig begeistert. Also, sowohl mhm. die Ästhetik der Animation war, kriegt mich jetzt nicht so, muss ich zugeben, mhm. und die. die ähm Ah, warte mal. Ah, Nilsey ist am Start. 732 Episoden Simpsons verteilt auf 34 Staffeln und den Machern gehen immer noch nicht die Ideen aus. Ja, <laughs> vielleicht sollten die Archer-Macher sich, da, sich ja, da mal ein Beispiel ja. dran nehmen. Da habe ich auch habe ich in letzter Zeit, wo du es gerade ansprichst, ähm, sehr viel Negatives gehört. Ich, ich habe auch sagen, eine, ja. echt, eine ja. echt geile Grafik gesehen. Ähm, so man Zu Simpsons. Oder was? Kopf, alles gelb und dann hat man so ein hat jemand von irgendwo Durchschnittsbewertung genommen. Ah, okay. Und da sieht ja. man ab Staffel 13 oder so mhm. wird es immer röter Und die letzten mhm. fünf, sechs Staffeln sind alle fast nur rot. Ja, es gibt, auch, es gibt auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Video gesehen habe, wo es auch darum ging, warum sind die Simpsons nicht mehr gut, weil man gemerkt hat, dass die Art des Humors sich einfach relativ stark auch verändert hat in den, in den Staffeln und so. Ja, die, das, das kommt auch dazu, ne? Die, da war die ja ersten, immer dieser große Aufschrei mit Apu und so. Und, na, na, das sowieso, aber auch die Art und Weise, dass du früher immer so hintersinnigen, doppelbödigen Humor hattest und eine Zeit lang war es dann einfach nur noch Slapstick oder so, wo es überhaupt gar keinen ja. Hintergrund mehr gibt zu dem Witz, den der gemacht wird, so, ne? Und ähm, ich bin auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie weit ich das geguckt habe, ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, weil mir so die neuen. Episoden, also da, zu der Zeit kamen dann gerade neue Folgen. Das war dann irgendwann kurz nachdem hier Anke Engelke, glaube ich, angefangen hat, irgendwie March zu synchronisieren oder so. Ähm, ja, das da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, sozusagen. Also die ganz neuen Sachen kenne ich tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich bin ich irgendwo auf der Hälfte irgendwie ausgestiegen. oder Ja, sowas. ich sehe die auch nur durch Zufall vielleicht, ja. wenn sie mal dann gerade kommen. Ähm, Warte mal, was schreibt Nilsi gerade? Stimmt, ich bleib denen trotzdem treu, vielleicht ist mein Humor aber auch einfach so schlecht. Das kann natürlich auch sein, dass, dass, dass man sich, naja, ich glaube eher, äh, Nilsi, ich glaube eher, dass es damit zu tun hat, dass man natürlich einen gewissen Humor hat, den die Serie vielleicht damals gut bedient hat und da der eigene Humor sich nicht großartig ändert. Divergiert das dann irgendwann, wenn die Serie sich verändert, dann kann man damit vielleicht nichts mehr anfangen oder so. Ich glaube, dieser, 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 ich sag mal, Humor-spezifische Slapstick, der Humor, der war ja schon immer da. Dass ja, Humor einfach ein ja, ist. Ja, schon Sachen passieren. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, die Art und Weise, warum und wieso Humor sachen passieren oder so, ich muss mal, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo das war, mit irgendeinem deutscher YouTube-Kanal war das, die haben das ein bisschen analysiert, äh, wie sich der Humor geändert hat und gerade auch die Figur von Homer die früher eigentlich immer so der nette, also eigentlich so der, der Vater sein wollte, aber irgendwie ein bisschen trottelig war und irgendwann später dann einfach so teilweise schon so fast bösartige Sachen macht oder ja. so, wo man dann merkte, ah, das, das war einfach nicht mehr das Naturell, was die Simpsons mal hatten. So, aber na klar, du kannst auch nicht 30 Jahre lang immer genau das Gleiche erzählen. Das geht natürlich auch nicht, ne? Also ja, und was ich, was ich jetzt ähm, bezüglich den neuen Staffeln oder auch kann auch die aktuelle gewesen sein. Also ich habe in letzter Zeit echt viel mm. negatives Feedback zu den Simpsons gesehen. Mm. Ist dass die Writer anscheinend keine, also die eigenen, die eigenen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, überschreiben? Ja. Also, okay, das da sprechen, irgendwie. Mit neuen ja. Sachen, die sie mhm. da zeigen. Ja. Naja, gut, das ist bei so einer Serie natürlich sowieso immer schwierig, wo die Figuren Klar, nicht wirklich altern. Dauert lange, ne? Ne? Ja. ja, die Figuren Aber, altern ja auch nicht ja. wirklich. Also, das ist so, du bist ja immer auf dem gleichen Level sozusagen. Ja, also, ich möchte da auch nicht mit den Leuten tauschen, ehrlich gesagt. Mir, ne, mir da täglich irgendwie Ideen ausbrüten zu müssen, zu so einem relativ eng vorgegebenen Kanon, den man da hat, fände ich auch nicht einfach, gebe ich zu. Und ja, ich muss, ich äh, muss mich mit Alice anschließen. Ich schaue auch lieber Family Guy. Was jetzt nicht <laughs> heißt, dass Family Guy qualitativ besser ist. Es ist einfach nur dumm. Ja, ja. Aber es ist für mich angenehmer mm. zu schauen. Es ist leichter zu konsumieren. Irgendwie ja. macht mir Family Guy mehr Spaß. Mm. Auch wenn ich vielleicht nicht einmal lache, es macht mir trotzdem mehr Spaß. Mm. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Es hängt sicher, also bei mir speziell hängt es ganz klar damit zusammen, wann habe ich mit den Simpsons so das erste Mal Kontakt gehabt, in welcher Phase des Lebens war das so, wo war das so der Humor, mit dem man sich äh, identifizieren kann oder so, ne? Und dann irgendwann merkst du halt, man selber entwickelt sich und die Serie entwickelt sich auch, und wenn das nicht in die gleiche Richtung geht sozusagen, dann trennt man sich. Das habe ich aber auch bei ganz vielen anderen Sachen, wo ich dann irgendwann, auch bei Bands oder so, merke ich das auch, wenn die sich musikalisch dann in andere Richtungen entwickeln, irgendwann ist man dann mal weg, so, ne, wenn man damit nicht mehr, oh, warte mal, Nilsi will jetzt auch nochmal äh, Bad. Breaking Bad. Ja, habe ich, ich habe es, ich weiß gar nicht, ob ich es komplett bis zu Ende geguckt habe, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit. Ähm, fand ich spannend gemacht, fand ich ja, okay, wir hatten uns neulich bei den nervigsten Nebenfiguren, mm. glaube ich mal, über die Frau, über wie hieß sie? Ja, ja, nicht ich Tyler, sie, ich, sondern ich wie Skylar. Skylar. Skylar, Skylar, über Skylar White unterhalten, die wir alle ein bisschen anstrengend fanden. Und ja, ich fand auch bei Breaking Bad so ein bisschen das Problem. Die Grundidee, die Prämisse ist super spannend, die Charaktere sind doch alle interessant, aber dann hat man auch gemerkt, dass die Writer pro voran folgender Staffel natürlich immer was noch größeres, noch extremeres, noch krasseres draufsetzen mussten und das fand ich dann irgendwann für mich selber jetzt nicht mehr wirklich glaubwürdig. Das war dann einfach diese Transformation. Zu Anfang tut er das, was er tut, der Walter White, um seine Familie abzusichern und sich selber irgendwie halbwegs zu retten. Und irgendwann mutiert er halt zum völlig gewissenlosen Unterwelt-Crime-Boss irgendwie. Und das fand ich ein bisschen over-the-top irgendwie. Aber trotzdem war die Serie spannend, inszeniert. Kann ich jetzt nicht so furchtbar viel rumkritisieren, außer dass ich es dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so, nicht mehr so glaubwürdig fand, weil ich die Figuren halt dann teilweise sehr überzeichnet fand. Aber ja, doch schon noch eine der besseren Serien, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, Nils, seit wann du dabei bist, ich habe vorhin gesagt, ich mache gerade einen 24-Rewatch hier mit Kiefer Sutherland oder so, weil 24 auch so eine Serie ist, die trotz ihrer Fehler und ihrer Schwächen. Weil es immer völlig unrealistisch ist, dass all das innerhalb von 24 Stunden passiert. Aber kriegt mich trotzdem, weil der Spannungsbogen mich halt voll abholt. So, ne? Und das hat Breaking Bad zumindest anfangs bei mir auch geschafft. Das war auch eine Serie, da wollte ich wissen, wie es weitergeht. Die endeten immer schön auf Cliffhängern und so. Aber wie das immer so ist, wenn du dann 20 Staffeln davon machen musst, ja, irgendwann wird es, siehe Supernatural, entweder völlig absurd irgendwann oder du wiederholst dich ständig. Und das ist beides nicht gut. Naja, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu. Und äh, warte, um auch was zu sagen. Also, ich fand <laughs> Achso, Breaking Bad eigentlich durchweg gut. Es hatte ja? so ein paar Tiefen ähm, ja. in den letzteren Staffeln, so ein paar Episoden. Mhm. Aber an sich fand mhm. ich die ziemlich gut. Mhm. Ja, wie also gesagt, das war einer jetzt. Der, einer der besten Serien, würde ich war sagen. War jetzt von ja. meiner Seite auch nur so ein bisschen Kritik am Charakterwriting, so, ne? So, weil. Mhm so dass so die moralische Grauzone dann irgendwann einfach nur noch tief schwarz ist irgendwie hm, weiß ich nicht Fand ja ich ein das, das, das war auch einer der ja, auch einer der Kritikpunkte die ich wir hatten doch drüber gesprochen die ne dass von Walter White auch dass Skyler, das Skyler das das alles mehr oder minder kommentarlos mitmacht so hm. also sprich ja es gibt immer mal Stress aber sie ist nie hat nie gesagt so ich ich gehe jetzt oder ich verfeife dich jetzt oder sowas so dass das, das wird nie so wirklich thematisiert und da stelle ich mir immer vor wie realistisch ist das Weißt du, so wenn du mitkriegst, dass dein Drogen verändert dich, Ja, das ist, das ist die Lösung. Das ist es wahrscheinlich, aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich hat Walter White beim Machen des Meth langsam immer durch die Haut irgendwas diffundiert. Ich weiß es genau. nicht, keine Ahnung. Und ist irgendwie Dauerstoned. Aber ja, wie gesagt, das ist aber meckern auf hohem Niveau. Also ich fand Breaking Bad auch über weite Strecken sehr spannend gemacht. Die Figuren waren interessant. Die Bösewichte fand ich vor allem auch immer ziemlich cool also hier besonders hier Giancarlo Esposito als mm, ja, hier der, der hier äh, Los Polos Hermanos da irgendwie ne <laughs> genau. und äh, Los den fand ich schon fand ich schon gut ja so und da hat man gemerkt das war wirklich mal so richtig bedrohlicher bedrohlicher Bösewicht so und das fand ich hat Breaking Bad gut hinbekommen so dieses die Fieslinge auch entsprechend fies zu inszenieren und sowas ja also wie gesagt ist so ein bisschen meckern auf hohem Niveau ne wenn ich jetzt sage dass ich die Charakterzeichnung so ein bisschen übertrieben fand, vielleicht. Philipp. Ja, du, du wärst jetzt ich dran. Genau, wollte nur noch mal Oder? was hier zu der Serie sagen. Also, ja. zu diesem Japanese, Japanese ja. Tales of the Macabre. Das ist ja, äh, sind ja Junji Ito-Geschichten. Also Junji Ito, bekannter japanischer Manga-Zeichner im Bereich Horror. Teilweise sehr abgefahrene Sachen, die Junji Ito macht. Sehr splatterig, sehr böse. Und äh, einige der Sachen sind auch so in die in die Welt geschwappt. Hier diese Tomie-Folge. Äh, ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber ich kenne Tomie. Ich kenne Tomie lustigerweise nur als Mädchen. Also, es gibt ja diverse Filme mit der, die du irgendwie in Stücke hacken kannst, die aber einfach nicht stirbt und so. Dinge und Sachen. Weil hier steht ein Austauschschüler. Hm, weiß ich nicht. Und äh, Usumaki Da hatten wir. Da hatten wir neulich, wo hatten wir, in welchem Kontext? Ja, mit Taya zusammen. Als wir im Kino waren, oder wann hatten wir, nee, als wir mit Taya neulich das gesprochen haben, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Kontext. Aber jedenfalls, äh, Usumaki, die Spirale, das geht auch auf Junji Ito zurück. Also der hat schon durchaus ein paar Sachen gemacht, die verfilmt wurden. Ich glaube, wurden. das war in deinem letzten Stream, da habe ich, äh, da habe ich Kommentar... Ja. einen trolligen Kommentar gerissen wie und du bist voll darauf eingegangen. <laughs> wie üblich. Sowas wie, kennt ihr doch eh nicht. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Kennt er doch eh nicht. Naja, ich kenne wirklich äh. nicht viel. Aber Usumaki <laughs> kannte ich nun tatsächlich. Und äh. ähm, wie gesagt, ähm, deswegen war ich einigermaßen interessiert an, den, an der Umsetzung. Muss aber auch sagen, die erste Folge hätte mich fast verloren. Ich fand die erste Folge sowohl von der Geschichte doof, die Figuren gingen mir alle unglaublich auf den Sack. Diese Schwester, die waren auch alle noch grottenhässlich, also wirklich, ja? Äh, warum was soll denn das? Wer will sich denn sowas angucken? Ich das dachte, ist doch wirklich ich, will. Ich, ich ich dachte ah. auch zuerst so, dass das so ein adams family verschnitt werden soll. So sah es auch aus, ja, ja. So ja, sah es auch ja aus. Dann in eine ganz andere Richtung aber es war gekommen. halt, also, da wäre ich um ein Haar abgesprungen und hätte gesagt, ach, das gucke ich gar nicht weiter. Die erste ich Folge. Da, da wow. gibt es noch mehr zu, ne? Zu also, denen oder was? Zu diesen Episodien? Ja, zu, zu dieser Familie. Zu ja. diesen Geschwistern. Not for me, no thanks. Ja. Ähm, <laughs> aber wie gesagt, ganz furchtbar. Also, falls ihr euch das anguckt, die erste Folge ist merkwürdig. Danach wird es, was das angeht, zumindest besser. So, ne? also hier diese mysteriöser Tunnel, der Eiswagen, hängende Köpfe, dass das mit diesen Ballons oder so. Die sind aber alle halt sehr weird. Und vor allem, wenn ihr in sich abgeschlossene Geschichten sucht, die ein Ende haben, werdet ihr hier keinen Spaß haben, weil die Geschichten alle nicht abgeschlossen sind. Es gibt keine Geschichte, die ein wirkliches Ende hat, sondern die, die zeigen dir irgendwas, meistens irgendwas Bizarres mit was weiß ich, Deformation und Geistern und irgendwas und dann endet die Geschichte halt Cut. an einem bestimmten Punkt und überlässt es jetzt dir zu überlegen, wie es jetzt vielleicht weitergeht. Eigentlich, Ähnlich wie das auch bei Black Mirror, nee, bei äh, wie ist das andere? Der, Love, Death and Robots teilweise. War ja, ich. was ich ja auch kritisiert habe bei Love, Death and Robots, genau, dass mir das, das hingga, von der Story einfach nicht. Ausgedacht genug war oder ausgefeilt genug war. Und hier ist es auch so. Und ja, man muss sagen, die, die Mangas funktionieren auch ähnlich. Die entlassen dich dann einfach an irgendeiner Stelle und schocken dich dann mit einem krassen Abschlussbild oder so und dann ist vorbei. F holt mich jetzt persönlich storymäßig weniger gut ab. Hast du denn hier hängende Köpfe? Hattest du das schon zu Ende gesehen? Ich hab's auch nicht zu Ende gesehen. Ah, okay. nee. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie es ausgeht. Naja, wie man es erwarten würde bei Junji Ito, ja. ne? Ähm, mhm. Und wie gesagt, ist schon wirklich sehr Special Interest. Also man muss zum einen mit dieser Anime-Ästhetik klarkommen, die auch nicht jedermanns <laughs> Sache ist, weil es eine spezielle Zeichenart ist in vielen Episoden. Ja, so einen ganz eigenen Stil. Ganz die, die Anime-Umsetzung ist ja nochmal was anderes. Genau, also die Comics sind ja die eine Sache oder die Mangas sind ja die eine Sache, aber die Anime-Umsetzung, wie gesagt, erste Folge Ganz furchtbar. Also, wie man sich entscheiden kann, das als erste Folge zu nehmen, wenn du Leute ködern willst, das weiter zu gucken, ist mir schleierhaft. Ich weiß es nicht. Ja, das wirkt echt sehr low-budget-mäßig. Aber jedenfalls, es wird dann irgendwie, naja, zeichenmäßig wird es besser, finde ich. Also mit der Ästhetik, ja, kann ich schon was anfangen, aber eigentlich ausnahmslos jede Folge lässt dich lässt mit diesem Gefühl zurück. Und was kommt da jetzt noch? Ist da. Hat das jetzt irgendwie einen Sinn, was da passiert oder so? Oder einen Grund? Und darauf sagt die Serie meistens nee, weder noch. So, du es kriegst keine, du kriegst das keine Auflösung. Es ist wirklich einfach nur etwas, was dich verstören soll mit irgendwelchen grotesken oh. Bildern. Das ist gerade in dieser hängende Köpfe-Episode ziemlich krass. So, ne, ähm, das soll dich einfach verstören. Aber es gibt, macht sich nicht die Mühe, dir wirklich eine Geschichte zu erzählen. Also du kriegst keine Antwort auf die Frage, warum passiert das? Und du kriegst auch keine Antwort auf die Frage, wie wird es weitergehen oder so. Das musst du dir selber. Das musst du dir selber überlegen. Zum Beispiel diese, hier, die Geschichte des mysteriösen Tunnels, ne? So, mm. das ist auch so ein Ding, wo ich dachte, ernsthaft? Das ist jetzt das Ende? So, mitten <laughs> ja, in der Szene, mitten in schon. der Szene passiert der Figur irgendwas, <laughs> cut, fade to black. Ende, wo ich denke, also das hä? war selbst für mich seltsam. Das war ja wirklich so minimal Effort, irgendwas zu erklären, also gar nichts, ja. Und ähm, also ein bisschen schwierig. Ich bin tatsächlich relativ enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie eine coole horrorgeschichten Anthologie wird, die irgendwie ein bisschen Substanz hat oder mich irgendwie auch mal ein bisschen auf andere Fährten mitnimmt oder so. Aber vieles davon verläuft leider völlig im Sande. Ich meine, vielleicht, vielleicht gibt es sicherlich Leute, die da voll drauf abfahren, auf diese Art das zu erzählen. Das kann sein, aber ja, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Backstory und ein bisschen mehr Plot gehabt in den ganzen Folgen. Ja, die also ich, ich, ich brauche ja nicht mehr Erzählungen, das haben wir ja schon öfter festgestellt. Ja. Also ich kann damit leben mit diesen Geschichten, aber ich finde bis jetzt die auch noch nicht so geil. Ja, ja du aber kannst ja, du bist ja, ja da im Anime-Game mehr drin, vielleicht kannst du dem ja. mehr abgewinnen, das, das möchte ich nicht bestreiten, ne? das kann sein. Warte mal, äh, Nilse fragt noch, ob wir Cyberpunk-Edge Runners gesehen haben. So ein bisschen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, irgendwann in einer vorigen Folge schon mal. Da wir drüber gesprochen, genau. Du bist ausgestiegen bei genau. Folge 1 sogar, oder? Ja, ich weiß es gar nicht. Naja, mich hat's, also ich habe Cyberpunk gespielt und ich mag Cyberpunk auch. Aber mich hat die Ästhetik der, der Serie nicht abgeholt. Ne, doch, ich habe Folge bis Folge drei habe ich durchgehalten. Ja. Ähm, mich hat sowohl die Charakterkonstellation nicht abgeholt. Ich fand die Charaktere alle super oberflächlich, super aufgesetzt. So ähm, hat mich nicht abgeholt. Ich fand die auch alle zu jung. Also mit so einem gefühlt 13-Jährigen, wie die Hauptfigur irgendwie <laughs> gefühlt ist, zumindest. Gedanklich. Kann ich mich ehrlich gesagt wenig identifizieren, schon gar nicht in so einem Szenario wie Cyberpunk. So weil ich da eher erwarten würde, naja, wenn da jemand jetzt als Runner arbeitet oder so, ob der jetzt 13 ist und sich dann gleich das super mega Todesimplantat äh, installieren lassen kann, fand ich ein bisschen merkwürdig. Und auch die anderen Figuren fand ich persönlich sehr überzeichnet. Dann diese aufgesetzte Romance-Story zwischen ihm und wie immer sie hieß, ich habe den Namen vergessen, uh. der mich hat's nicht abgeholt. Aber aber der Punkt ist wieder, haben wir ja schon ganz häufig besprochen. Vielleicht bin ich auch nicht Zielgruppe. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich hätte mir was Blade Runner-Artiges gewünscht. Ja, ja. Was düsteres, also die, Nachdenkliches, die Böses. Die Zielgruppe waren ganz klar Teenager. Ja, und das hier ist mir viel zu, viel zu, weiß ich nicht. Ähm, warte mal, was schreibst du? Die Serie hat dich ziemlich abgeschreckt. Es ist edgy Teenager. Ich trau mich da nicht Romance. ran. Ja, Nilse, da musst du dir echt die Frage stellen, ne? Willst du, willst du eine Teenager-Serie im Cyberpunk-Universum sehen, die eine relativ oberflächliche Story erzählt, dann passt es, glaube ich, wenn du mit der Ästhetik klarkommst. So, mich hat es nicht abgeholt, weil ich fand es sowohl von der Story her, hat jetzt nichts wirklich hinzugefügt im Universum. Allein die erste Episode hat mich fast verloren, weil du gemerkt hast, in jeder Szene gibt es Fanservice für Leute, die das Spiel gespielt haben. Du hast in jeder Einstellung, in der ersten Episode, irgendein Gimmick, was du aus dem Spiel kennst so ne, und wo ich auch dachte so oh wow man kann es doch übertreiben mit dem Fanservice erzählt <laughs> doch mal lieber eine eigene Story und zitiert nicht nur äh, Cyberpunk 2077 so und ja wie gesagt er arbeitet dann so als Kleinkrimineller hat ein Implantat so ein Sandevistan äh, Implantat was ihn schneller macht dann klaut er lernt da irgend so eine Gang von Leuten kennen das natürlich auch alles so abziehbilderfiguren sind so eine Hackerin und sowas und das ist es eigentlich mehr passiert da nicht also zumindest ja, ja, in den drei Folgen, die ich. Trau also seine ursprünglichen Träume beziehungsweise die seiner Mutter, ja weil er halt die, so ein Edge-Runner wird. Genau, die Mutter stirbt und er muss da dann irgendwie Dinge tun und so weiter. Aber Phil, du hast es ja bis zu Ende gesehen, ne? Ich, genau. ich weiß nicht, ja. ob da kommt da jetzt noch großartig nee. neue Ebenen dazu bei der Story nee, nee, oder so. Also nee, ne? Was die Tiefe angeht, nee. nee. Ich fand den ja, ich fand den ja eigentlich ganz gut. Ja. Ich mochte den, ich hab den gern geschaut, aber mhm. ich finde den viel zu überbewertet. Mhm. Weil ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, für mich so Teenage Drama, ja. was da passiert. Aber wie gesagt, ne Zielgruppenfrage. Für wen genau, ist das? Genau Zielgruppenfrage, ne? genau. Weil die gehen ja für ja. die ist es so der heilige Gral, das geilste, was es die letzten Jahre gegeben hat. Ja. Und das ist ja. auch wieder so ein bisschen so ein bisschen die Frage, ne? Also was ist für dich Cyberpunk? Ne? Für mich ist Cyberpunk sowas wie Blade Runner, ne? So die darke hm. Variante, so die düstere. Welt ja, also mit Neon. Ich, ich kann und, mit beiden ne? leben. Also, ich kann ja. auch mit diesen bunten Farben und Neon und also. Ja, Neon ja, ist mit fein, Matrine aber. kann ich auch leben. Ja, ja. mit ja, ja. ja, ja. ja, beiden Neon, ja. Aber wie gesagt, also ich ne, mach beide. Ja, also, also Nilsi, guck dir die erste Episode an. Wenn du mit dem Artstyle und der Story an sich klarkommst, dann, jupp, ansonsten kommt da auch nichts weiter. Ja. Also, weder ändert sich der Stil noch wird die Geschichte irgendwie wahnsinnig vielschichtig. Da wird nicht mehr allzu so viel kommen. Ich weiß doch gar nicht, ist da irgendwie eine, eine zweite Season angekündigt oder? Das, davon weiß ich auch nichts. Weiß ich auch nicht. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass die Verkaufszahlen von Cyberpunk nochmal hochgegangen sind ja. und. Na, naja, es ist ja auch in den Patches drin und es gibt. Mods genau, es gibt irgendwie ja. kleinen Krempel, ne? Im, Im Spiel jetzt kannst du irgendwie hier Klamotten finden oder irgendwas, ja, genau. ne? Genau. Von den Figuren aus dem Anime. Ja. Als Marketing-Tool sicherlich sinnvoll, aber als Serie. Als Marketing-Tool grandios, würde ich sagen. Mir jetzt, ja, als Serie hat mich jetzt. also Aber ich bin auch, wie gesagt, nicht der große Anime-Fan. Ne? Also da muss das ja. schon was storymäßig richtig Großartiges sein, damit ich mich jetzt an so ein Anime ransetze. Ja, aber auch Phil war offenbar ja nicht wahnsinnig begeistert. Nein, du fandest nein, es ich fand den okay, schon gut. Du fandest es aber gut, aber. ne so, Genau, mh, ja, ja. Es ja. Diese aber das, das mhm. ist halt Jammern auf hohem Niveau tatsächlich. Also, ja. also trotzdem ja. fand ich eine, eine schön erzählte tragische mhm. Geschichte auch, mhm. die mhm. in das Setting passt. Also in Cyberpunk. ja, ja. Das, das stimmt schon. Also in das Spiel. Mhm. Die, weil eigentlich, also wenn du das Spiel gespielt hast, dann weißt du, wie die Serie ausgehen wird und so endet sie. Ja, halt. Von ja. daher, ja, viele ja. fanden es ja doof, aber ich fand es halt genau deswegen richtig. Mhm. Und gut. Ja. Mhm. Naja. Ja. Oh. Matchrunners. Äh, genau, wat, ja, du warst jetzt bei Ito. Bist du was damit ist denn durch? ist hier? Oder? Eine Altered Carbon Anime Serie? Wait. Hm? Altered Ach, Carbon ja, ja. Resleeved. Ach, das ist ein Film? Ja. Ach. Bei Altered Carbon bin ich auch relativ schnell ausgestiegen, weil ich Resleaved. fand das einfach der, sehr merkwürdig. Der Aber die. Mich null. Anime? Hm. Der zeigt mich null. Naja, <laughs> schauen wir mal. So, ähm, Philipp, hast du noch was? Ja, ich hätte wirklich noch was. Also, ja, dann machen wir als ich jetzt Letztes rein. Philipp nochmal äh, als Letzten und dann Genau, von dem, Schluss. was ich halt geschaut habe, also ich habe ich hab noch andere Sachen, ich werde es nicht alle nennen, ich habe zum Beispiel Hajime no Epo geschaut, da bin ich aber noch nicht durch. Gesundheit. So ein uralter mhm. Box-Anime, aber nein, den nenne ich jetzt nicht. Ja, sondern? Äh, ich nenne jetzt Emily in Paris, Staffel 3. <laughs> Ernsthaft? Ja, ich schaue Emily in Paris, ja. Oh wow. Ich habe damals okay. die erste Staffel gesehen. Und ja, ich schaue mir so eine Rom- äh, Romcom rom Oder, oder an, romanzen ja. Dinge. So, so rom serien Okay. Obwohl... Dann beschreib, ja. doch, beschreib doch für mich mal, ich, ich weiß nichts über diese Serie. Ähm, ja. Worum geht's? Was ist da der ja, Plot? Ja, es geht um die um der Emily, die ähm, in so einer... Ist das eine Marketing... Ich glaube, es ist so eine Marketing-Firma ja. die arbeitet, die nach Paris geschickt wird. Und die ist halt so voll... Wie man sich so ein so Paris-Fangirl vorstellt, so voll auf Mode und Chichi und so weiter. Ja. Und Social Media, da geht die voll drauf ab. Mhm. Und ja, die, 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 Muttergesellschaft hat da halt so eine, so eine ein Unternehmen, Savoie heißt es, mhm. ähm, die da so Dinge tun. Modedinge, die haben ja später auch noch Parfüm und so weiter. Mhm. Und da wird sie eingesetzt und ist halt so typisch amerikanisch ist aber so eine kleine Frohnatur und liebt halt Paris, beziehungsweise ihre Vorstellung von Paris. Mhm. Ähm, ja, und wird dann da so mit diesen Parisern konfrontiert, die sie zuerst gar nicht ausstehen können, weil mhm. es ist ja so diese doofe Amerikanerin, aber die stellen dann fest, oh, die hat ziemlich viel auf dem Kasten. Die Emily kann nämlich sehr gut Marketing und neue Kunden gewinnen und mhm. Verträge schließen und so weiter und alle mögen sie dann und ja, innerhalb dieser Geschichte gibt es dann auch so eine Bekanntschaft mit jemandem, in den sie sich verliebt. Das ist dann der Romantikteil. Dann kommt mhm. aber raus, der hat ja eine Freundin. Und Natürlich. die Freundin ist dann auch eine Freundin von ihr. Und dann ist da so eine komische Dreiecksbeziehung. Dann endet das. Mhm. Ähm, mhm. Dann lernt sie neuen Typen kennen. Das ist jetzt hauptsächlich dann, was in Staffel 3 passiert. Also da sieht man mehr von der Beziehung zwischen ihr und dem neuen Typen. Mhm. Ja, und zwischendrin gibt es halt immer so kleine Geschichten, halt über diverse Firmenpitches, okay. dass sie da irgendeinen Designer anwerben wollen oder so. Und ja, es ist halt total überdreht und bunt und farbenfroh, aber das mag ich daran. Also es ist halt, mhm. ja, eine schöne, froh, fröhliche Serie. Mhm. Ähm, es hat jetzt aber keinen. Obwohl Ted Lasso ja. wahrscheinlich das die bessere Serie ist. Es hat von, jetzt aber keinen so. unterschwelligen, irgendwie moralischen Plot oder irgendwelche nein, Sachen, sondern es plätschert im Prinzip so relativ Genau, es ist easy relativ einfach. Dahin. Okay, ja. Er ja, ja, hat ja ähm, immerhin drei Staffeln, also offenbar scheinen das Leute ja zu mögen. Also, genau, ja. aber ich muss sagen, die dritte Staffel war nicht so geil. Dritte also war nicht die so erste gut? war die beste, die zweite war. Auch war ein bisschen schlechter und die dritte ist jetzt nochmal schlechter. Mm. Ist, ein, ist kein guter Trend, der sich da gerade abzeichnet. Also, ja. naja, mal schauen. Also, ich werde mir die vierte anschauen, falls mm. sie kommen sollte. Aber ich bin jetzt nicht so froh und Mutes, dass die besser wird. Emily in Paris. Ich ja, see. und die. Ähm, was wollte ich noch sagen? Naja, mm. ah ich habe einen großen Kritikpunkt an der Serie. Mm. Das ist vielleicht auch typisch deutsch. Äh, Paris wird mir zu sehr romantisiert und. Idealisiert. Du meinst, also, es, es brennen zu wenig Straßenbarrikaden? Ey, ey, die haben doch hundertprozentig <laughs> Werbeverträge mit äh, Tourismusbörse, ja, ja, die Serie schon. gemacht haben. Weil, ey, äh, wie das da ins, genau, du sagst schon, die Straßen brennen. Ja, das. Vielleicht jetzt nicht, aber ja, wir wissen eigentlich, wie es in Paris so ist und wie die Franzosen drauf sind und das ist nicht so. <laughs> ja, ne? Ja, ja, ja. Und in der Serie Aber das ist, ist, halt aber ist das eine nicht, wunderschöne Stadt. Ist du das nicht immer Sch so, wenn, wenn Amis oder so eine Serie machen, die in europäischen Städten spielt, dass du. Nicht immer, ah, buchstäblich aber. In Fall immer halt nur die, die Sahnestücke siehst oder so und ja, alles ja, andere wird? Also ja, hier ist es echt krass. Wird. Also alles, ja. und sei es irgendein Café, die ist immer top gestylt, die Menschen um sie rum sind alle wunderschön und top gestylt und. Ober weil ich sagen muss, Alles ist in so einem, schön inszeniert, in so einem überzeichneten äh, Komödienformat fände ich das okay. Ja, aber das ist es nicht. Das ist halt ernst gemeint so. Ah, okay. Der, ja, der Einzige, meine... der da so ein bisschen ja. mhm. der so ein bisschen gegenhaut, ist der Typ, in den sie sich verliebt. Mhm. Also dieser, an, nicht der Erste, sondern ein Zweiterer, ist auch so mhm. ein dunklerer Typ, der ist mhm. nämlich Engländer. Uh. Ähm, und der hat von Paris eine ganz andere Meinung als Sie. Ah, okay. <laughs> der findet das nämlich überhaupt nicht. Äh, der findet das voll aufgeblasen und so. Das ist, mit ihm kann ich mich super identifizieren in der, in der Hinsicht. Oh, warte ähm, mal. Äh, äh, R86 schreibt gerade hier, habt die Kritik auch gehört, dass die ja, Darstellungen ja, Stereotyp sehr Ja, ja, ja. ja. Das, ja also, das ja. habe ich, das hatte ich damals über die erste Staffel gehört, dass es da ein paar Reviews gab und da gingen die Meinungen schon extrem auseinander. Einige sagten halt, boah, was ist das denn für eine generell, nicht nur von der Story, als auch von der Darstellung der Stadt, sehr generische Stereotype-Geschichte. Aber hm. auch da gab es eben schon Leute, die sagten, ja, aber das Flair und der Stil und Ne, so. Ja, es ist halt trotzdem, es ist halt schön, <laughs> an zu, also mich, hm. mir, mir stößt es jetzt nicht so auf. Aber ja, es ist, ja. Ne, wie gesagt, könnte von der Tourismusbörse gesponsert sein, ja. weil es einfach so krass schön aussieht, da, da denke ich mir, boah, geil, hm. toll, da will ich auch Ja, aber hin. ich glaube, das spielt so ein bisschen mit diesem, mit diesem, mit dieser Vorstellung der, äh, der US-Amerikaner von Städten wie Paris, weil die kennen das nur so. Ja. Und du willst dann halt so eine Realitätsfluchtgeschichte machen für. Irgendwie äh, den Ami, der die Serie guckt, dann sagt, ach Paris und ach und mh. Und dann sieht das halt genau so aus. So, ne? Weil das ja, so Reale kommt sie Paris... Ja rein, aber sie wird ja dann schon mit der ja. Realität. Kommt. Also, ja. da gibt schon so ein paar Momente, ich glaube, sie wird auch beleidigt und so. Ja, warte mal, aber was, was ER86 gerade schreibt bei mir hier, ne? Mit Berlin, es ist es ja auch so. Du hast in Berlin immer so die üblichen, es gab doch irgendeinen so komischen Film mit Liam Niesen oder was immer das war. So du hast entweder fahren sie über die Warschauer Brücke irgendwie oder sind irgendwo in der Friedrichstraße. Oder wie in, war das ähm, in Civil War, äh, Captain America Civil War, war das nicht so geil, dass sie in Berlin in den, ich glaube, Tiergartentunnel fahren und einen Fingerschnips später kommen sie in Leipzig auf den Flughafen raus? <laughs> Weil da ja dann die große Action-Sequenz spielt, ja, wo sie sich da alle aufs da, Maul ja. geben, wo du halt merkst, die, die raffen halt eine Stadt zusammen auf drei Schauplätze und dir wird dann suggeriert, wenn du da in die U-Bahn steigst, bist du eine Sekunde später da hinten, was geografisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Du suchst dir halt so die Sahnestücke aus, aus den, aus den Städten und schneidest das so zusammen, dass jemand, der noch nie dort war, äh, dann denkt, oh ja, das ist aber schön dort. Ne, ein toller Ort, <laughs> ein toller Ort äh, 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 jagt den nächsten in dieser Stadt, obwohl das regional überhaupt keinen Sinn ergibt. Und auch über Paris. Ich höre auch immer nur über Paris, dass es unglaublich dreckig sein soll in Paris generell. Ja, und ich, war noch, ich war noch nie in Paris. <laughs> Aber das ist ungefähr so wie diese romantisch verklärte Vorstellung von Venedig. Das ist ja so hm. ungefähr das Gleiche. Ne? Venedig, ja, überall Wasser. Von allem. Gammelt alles irgendwo rum und ne, so super bäh irgendwie. Und Berlin ist ja auch so. Ich meine, es gibt so viele Ecken in Berlin, da möchtest du auch nicht tot beim Zaun hängen. Ne? Also, boah. <laughs> also, ne? Aber Obwohl Berlin das, ja doch echt so ein Sonderfall ist. Weil das Berlin ist wahrscheinlich ja so. Bekannt Warte mal, was schreibt ich See gerade? Oder sie sind in einem düsteren Club, ballern harte Drogen, haben trotzdem einen hangoverfreien freien Morgen und unheimlich viel Spaß. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Wo war das? In Alias, glaube ich. In dieser Alias, die Agentin in dieser Serie. Oh Gott. Da waren sie irgendwann mal in Deutschland und waren da auch in, ich war das, Frankfurt oder so? Ich weiß nur noch, dass da Leibach lief mit, ich glaube Tanz mit Leibach lief da, glaube ich, als Song im Hintergrund, weil der deutsche Lyrics hat, wobei Leibach ja gar keine deutsche Band ist. Aber egal. Jedenfalls, da hast du dann auch so gemerkt, ne, oh, wir verlegen das jetzt mal nach Berlin oder nach, nach Frankfurt oder so. Wir brauchen jetzt irgendeinen Song, wo Deutsch gesungen wird und äh, wir inszenieren das jetzt mal so, wie wir uns einen Club vorstellen. Dass es diese Art Club wahrscheinlich in der Form überhaupt nicht gibt in der Stadt, Pff, ne, egal. Aber wir bauen das jetzt so auf. Warte mal, was hast du noch, Nese, Warte mal, agentinnen serie Wenn ich eine Empfehlung raushauen darf, komplett anderes Genre, Genre die Serie The Little Drummer Girl ist auch Sie ziemlich gar gut. Das sagt mir auch ehrlich gesagt gar nichts. Wo finde ich denn das? The Little Aber Drummer Girl. Aber während du Girl. The Little Drummer Girl? Suchst? Das war so mein mein, mein schnell. Dein Stichwort. Fazit zu äh, Emily in Paris. Aber ah. ich hatte noch eins. Die und das wäre mein letztes. Moment, Die Libelle? Ist das das gleiche? Sieht so aus. Originaltitel Little Drummer Girl im, und auf Deutsch Die Libelle. Aha. Die Libelle. Das ist ja mal eine interessante okay. Übersetzung. Eine Miniserie. Ach, guck mal, wurde von Park Chan Wuk äh, inszeniert. Aha. Regisseur von Old Boy. Aha. Aha, aha, aha. Okay. Weird. Was? Florence Pugh spielt mit? Warum kenne ich das nicht? Moment, <laughs> wo gibt's denn das? Warte. Steht was vom Ist das von BBC? Ist Warte, warum kenne ich denn das nicht? Fernsehsender BBC One und AMC. Skandal. Also bei dieser die BMC, Libelle. Ähm, Moment. BBC Plattform. Ich, ich mag Fl Florence Pugh sehr. Warum kenne ich das nicht? Bei Apple, Apple TV. Echt, da gibt's sie? Cool. Ach. Hau ich mir mal auf die Liste. Klingt gut. Interessant. Ist mein Apple TV-Abo doch mal zu was nutze? Sehr gut. Ja, ey, ich <laughs> Nein, ich habe immer noch ich nicht, mit, nicht mit Dings angefangen hier. Wie heißt uh, To the Moon hier mit der Space-Serie? Ja. ja, endlich. <laughs> ja, so. Aber nicht To the Moon, du meinst for all Mankind. Ja, for All Mankind meine ich. Ja. genau. Na, ge ähm, sehr schön. Die Libelle. Bist ist, das ein, F ist das eine, Se das ist eine oh. Serie? Okay. Miniserie. Ja, interessant. Michael Shannon, Florence Pugh. Okay. Interessant. Ist komplett an mir vorbeigegangen, offensichtlich. Okay. Aber das, ja. Ist, ja, das ist ja bei diesen Apple-Serien eigentlich normal. Die gehen ja irgendwie alle an einem vorbei. Außer die, die halt super ja. krass marketingmäßig angekündigt werden. Ja. Ist das denn eine, eine eigene Apple-Produktion? Weil es muss ja nicht zwangsläufig so sein, nur weil es bei Apple TV nee, läuft. Nee, nee, Ich habe ja gelesen, das ist doch ein äh, BBC, glaube ich. Warte, ich hatte es eben. Hm. BBC und AMC. Oh, die Kombo ist ja auch geil. Park Chan Book mit Florence Pugh und ja, das BBC ist ja weird. One und AMC-Produktion. Alles klar, ja. Das ist schon us amerikanische Serie. Das kommt auf die Liste. Ja, vielen Dank, Nilsi, für den, für den Tipp. Ähm, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Plan. Vielleicht trollt er uns auch nur oder beide trollen <laughs> genau. uns und eigentlich ist die voll kacke. Haben sich abgesprochen. <laughs> <laughs> Wollen unsere Zeit verschwenden. Alles klar. Yeah. Äh, ja, nee, ich wollte mal kurz meine andere Serie durchballern. <laughs> ja, bitte. Dann ballere. Ähm, und zwar Alice in Borderlands Staffel 2. Oh, no. Warte. Das ist auch so ein Ding, äh, wo ich in der ersten ja, Staffel ja, jetzt ausgestiegen komm, jetzt bin. Kommen die Serien, die halt, die sind halt alle nicht so. Jetzt kommt der Bodensatz. So, der warte. Bodensatz, Alice genau. in Borderlands. So. so ja, das also, ist auch so ein Staffel Ding, zwei, das ja? hätte mir eigentlich gefallen müssen. Weil Setting das Setting hier, ja. eigentlich geil ist, aber ich, kann mit, ich konnte damit nichts. Mm. Ich bin hier in Folge 5, äh, habe ich nicht überstanden, erste so Folge. Halt Japanizing Beam. Ja, aber diese oh. ganzen Death Game-Sachen finde ich teilweise auch zu platt einfach. Das ist ja. mir einfach zu, ja, ja, ja. Oh, ja, die sterben halt alle aus Gründen und da gibt sich nicht mal einer eine Mühe. Hast du nicht gesagt, irgendwie mit It's Aliens? Mm, in Staffel. Mhm. Äh, ja. ja, nee, ich habe in Staffel 2 wird das alles aufgeklärt. Ach, tatsächlich. Mm. Interessant. Ist immer ja. noch, Es sind immer noch ähnlich. Staffel 2 ist okay. das Ende. Also es wird keine Staffel 2. Achso, das ist, das ist Final. Okay. Ja, Also ich, ich weiß nicht, ob eine kommt, aber eigentlich ist die Story abgeschlossen. Und eigentlich sind ja. die Fragen mehr oder weniger beantwortet. I ja, see. Auf jeden ja, dann beschreib doch ja. mal bitte, beschreib doch mal bitte ganz kurz für unsere Zu Also kurz Alice in Borderland. Ne? Ähm, Tokio, Akihabara, wo denn auch sonst? Große Kreuzung. Äh, drei Jungs sind unterwegs, plötzlich passiert irgendwas und sie sind in einer anderen Welt anscheinend, weil alle Menschen weg sind und sie in so einer, ja, ich glaube am Anfang war das so ein irgendwas mit Türen, ich weiß nicht mehr genau, wie das Spiel war. Also die in so einem Haus waren oder was war das, ne? Mit... Ja, ja, die sind nur zum Haus reingegangen, äh. aber ich, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel war. Mhm. Jedenfalls, die drei Jungs, das sind halt Freunde. Ähm. Müssen da so Games absolvieren, anscheinend. Denn wenn sie es nicht tun, sterben sie. Sie kriegen irgendwie Nachrichten ne? auf ihre Telefone oder. Durch. Wie war das? Mit Nachrichten auf die Telefone oder mit auf, auf Displays oder irgendwo steht Ey, das, das, ne? Das du ist musst so lange her, kann sein. Folgendes machen in der und der Zeit. Und das ist dann halt so ein bisschen so Saw-mäßig zum Teil so. Irgendwie. Genau, also ja, je nachdem. Es mhm. gibt unterschiedlichste Spiele, wie aus Squid Game jetzt eigentlich so. Mhm. In den Westen überführt wurde. Aber Alice in Borderlands Staffel 1 war ja eigentlich noch vor Squid Game da. Es ja. hat halt nur nicht diesen. Ja, Squid Game war besser. Ja, ähm es hat nicht den. Ja, Nelse, gute Nacht dir. Gerne bis zum nächsten Mal. Fallout 4. Runde ja, Fallout 4. Ein hm, bisschen was Entspannendes. Zum Einschlafen, hm, genau. Ein bisschen eine positive Note zum Ende hin. Ein hm, bisschen <laughs> Fallout. Bei dem ganzen Bodensatz-Trash, den ich jetzt sehe. Ich sehe schon. Äh, bis genau, zum nächsten Mal. Also, äh, genau, sie sind in so einer Dev-Game-Welt und ja. ja müssen sich da durchschlagen und lernen neue, lernen neue Leute kennen. Mhm neue Leute sterben. Ich wollte gerade sagen, neue Leute, sie haben nur den Sinn, dass man sie in der nächsten Episode alle killen kann. So in etwa, ja. Mhm. Nee, es, es etabliert sich dann aber so eine kleine Gruppe ja. ähm, gegen Ende der Staffel, die dann auch komplett in der zweiten Staffel vertreten ist, bis ah, zum ja. Schluss. Hm. Ja, mehr oder weniger komplett. Naja, du <laughs> sagst das ist ja gerade schon. Das ist ja immer so dieses Umfass System, dass am Ende irgendwer übrig bleibt. Genau, es ist natürlich ja. typisch für diese Inszenierung. Mhm. Äh, Over the top, mm. äh, überdramatisch inszeniert und alles. Also es mm. ist ein, also es ist halt ein Live-Action-Anime. Ja. Und oder Manga, wie auch immer. Und das merkt man halt. Hm. Ja. Ich fand die zweite Staffel eigentlich ganz gut, insofern, weil halt dieses Ende da war. Du bist durch, diese, ja? Oder mit der Staffel. Genau, ich bin durch. Hm. Wird, weil das denn, endlich mal wird das denn befriedigend abgeschlossen oder erklärt haben, was da passiert ja eigentlich schon also ich finde schon es ist nicht 100% geklärt es gibt so eine leichte übernatürliche note da drin aliens <laughs> ja nicht ganz <laughs> nee das, das wäre bei ganz gewesen ah, ja. ähm. nicht ganz <laughs> genau ganz mhm. <laughs> Badum -ts. Badum -ts. Ähm, nee, nee, es hat mhm. eine andere Geschichte. Und ich habe dir ja auch gesagt, da wird so mit doppeltem Boot gearbeitet und so auch in den letzten Episoden. Da wird dann ja. so suggeriert. Ja? Ja. Und dann, nee, doch nicht, wir haben nicht verarscht. Ja, aber das ist, immer, das ist immer das Problem. Ich habe ja eine gewisse, ein gewisses Grundkontingent an Geduld und äh, so mit Serien. Ne? Ich ja, gucke mir ich glaub, dann so die, ersten, ich guck mir so die ersten Folgen an und wenn du halt merkst, es ist von Folge zu Folge, also zumindest bis wo ich geguckt habe, war es tatsächlich wirklich immer so: Gruppe von Leuten, dann kriegen die eine Aufgabe, dann müssen die das bewältigen und die, die es nicht schaffen, werden dann mit einem Laserbeam aus dem Himmel getötet. Genau, so. genau, durch den Kopf. So, und, und äh, das war dann vier Episoden lang so, wo ich dann dachte: Okay, also wenn das jetzt so bleibt, dann. Brauche ich das nicht weitergucken, weil ich meine, vielleicht wird das dann total Story getrieben und total wahnsinnig spannend. Das mag ja sein, aber ich habe dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Für mich war es dann nichts. Also, naja, wahnsinnig spannend wird es nicht. Aber ja. ja, es gibt da so eine kleine Liebesgeschichte mhm. zwischen dem Hauptcharakter und also dem mhm. Freund, letzten verbliebenen Freund, Spoiler <laughs> ja. und dieser Frau, die man da auch schon umsieht. Ja. Ähm, ja, und das Ende ist halt so ein ist eigentlich für, für so ein Death Game ein Happy End. Ähm, du auch meinst einer, so einer bleibt übrig, es sterben nicht alle. Mhm. Ja, auch wenn es <laughs> mit so einer ja. mit so einer Thematik spielt, die äh, bei mir bekannt ist, dass ich sie hasse. Ach so, was wäre das? It was all a dream. Ah, dein ja. Lieblings, dein Lieblingstrop. Genau, aber ich sagte, es gibt bei einen dem doppelten Boden. Ist es ist eine Ausnahme, mhm. weil die Art und Weise, wie sie das gezeigt haben. Das, mhm. Es ist halt, das zeigt halt, dass das nicht alles nur ein Traum war, sondern da irgendwas ist da. Also da gibt es so eine, die mhm. haben so déjà-vu-artige Erlebnisse. Mhm. Wenn die sich dann so sehen, also irgendwas ist da schon passiert. Mhm. Äh, man weiß aber halt nicht, was genau. Das ist ja. das Einzige, was offen ja. ist. Aber ja, ansonsten wird viel erklärt. Und, ähm, ich lese mir irgendwann mal die Plot-Zusammenfassung ja, durch und dann weiß das ich Bescheid. Ist, äh, wie gesagt, die, die letzte Folge ist, glaube ich, die, oder die letzten beiden. Mhm. Die letzten beiden Folgen von der Staffel kann man sich ansehen, weil da, ist, da passiert das Spannendste. Da kommt halt mhm. das Finale und die Aufklärung. Und ja, der Spaß in der Serie besteht halt definitiv darin, zu sehen, wie sie diese Spiele machen. Wie sie die Spiele auflösen, mhm. also, ne, wie die Spiele aufgebaut sind, was sie da machen und wie sie die lösen. Vor allem bei diesen blonden Typen. Da gibt es so einen Blonden, der halt so clever ist. Und der, ja, geht da immer ganz mm. didaktisch an diese Sachen ran. Und ja, das ist ganz interessant. Verstehe. Aber ja, ist du, definitiv ist das nicht so. Ich würde es auch eher als Trash bezeichnen. Basiert das auf einem Manga? Ja, ne? Ja, ziemlich sicher. Kennst du kennst du also, den? Achso, du kennst den aber nicht, den Manga? Nee, den, den kenne ich nicht, aber ah, okay. ja, das, das sieht man den an. Ja. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gegoogelt. Und hieß das nicht Alice in Borderlands? Habe ich mir das falsch gemerkt? Na, Alice in Borderland. Ja, ob da jetzt also ein S dran, das weiß ich nicht. Mir war, als hieß er es Borderlands, aber wahrscheinlich das ist halt mir falsch. Ariso in Borderland. Falsch gemerkt. Ja, nee, nee. dann habe ich es mir. Also auch manche also nennen deswegen es Deswegen heißt der, heißt oh, das hm. Alice, weil es ja, ja. der Typ heißt. Ja, ja. Quasi übersetzt Alice. Ja, mir ging es nur um den Titel, weil ich hatte irgendwann mal Borderlands gesehen, weil das schreiben wir tatsächlich auch beim Moviepilot Steht auch alles in Borderlands ja. Staffel 3. Vielleicht denken sie alle an das Spiel. Ja, keine Ahnung. Man ja, weiß es nicht. Ja, wie gesagt, das ist sowas, da lese ich mir dann irgendwann die Plotzusammenfassung durch und dann habe ich, glaube ich, Ja, ihr seht schon, das Beste kommt zum Schluss hier. Mhm. Die Creme de la Creme an Serien. Absolut. Und naja, wie gesagt, das ist immer, ne, es ist ja immer Geschmackssache, das ist ja auch immer so ein Ding. Nee, ich gucke ja auch ist manche ja, ist Sachen. Ja es ist ja ein Rewatch-Edit, äh, ne, ne, Recently, recently watched. watched genau. Und die habe ich halt gesehen. Genau. Ja, ja, deswegen, ne, ja, also. Und äh, ich hatte gemerkt, zu der Staffel 2 war auch ein bisschen mehr Hype, so mit den Hauptfiguren nochmal. Und hatte ich so auf Instagram und so ein paar Sachen irgendwie gemerkt, dass sie da offenbar marketingmäßig nochmal ein bisschen was, ein ähm, bisschen mehr Action gemacht haben zu dem Launch der zweiten der zweiten Staffel. Also, ja, vielleicht war das auch ziemlich erfolgreich. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu gesehen, irgendwie wie. Ja, also ich Wie toll das mich jetzt sowas war. Generell nicht an. Ja, Netflix ist da halt sich da auch immer sehr bedeckt mit den offiziellen Zahlen, aber du siehst ja bei diesen, es gibt doch von Netflix diese Trends-Seite, wo du dann siehst, in welchen Ländern welche Serie gerade wo. Ich wo. Drauf. Nee, ich, ich gucke das manchmal einfach nur interessenhalber an, ähm, welche Serie gerade wo irgendwie trendet und so. Und vielleicht war Alice in Borderland hier sehr... Sehr erfolgreich, das äh, mag sein. Also in Deutschland war sie, glaube ich, das ist das Einzige, was ich sehe, ne? Dieses in Deutschland in den Top-Ten, da war sie, ja. glaube ich, drin. Aber ja. da ist ja fast jede neue Sache. Ja, ich wollte gerade sagen, alles, was neu ist, ist drin. für die nächsten ja. zwei, drei Wochen da in den Top-Ten. Also. Netflix-Fans sind alle so ausgehungert und warten auf neuen Content. Naja, du hast wahrscheinlich auch Leute, die einfach stumpf alles gucken, was da kommt, so gefühlt und es <laughs> einfach durchlaufen lassen. Das Gefühl habe ich immer, oh. wenn du dir so die Top-Sachen anguckst oder so. Hier, neu und beliebt. Warte mal, da gibt es doch immer die. Hier, Top-Serien. Lockwood, das ist doch gerade erst, literally gestern gestartet, oder was? Hier, Lockwood, das ist doch gerade erst ganz neu. Ist jetzt auf Platz 1 oder was? Ja. Dann hier Jolt mit, mit Kate Beckinsale. Der ist schon älter, glaube ich. Der ist jetzt gerade reingedingst. Und hier kannst du dann immer relativ gut sehen, was die Leute gerade gucken. Was ist das hier? Das Mädchen People im Schnee. Ist halt so eine Rom ich habe auch gerade heute die Info gekriegt, dass das neu ist. Also das scheint auch relativ neu zu sein. Und hier siehst du halt, ja, Wednesday nach wie vor. Dann gab es hier, war das auch eine neue Staffel jetzt bei Vikings? Ich bin nicht ganz sicher. Aber ja, so fürchterlich ja, überraschend. Ja, so fürchterlich überraschend ist es nicht, dass die Sachen, die neu sind oder neue Staffeln haben. Ja, ja, auch das hier ist dieses Record of Ragnarok was Percy vorhin meinte oder was? Ja, ja. Ah, ja. Also was, ich, ich hab's erwähnt, aber. Was nicht so gut ist, oder, oder was war da der? Oder? Ach, Mann, ja, nee, das ist <laughs> das ist halt wie. Warum schaue ich mir sowas an? Warum schaue ich mir Alice in Borderlands an? Warum ja. schaue ich mir. Was war das andere? Die wilden 90er an? Ja. Ich gucke ja auch Hajime no Ipo. Das ist so... Ja. Box-Anime, könnte man sagen. Ein ja, das ist ein Box-Anime. Genau. Darüber hatten wir, glaube ich, neulich schon. Hast du nicht davon schon... Also, irgendwas hast du schon mal erzählt sein, von so weirden, so weirden Animes, kurz. wo ich auch dachte: Hä, warum? Aber <laughs> ja, wahrscheinlich <laughs> ist es. Äh ja, wohl hat Ipo no tatsächlich <laughs> schon, glaube ich, der beste. Also, das ist einer ja. der besseren Mangas. Ah, also ich glaube, okay. das ist so einer, der so auf einer Top 100 Must-Read-Mangas ist, ist, der Must dabei. Must-Read. Ähm, I see. Ja, nee, ER86, falls an? du ja, noch da ist bist. Halt so Nochmal chill von mir hier direkt. Ja, genau. Gute ja, Dank. wir machen jetzt auch Schluss, ne? Ich glaube, das reicht jetzt auch. Gleich um eins wieder länger gemacht. Weil ich muss, als auch, eigentlich ich muss gedacht. Auch mein Statement Ach so, ja bitte, dann beende. <laughs> ähm, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich gerade hinaus? Was hattest du mich gefragt? Ich hätte dich bei Ragnarok gefragt. Das ist halt auch so ein so ein Ding. Ich habe halt die, ah, nein, nicht wiedergeben. die erste Staffel irgendwann mal gesehen vor einem Jahr oder so war das? Ja. Oder zwei. Und äh, da kämpfen halt Götter gegeneinander. Ist ein Anime. Der ist total dumm. Es ist total <laughs> hohl, was da passiert, ey. Ja. Also alleine, also ey, du darfst da echt nicht mit Hirn ran. Zeus gegen Odin, gegen Shiva und nee, nee, das mhm. Witzige ist, da kämpfen Götter gegen, gegen Menschen. Das hat so ein bisschen so eine Mortal Comeback ah, Story okay. eigentlich. Ja. Die Menschheit versucht nämlich Hier durch das Turnier, wenn sie so vor die Götter bitten, die Menschheit auslöschen, wird sie nicht ausgelöscht. Genau. Sonst wird die Menschheit ausgelöscht von hm. Zeus, weil Zeus ist da der Obermacher. Warum auch Zeus. Immer. Ach so, okay. Genau. Sie und nennen es Ragnarök, aber Adam. Zeus ist der Chef. Das ja, ergibt Zeus ist, irgendwie yeah, es wenig macht keinen Sinn. Sinn. Ja. Da fängt schon an. Schon die Namensgebung es keinen ergibt Sinn. keinen Sinn. Ja. Und dann gibt es da den Blond, den du da siehst. Das ist Adam. Adam. Der Adam. Der Adam von Adam und Eva. Ach, genau der, der Adam. Ach so. Der ist aber der gut gealtert. Ja. Und, das. und mhm. dann kloppt er sich da mit Zeus und Okay. Es, ist so, es ist so absurd, ist das. Und dann gibt es halt Japanisch. Und das ist da übrigens gerade Poseidon, der mit dem Speer, der Blondie. Ah ja. mhm. äh, Poseidon kämpft gegen irgendeinen japanischen Krieger und mal gewinnt der Mensch, mal gewinnt der Gott. Hier in der letzten Folge hat Shiva gegen, gegen irgendeinen so legendären Sumo-Kämpfer, den kann ich gar nicht, <laughs> gekämpft. In der nächsten Staffel kommt anscheinend Buddha. Ah, Buddha. Oder jetzt ganz gro ins groß inszeniert Buddha. Aha. Ja, es ist, wie gesagt. <laughs> Okay, ist wow. So over the top und so, Blasphemy, Kacke. die Serie. Okay, ja, gut. Ähm, ja, alle Götter mal durch den Kakao ziehen. Kann man so nebenbei <laughs> mal schauen. Alles klar. Record ja. of Ragnarok. I see. Gut. Ja. Dann haben wir es, glaube ich, für heute, würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank an Phil fürs Dabeisein. Ja. Für Schlechten. Für, die, für, die, für den Bodensatz <laughs> zum Ende hin. Genau, für den Bodensatz. Jetzt ähm. wisst ihr, was er nicht sehen tut. Naja, ganz so <laughs> schlimm ist sollte. es ja auch nicht. Ähm, ja, dann ähm, gerne bis zum nächsten Mal. Also wir, ich würde jetzt versuchen, wieder den zwei-Wochen-Rhythmus ähm, beizuhalten, wenn wir es hinkriegen, zeitlich. Ja, ne? mal gucken, ein bisschen was gucken. Da kommt, ne? Und ja, dann gerne bis zum nächsten Mal oder bis zu irgendeinem anderen Stream. Ich muss ja Dead Space noch weiterspielen und so. Und noch diverse andere Dinge. Die noch nicht beendet wurden. Ja, ansonsten, euch schon mal einen schönen Sonntag und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gute Nacht.